Lass mir noch einen Schluck. Ah, Schluck ist zu spät, fast. Na gut, willkommen bei den Hirtauchern, Folge... Und Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost. Folge FF. Leute. Folge FF. Mhm. Prost. Die Mathematiker unter uns werden jetzt wissen, wie viele Personen wir sind. Tumbleweed. Ja, wir kommen ja genau zur Folge 255. Wir schreiben den 10. Mai 2016. Das Ganze findet statt oder wird aufgenommen in der Zypresse Westbahnstraße 35a. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, das vielen Dank an das Klebemonster. Genau, wieder vielen Dank. Das gerade getroffen. Vielleicht, weil ich letzte Woche das irgendwie einen Witz gemacht habe. Jetzt können wir mit den Huldigungen des Klebemonsters aufhören. Oder habe ich den Witz nur im Nachhinein so gerissen? Off-Record nicht. Zeit und Ort, Datum haben wir. Habe ich schon gemacht, genau. Und mit dabei ist der Gregor. Der Harry. Die Anna. Der Horst. Der Dennis. Und der Stefan. Und dem Dennis sein Döner Royal. Machen wir unser Teaser-Inhaltsverzeichner. Das geht bei mir ganz schnell. Ich war in Berlin und kann euch zwei Hauptattraktionspunkte erwähnen. Ich habe nämlich zum ersten Mal den 1. Mai in Kreuzberg erlebt. Wow. In Berlin. Und ich war auf der RP10. Zum 10. Mal hat die Republika stattgefunden. Ich war dabei. Super. Ich kündige die 21 nächsten Biertaucherausflüge an. Yay! Yeah. Die nächsten 21? Wir kriegen Sozialleben endlich. Das kann ich erst mal einen schaffen. Oh Gott. ich habe absolut noch gar keine Ahnung, worüber ich rede. Ich habe sie wieder vergessen. Also ich werde dann heute über die Vergesslichkeit reden. Schön. Ich war auf zwei Festeln, kann davon erzählen, habe interessante Gespräche geführt mit einem Essigbauern aus Österreich und einem chinesischen Weltreisenden und war, wenn es sich ausgeht, zweimal im Kino, kann ich auch erzählen, ein Mann namens Owe und ein Königreich für ein Hologramm. Ah, schön, mit dem Charlotte passiert das, ja. Nein, Tom Hanks. Ah ja, vorweg sollte ich da. Ich habe mir vorher versehentlich noch ein bisschen das Hirn verknotet, weil ich mir gedacht habe, schaust du mal an, wie Brainfuck so ausschaut. Was? Ja, es ging ja Brainfuck. Und deswegen bin ich jetzt froh, wenn ich einen geraden Satz rauskriege. Ich weiß noch nicht, was ich erzählen werde. Es könnte möglicherweise über die Ähnlichkeit zwischen Strickschriften und Brainfuck gehen. Hat mich sehr fasziniert. Und wir haben einen Gast. Ja, hallo, ich bin der Harry und ich freue mich, hier zu sein. Bin furchtbar neidisch auf Sponsoren, weil ich selber auch podcaste und ich bin schon warm geredet, weil ich habe heute schon einen Podcast gemacht. Also wir können dir ein Glas Wein sponsern. Also Klebemonster, du musst ihm nichts bringen, du darfst nur. Aber uns zuerst. Redest du über etwas heute, oder? Ich habe die Einladung von Stefan angenommen und habe ein paar Themen auf die Liste geschrieben, ja, aber ich habe natürlich keine Ahnung, was der Hausbrauch ist, deswegen... Einfach, was dir wichtig ist, dass du erzählst. Bin natürlich, wird natürlich nicht uneigennützig, auch da ein bisschen Cross-Promotion, ja, eh klar. Aber, ja, ich habe, weil wir das letzte Mal, als ich mit euch getroffen habe, haben wir über diverseste IT-Themen geredet und ich bin ja da nicht so daheim, aber ich habe gedacht, ich muss ein IT-Thema auf die Liste setzen, weil irgendwie waren sonst keine auf der Liste. Ich dachte, es kann nicht sein, wenn ich da bin, dass es dann keine gibt. Und welches wäre das? Ich habe ein neues Linux ausprobiert, das, glaube ich, nur für mich gemacht wurde von irgendwem. Und ich kann halt nicht darüber reden, also im technischen Termini, aber... Okay. Das merkt man schon bereits. Aber ja. Weißt du den Namen von der Linux-Distro? Es heißt Gallium. 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 Mhm. Okay. Gut, dann sage ich, wir nur den Namen Podcast und Teaser Ende. War zu finden unter biertaucher.at. Ja. Wow. So. Lass ihn drinnen. Sehr gut.
Gut, yeah. Wer hat ein schönes. Du hast eine ganz viele Termine. Vielleicht du hast gut, dass der die Themenliste mit Terminen vollgeschrieben. Genau. Super. Und zwar sind das die Friday Night Skating Events. Ja! Ach so, die 21. Die am Freitag beginnen. Fast jede Woche durchgehend. Mit sehr hübschen Themen und sehr unterschiedlichen Runden diesmal. Finde ich sehr nett. Also von 13.05. bis zum 30.09. fast jeden Freitag findet jetzt das Friday Night Skating statt, wo man nicht unbedingt skaten muss, sondern man darf auch Radfahren dabei, und das ist sehr nett, weil die Straßen abgesperrt sind. Und wenn man wirklich hart ist, darf man auch mitlaufen. Ich glaub, Leute, das sind wirklich Fahrrad, die Ratten. Ich bin Fahrrad gefahren und die haben mich zu Fuß überholt. Treffpunkt ist immer um 21 Uhr, so Heldenplatz, wobei sie sind jetzt irgendwie am Überlegen, ob sie es ein bisschen dort verlagern, ein bisschen davor, Heldentor oder so. Mhm. Also auf die Webseite vom Friday Night Skating schauen, die wir verlinken. Und dieses Mal bin ich auf jeden Fall mit dabei. Weil du trainierst ja für den Biertaucher-Viertelmarathon. Weil ich trainiere für den Biertaucher-Viertelmarathon nächstes Jahr. Das wurde schon beschlossen, da warst du nicht da. Boost! Einmal nicht da, dann schon im Marathon. Gibt es auch kleineres als Viertel? Ich war nicht da. Vielleicht 36. Seidel-Marathon. Also Viertel Liter Bier. Genau. Marathon. Cool, und du warst fleißig jetzt schon mit Skaten? Mit Skaten war ich noch nicht, weil es noch nicht stattgefunden hat. Aber in den letzten Jahren? War ich aber auch nur, glaube ich, zweimal oder so. Und dann auch nur auf dem Fahrrad. Na gut, aber das sind ja in Wirklichkeit viel mehr Termine hier aufgelistet. Das gehört alles zum Friday Night Skating. Das sind alles Friday Night Skating Termine. Und okay. Die haben auch alle. Maria Hilf, Gürtel rauf, Marie runter, sehe ich schon. Zentralfriedhof, da ist Stimmung, die ist erlebt auch noch nicht war. Auch nicht schlecht. Also jedes Mal eine andere Route, oder was? Jedes Mal eine andere Route. Genau, Vororte-Linie, Wild Wild West. Na gut. Jedes Mal Spaß. Einen Ausflugsvorschlag mache ich vielleicht auch für die Anna. Das ist auch eine Route, die an einer Sache da knapp vorbeigeht. Das ist der Friedhof der Namenlosen. Das ist ein relativ unbekannter Friedhof an der Wiener Stadtgrenze im Südosten, an der Donau gelegen. Und das sind nämlich diejenigen, die aus der Donau rausgefischt werden, von denen man nicht weiß, wer es war. Die werden dort in einem sehr kleinen, bescheidenen, aber doch irgendwie interessanten Friedhof begraben. Also der Friedhof der Namenlosen beim Alberner Hafen. Ein netter Ausflug da drin. Beim Alberner Hafen? Beim Alberner Hafen. Das ist so ein passender Name, und dann der Friedhof dazu. Alberner Hafen, Friedhof. Ich glaube nicht Albern, sondern Albern. Albern. Nein, Albern. Wirklich Albern? Tatsächlich Albern. Pizza. Jupp. Danke für den Ausflug. Da gibt es auch hübsche Speicher, also alte Speicher stehen dort noch zwei herum. Ist das was für einen Fahrradausflug? Ja. Kann man hinradeln. Das ist sehr schön. Ja, mir fällt gerade noch ein, das wollte ich vorhin schon sagen, weshalb diese Folge eine besondere Folge ist. Und zwar ist das Folge 255, das ist hexadezimal dargestellt FF. Und das ist die letzte Zahl, die sich mit 8-Bit darstellen lassen. Das heißt also, hätten wir jetzt einen 8-Bit-Computer und müssten diese Zahl speichern, wir hätten bei der nächsten Folge das Problem, dass wir einen Integer-Overflow haben. Und das kann uns in der nächsten Zeit nicht mehr passieren. Das wird die einzige. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen das Year2K-Problem des Biertaucher-Podcasts. Schauen wir mal. 256 muss noch rauskommen. Das können wir einfach durch Konvention lösen, indem wir sagen, ab jetzt haben wir ein führendes 1er-Bit. Ja, stimmt. Das reicht, 9-Bit-Computer gibt es keine. Das heißt, das nächste Problem wäre erst mit 16-Bit, und das ist so eine große Zahl. Bursch. Aber noch ein bisschen im Podcast. Ja, da müssten wir, glaube ich, täglich mehrere Folgen aufnehmen, damit wir es überhaupt in unserer Lebenszeit hinbekommen. Guter Plan. Kann man aufteilen. Arbeitsteilung. Stimmt, jeder macht einen. Stimmt, ja. Genau. Ja, soll ich mal, also bevor ich über die Republika rede, aber kann ich euch ja mal erzählen, was da. Vorschlag, lass mal ihn noch den Linux-Distro machen, weil das wäre schon. Muss nicht sein.
Ich habe das nur als Pflicht draufgeschrieben. Na, geht schon. Ich habe mir gedacht, muss ich thematisch... Aufgehen bei der Republika und dann. Nein, deswegen meinte ich ja, ich erzähle den 1. Mai. Aber machen wir jetzt mal das Gallium-OS. Gallium-OS, ja. Bist du überhaupt Linux-User? Ich schaue immer wieder mal rein und schaue, dass ich eine installiere, einfach nur so aus mal schauen, weil es mich interessiert und wie weit sind wir da... Mhm. Ist es schon wirklich für den Normal-User wie mich tatsächlich im Alltag brauchbar? Mhm. Und dann schaue ich mir halt immer die großen, populären an. Und ich habe ein konkretes Gerät und für dieses konkrete Gerät habe ich mir überlegt, da würde ich mir gerne Linux drauf installieren, weil ich fürs Podcasten gerne eine mobile Station hätte und hätte gerne Audacity. Ich will es nur für dieses eine Programm. Aber kriegst du Audacity nicht auch unter Windows und so? Na Moment, dafür müsste ich einen Windows-Laptop haben oder einen Mac oder was anderes. Ich habe einen Chromebook. Mhm. Und das Gallium OS ist designed für Chromebooks. Mhm. Und jetzt, das gibt es ganz neu und da ist jetzt gerade Version 1 rausgekommen und es wird sofort Version 2 nachgeschossen, weil sie auf der, ich glaube, es kommt wieder eine Long-Term-Support von Ubuntu, oder? Ja, ist jetzt rausgekommen. Und auf der basieren sie es jetzt, weil es basiert auf Xubuntu. Okay. Und der Sinn ist halt, A, die Chromebooks haben ein paar eigene Tasten, B, die Hardware ist natürlich relativ schwachbrüstig im jetzt Vergleich, aber es ist halt einfach perfekt abgestimmt auf das System dahinter. Und ja, das Chrome mit seinem Boot, was auch immer, Dings soll halt auch intakt bleiben. Und es gab halt natürlich irgendwelche Ubuntu-Varianten, aber Ubuntu ist halt relativ groß und bringt halt viel mit. Was hast du gemeint mit einem für dich maßgeschneiderten? Also für das Gerät. Ja. Ja, für das Gerät. Und bei den Chromebooks ist ja das Prinzip, du schmeißt das alle 2 Jahre weg und kaufst ein neues und hältst quasi, dafür zahlst du halt nur 200 Euro pro Stück. Ja. Die sind relativ günstig. Und das Prinzip ist, du sollst das Gerät regelmäßig upgraden. Und jetzt ist es so, ich will aber das Chromebook eigentlich nicht wegschmeißen und hätte auch gern so eine mobile Recording Station. Ja. Auch für mich zu Hause, mein Stand-PC wird immer lauter. und vielleicht habt ihr ein paar Pro-Tipps für mich, wie ich das regeln kann, also außer putzen. Das habe ich schon gemacht. Putzen. Das habe ich schon gemacht. Und das höre ich beim Aufzeichnen, also ich habe am Schreibtisch Podcast. Und so ein kleines, einfach nur ein Notebook, das halt da steht und ich auch mitnehmen kann. Und ich meine, die Akkuleistung ist noch top. Also die Chromebooks sind ja überhaupt top, aber auch das Gallium OS soll auch angepasst sein auf die Hardware. Und es ist eine überschaubare Anzahl von Geräten, dadurch muss es nicht auf alles passen und ich muss nicht warten, dass es Treiber gibt für alles. Und wie gesagt, die erste Version ist schon relativ gut und es schaut auch schön aus. Und hast du es zum Installieren und zum Laufen gekriegt? Ja, ja, das hat und? Ganz gut funktioniert. Ich meine, die Dokumentation ist noch fragmentiert, aber es wird immer besser. Und ich weiß nicht, wie viele Leute in Österreich Chromebooks haben und ich weiß nicht, wie viele Leute ein Interesse daran haben, auf ihren alten Chromebooks Linux zu installieren. Und deswegen glaube ich, ich bin wirklich ein Exot auf dieser Welt, für den dieses Ding gemacht wird. Ja. Das ist immer so, wenn wir uns treffen, dann muss ich widersprechen. Ich habe auch eins. Ich habe auch Linux drauf und zwar mittels Krubuntu, das ist so ein Skript, das man eben anwerfen kann, wo man dann auch eben umpartitionieren kann und im Prinzip beliebige beliebige Ubuntu-Derivate drauf installieren kann. Also ich habe Ubuntu Mate drauf, ED1604er jetzt drauf. Es läuft, aber es ist halt doch nur ein Chromebook, im Sinne von die Hardware ist nicht aufregend. Genau. Und Chrome OS ist schon wesentlich effizienter drauf, weil absolut halt viel weniger Services laufen. Meins wird auch relativ heiß unter Gallium. Aha. Das haben sie noch nicht im Griff gekriegt, aber das wissen sie, das steht auf der Liste. Und der Akku hält auch natürlich in keinem Vergleich. Also, ja, aber es hätte gereicht, also normal, das Chromebook, das ich habe, hält immer noch 11 Stunden. Ja. Mit WLAN. Mit der Tastatur an und für sich keine Probleme. Also die normale Chrome OS-Tastatur wird unterstützt, das haut hin, das Mapping funktioniert. Was bei mir ein bisschen weirdo ist, ich habe ja diese seltsame Tastatur belegen, dieses Neo 2 immer in Verwendung, das anders die Tasten belegt als üblicherweise. Das Ubuntu hat eine Tastaturbelegung dafür,
die funktioniert auch bis auf genau eine Taste, nämlich das ist diese Alternative für die Caps Lock Taste, die dort hardwaremäßig eine andere Taste ist als auf einer normalen Tastatur, dass man es mit einem X, wie heißt das, XKB Mod, also man muss selber die Taste ummappen, dann haut es wieder hin. Dann war ich glücklich und dachte, super, ich habe wirklich jetzt ein Chromebook, wo Linux komplett drauf läuft. Und dann habe ich das erste Mal den Firefox gestartet. Und lustigerweise geht beim Firefox die Taste trotzdem nicht. Geht in jedem Programm, außer im Firefox. Haben wir gedacht, kein Problem, nimmst einen anderen Browser, Chromium drauf installiert, Chromium crasht. Also so wirklich am Laufen habe ich das nicht. Also mich würde interessieren, ob du schon probiert hast, einen Browser drauf zu starten und ob der funktioniert. Chromium hat funktioniert, normales Chrome hat funktioniert. Ah, cool. Firefox hat funktioniert. Normales Chrome geht bei mir auch nicht. Also das wäre eine Überlegung wert, das dann deswegen neu zu installieren. Mit dem Gallium. Halt. Ja, genau. Ja, und es schaut auch genauso aus, also die Taste, das ist mir eigentlich irgendwo, dass das nicht funktioniert. Ja. Ja, aber wie gesagt, Ubuntu habe ich auch probiert vorher und also das normale mit Cinnamon heißt, oder? Das, nein, na, das ist Unity, Entschuldigung. Ja. Und ich komme nicht durcheinander. Sowas. Und das war halt, hat funktioniert. Da gab es auch eine sehr detaillierte Anleitung, wie das geht, auch mit Dual Boot und so. Ja. Aber das war einfach zu blöd. Mein 16 GB Speicherplatz verbraucht das Ubuntu dann für. Musst du auch ins Chrome OS starten und dann mit auf der Shell da drinnen mit sudo Ubuntu neu starten, damit du in das oder sudo Gallium oder so, dass du in das andere reinwechseln kannst? Nein. Wie kannst du aussuchen, wo du reinbootest? Ich. Es gibt ja eigentlich. Hat man das nicht gemerkt, weil ich habe es wieder entfernt. Aber du kannst es dir selber aussuchen, wo du landest. Ich weiß, dass es für das Ubuntu ein Dual Boot gab. Ich habe es allerdings nicht zum Laufen gebracht. Okay. Aber es gibt viel Dokumentation, was ich gesehen habe. Und dadurch, dass das Ubuntu war, ich wollte es einfach nur probieren, aber wenn es schnell und unkompliziert geht, was mein Anspruch ist, dann mache ich das. Aber das war einfach nicht der Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, alles über 3 Stunden Beschäftigung ist es mir nicht wert und wieder zurück. Ja. Und das ist halt auch ganz nett bei den Chromebooks, dann drückst du einmal Reset und die Sache ist wieder gegessen und du hast wieder ein neues. Ist in 5 Minuten resettet, ja. Das ist super. Halt. Also ein Stick muss er vorher erstellen noch, aber sicherheitshalber. Und Fazit ist jetzt, du verwendest es jetzt schon zum Aufnehmen oder du wartest jetzt noch auf die allerneueste? Ich warte noch auf die Version 2, die halt demnächst irgendwann kommt. Ich meine, das sind halt auch Leute, die das in ihrer Freizeit machen, ja. Also 3 Leute oder so. Und derweil podcast ich halt von zu Hause, weiterhin vom Schreibtisch und halt, also. Was hast du dort für ein System? Da verwende ich Audacity, einfach über, nehme direkt im Audacity auf. Aber was für ein Operationssystem hast du? Achso, Windows 7. Windows 7. Also du bist sonst Windows-User sozusagen. Und ich habe immer nebenbei ein Linux installiert und da installiere ich immer ein anderes, weil ich es mir immer anschaue. Und wir haben letztes Mal geredet über Elementary, das habe ich mir auch angeschaut, weil ich es einfach, ich schaue halt zuerst auf Optik und auf basiert auf Ubuntu eigentlich, das ist eher so, oder in der Gegend. Linux Mint habe ich lang verwendet auf einem alten Laptop, aber ja, das sind halt so, ich schaue es mal an, was mich interessiert, aber ich kann halt, das meiste mache ich dann nach Anleitung, also sudo whatever eingeben, mache ich halt, ja, hole ich mir eine Lösung für irgendein Problem und hoffe, dass es irgendjemand dieses Problem schon mal hatte. Was du da auf dem Rechner das nächste Mal was anschaust, schau dir mal Ubuntu Mate Edition an, das finde ich sehr nett, also es schaut schlüssig in sich aus, braucht keine aufregenden Ressourcen, weil es eben nicht keine 3D-Grafik-Unterstützung braucht und damit läuft das Ding für ein Desktop-System einfach super. Also ich habe das noch immer sehr gern. Es braucht so 700 MB RAM und dann läuft es prima. Aber Mate ist die Optik. Ja. Mate ist die Optik. Ja, okay, es ist okay, drunter weil ich und Mate ist die Optik. Bei unter vorgehaltener Waffe könnte ich keinen Unterschied zwischen all diesen Varianten sehen. Ich bin da ästhetisch minder begabt und jedes Mal, wenn ich einer fragt, was willst denn du haben? Who cares? Es ist so tendenziell eher, dass das Windows XP Look and Feel noch im Sinne von Leiste oben, Leiste unten und nicht links die Unity-Geschichte. Also ich möchte es gern sehen, wenn ich mehrere Shells offen habe, dass ich für jede Shell, die offen ist, einen Tab unten habe, sodass ich hübsch wechseln könnte, falls ich Lust habe. Das ist irgendwie noch in mir drinnen. Ich habe, das ist einer der Skills, die ich schätze an mir, dass ich in der Lage bin, zwischen diesen ganzen Systemen zu wechseln, ohne Probleme. Also, dass es einfach in meinem Kopf so drin ist, es gibt überhaupt kein Problem, ob das links, rechts, oben, unten, ob es Mac ist oder nicht, oder weil ich alles schon mal verwendet habe in meinem Leben und das, ja, ich kann halt gut, ich bin ein guter Anwender, aber halt kein Administrator, genau. Also und deswegen suche ich halt immer Sachen, die anwendbar sind und
out of the box funktionieren mit möglichst allem. Und wenn ich ein paar Stunden oder einen Nachmittag investieren muss, damit vielleicht der Druckertreiber funktioniert, okay, okay. Aber alles darüber hinaus finde ich dann immer... Ja, ich bin da auch in den letzten Jahren immer mehr halt so ins Ubuntu-Umfeld eingekreist worden. Also ich habe Xubuntu auf meinem quasi Standrechner laufen und auf meinen Netbooks habe ich dann Lubuntu, was noch so ein bisschen leichter daherkommt. So. Also allein wegen eben dieser Software-Auswahl, das ist halt schon. Und dass diese Software, die es gibt, das sind ja auch Debian-Pakete, die du bekommst, aber halt relativ aktuell. Das kann man vielleicht jetzt beim neuen Long-Term-Release noch anmerken. Da hat sich ja doch eine Sache, die sich so optisch und auch technisch getan hat. Es gibt ja einen neuen Installer dort. Habt ihr das mitbekommen? Es hat sich bei mir so geäußert, dass es auf Rechnern, die kein, wie heißt das im BIOS, UEFI unterstützen, bisher noch nicht zum Laufen gebracht haben, okay, den Installer. Also okay, ich kämpfe eigentlich immer noch mit dem Installer. Du meinst jetzt den Installer vom Betriebssystem selbst? Genau. Ich meine den Software-Update. Genau, es gab ja bis jetzt immer dieses Ubuntu Software Center, so eine grafische Oberfläche und so, ja. Und ich habe jetzt abgegradet meinen Stammrechner und jetzt habe ich zwei dieser grafischen Oberflächen. Mit einem für sich haben wir jetzt das ganze Ubuntu-Ökosystem. Das Software Center wird nicht weiter unterstützt, nicht mehr weiterentwickelt, sondern sie nehmen die grafische Lösung vom GNOME-Projekt. Die hat einen eigenen grafischen Installer gebaut. Ja. Jetzt habe ich zwei. Komischerweise hat er mir nicht einen Ubuntu Software Center deinstalliert, sondern ich habe jetzt zwei grafische Oberflächen. Ich habe gehört, dass in dem neuen nicht alle Pakete drin sind und dass das der Grund sei. Okay, oder das kann sein. Dass das nur eine Auswahl sei von denen, die sie empfehlen sozusagen und dass wenn man alle haben will, braucht man das Software Center. Ja, also ich habe versucht, ein generell externes Paket von Bitwig, von so einem Soundprogramm zu installieren. Ist mir unter der GNOME-Lösung jetzt nicht gelungen. Und von der Optik her muss man sagen, schaut noch ein bisschen in der Entwicklung aus. Also ich weiß nicht, nur schaut noch ein bisschen nach, hat so seine Haken und Ösen, aber schauen wir mal, was es bringt. Ich meine. Das heißt also, dass diese Programme zum Software installieren nicht auf Apt basieren? Oh ja, doch, aber das ist einfach halt ein grafisches Layer drüber. Ja, aber wenn Programme fehlen. Ah, du meinst so, ja, eigentlich müsstest du das auch abbilden können, gell? Sie verwenden nicht die Liste aller Programme, ja. Sie sind ja auch anders kopiert. Ich kenn's nicht. Die haben so richtige Gruppen drinnen, genau, die Grafik anschauen und so weiter, dass er das Apt an und für sich, glaube ich, nicht hat. Oder zumindest anders kopiert hat. Die haben eine Liste. Ja, und auch Kopierung in so Grafik und so Zeugen. Aber die Software Center war immer anders kopiert. Mhm. Und auch so mit Ratings, Sternenratings und solche Geschichten. Die brauchen noch ein Informationen mehr, genau. Und ich glaube, sie hatten auch so, dann, dass die gezählt worden sind, sodass man das Gefühl gekriegt hat, welches Paket wie beliebt ist und so. Das hat's auch Screenshots hast du auch noch gehabt dabei. Screenshots hat es auch gegeben, genau. Also ich habe immer App Store Idee, wenn ich das Ding sehe. Ja, genau. Es ist so. Ja. Macht doch Sinn jetzt mittlerweile, diese App Store-Metapher irgendwie, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt habe ich eine super Überleitung. Mhm. Und Gregor, hättest du wie er so einen Chromebook als mobiles Aufnahmesender mitgehabt? Ja. Kupika, hättest du es verwenden können? Ich hatte es mit. Ah, Zoom 2. Wollen wir nicht mal das Paket von Klebermanns darf machen? Nein. Der arme Gregor. Ja. Nein, das soll ich erzählen. Nein, ich wollte auch gar nicht über die Republika jetzt erzählen für den Anfang. Das machen wir weiter hinten, habe ich mir gedacht. Also, ich wollte ja eigentlich mit dem 1. Mai anfangen. So einschunkeln und dann schunkeln wir wieder woanders hin und dann schunkeln wir wieder zurück zur Republika. Ja, 1. Mai, ich war noch nie zum 1. Mai, am 1. Mai in Berlin und das hat ja Kreuzberg eine eigene Geschichte seit den späten 80er Jahren. Weil ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau Jahr war, 1987 oder so, ist es in Kreuzberg zu Ausschreitungen gekommen. Also es war schon in den späten 80er Jahren immer so, dass es halt viele Demonstrationen und Protestveranstaltungen, meistens so Antifa und aus der linken Richtung gegeben hat. Und ich glaube, eben 87 ist es dann eskaliert, anlässlich einer Demonstration gegen die Volkszählung, die damals durchgeführt wurde. Und das ist dann so weit gegangen, dass die Kreuzberger es geschafft haben, die Polizei aus ihrem Bezirk zu vertreiben.
Und da ist es, also man kann sich die Bilder und die Dokumentationen so anschauen, und seitdem ist der 1. Mai eben ein besonderer Tag irgendwie in Kreuzberg. Wobei man schon sagen muss, jetzt über die Jahre ist das Ganze schon sehr deutlich friedlicher geworden. Ja. Und wir haben den Tag früh begangen. Ich war mit meiner Family, also mit meinem Bruder, und so, wir waren auch mit Kindern unterwegs. Deswegen sind wir jetzt nicht irgendwie in die Hexenkessel oder so reinmarschiert, sondern waren erst einmal am Vormittag unterwegs in der Oranienstraße. Kindergruppe statt Blickblock. Ja, es war schon voll, und ja, es war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Polizei dort war. Es waren wirklich Straßenzüge mit großen Polizeiaufgebot, großen Bussen, und das waren auch nicht so die normalen Polizisten, die man sieht, sondern schon richtig so Star Wars First Order mäßig. Ja, wirklich. Haben schon repräsentiert, sagen wir so. Und es waren, das müssen sie ja auch, sie müssen sich ja darstellen. Das ist ja ihr Tag. Ja, ja, ist für, Tag beide, für beide Seiten. Also diese Polizeiprovokation gehört sicherlich auch schon dazu. Aber wie gesagt, diese rauen Ecken habe ich nicht so bemerkt, und wir waren auch immer so Tageszeiten unterwegs, wo es jetzt nicht proppevoll war. Mhm. Was mir gefallen hat auf atmosphärisch, war einerseits, dass halt irgendwie so waren sehr viele Konzerte, sehr viele Bühnen. Dann hast du daneben natürlich auch sehr viele Kundgebungssachen gehabt, wo es um verschiedene politische Themen gegangen ist. Also dieses politische Thema hat diesen Tag irgendwie nicht verlassen. Und es hat einen sehr, das passt ja eh auch zu Kreuzberg, einen sehr unkommerziellen Charakter. Das heißt, von den Essensständen her, natürlich stellen die Lokale auch raus, aber du hast so genug viele türkische Mamas, die einfach aufkochen oder halt keinen Grillständen, der was holen gehen kannst. Das ist eine mehrwertsteuerbefreite Zone. Oder du hast es nicht so wie es bei uns, wenn ich den Karls, also es gibt nicht diesen, keine Ahnung, den Otterkring oder den Karlsbier-Truck, sondern es ist eher so, dass die Kreuzberger verkaufen anderen Kreuzbergern ihr Bier aus einem Wasserschaffel gekühlt halt irgendwie. Also es gab sehr viele fliegende Händler. Ja, ja, definitiv. Also die fliegende Händler-Szene, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Und du hast den Verdacht, die haben auch weder Lizenz noch Steuer. Nein, ich habe sie jetzt nicht. Es ist auch, kommt nicht gut, wenn man so als Tourist. Und wie schaut es mit der Steuer aus? Schönes Bier, bitte. Genau. Aber schon, so viel muss sein. Ja, und die Rechnung durch drei Teile. Ja, und da waren wir eben am Vormittag in Kreuzberg in den Straßen unterwegs, haben uns das ein bisschen angeschaut, haben uns ein bisschen verköstigt. Am Nachmittag waren wir dann in einem. Und das Ganze war so eine Volksfeststimmung oder so? Wie gesagt, es war eine ganz, ganz, also untertags eine Mischung aus politischen Veranstaltungen, schon auch Demozügen, aber auch Live-Bühnen, wo Punk-Konzerte oder Hip-Hop-Konzerte gespielt wurden. Es war auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nicht, es war schon zu unseren Zeiten, ist man gut durchgekommen, aber man hat sich schon vorstellen können, das wird noch sehr viel enger. Und dort, wo dann wirklich so Volksfeststimmung war dann am Nachmittag, da waren wir dann im Görlitzer Park, so im ganz großen Kreuzberger Park, und der war voll. Und überall Leute, die aufgespielt haben, und auch ich mag das ja so sehr, die Berliner haben dann auch so einen Faible für fantasievolle Standeln. Also es sind nicht nur so aus dem Wasserschaffel das Bier rausverkauft, sondern die bauen da was, irgendwie so die Realitätsmaschine, dann verstehen sie alles und haben verschiedene Angebote oder nehmen sich ihre Mixutensilien mit, damit sie dann einen Caipirinha irgendwie live vor Ort mixen können und die dann so einschenken. Also alles irgendwie schön selbst gebastelt und herzlich und offen. Also ich habe das sehr genossen. Und am Abend haben wir dann wandelt sich nämlich die Stimmung noch ein bisschen. Also dann haben wir eine kleine Pause gemacht, also am Abend nochmal haben wir eine Runde gedreht, und da hat man dann schon, also da geht es dann sehr viel, machen sehr viele Clubs, stellen halt ihre Boxen raus und beschallen das, und das ist halt teilweise, also sehr viel mit elektronischer Musik. Also auf Straßenparty dann oder auf Lärm? Das ist, also da habe ich nur die Ränder mitbekommen, und da kann man sich schon vorstellen, da ist es höllisch dicht los, und da geht man auch, da ist es schon ziemlich vermüllt, das Ganze am Abend, also da ist es schon, merkt man schon, dass das ordentlich Rambazamba gemacht wird. Aber selbst wenn man da sich in die Seitenstraßen drückt, und das fand ich auch nett,
Dann gab es so viele, ich nehme mal an, das waren einfach WGs, die in so Erdgeschoss wohnen. Mhm. Da haben wir einfach ihre Fenster aufgemacht, ihre Boxen irgendwie rausgelehnt. Und da hat man so, okay, das sind Reggae-Fans. Und dann hat sich so Blockparty-mäßig einfach drumherum was gebildet. Ein paar fliegende Bierhändler sich dazugestanden, die Leute haben getanzt. Ja, genau. Und fertig ist die Chose. Und das hat mir dann eigentlich, das war durchaus beeindruckend. Gerade wegen der Mischung. Ein nettes Konzert haben wir gesehen, auch von einer Band, die hat am Rande vom Park gespielt und die haben sich so einen eigenen Konzertbus gebaut. Also die Band hat oben mit Schlagzeug und so gespielt und auf der Seite hatten sie eben so eine Seitenlade zum Wegklappen und da ist dann auch so der Keyboarder am Truck gestanden und hat irgendwie Musik gespielt. Also alles in allem war es ein sehr wunderschöner Tag. Ja. Du bist in keine Ausschreitungen geraten, oder? Ja, nein, habe ich nicht. Ich habe einmal gesehen, eben so einen Trupp Polizisten, die gerade aufgeregt waren und irgendwie so in Richtung Park marschiert sind. Ich habe jetzt auch in der Nachberichterstattung jetzt gelesen, dass es jetzt schon Vorfälle gegeben hat, aber jetzt nicht im größeren Ausmaße. Ja. Und eine Szene, wo ich dann schon gedacht habe, irgendwie so, aber das könnte auch am Wahnsinn einer Einzelperson handeln, da ist jemand sehr motiviert auf einem Polizeibus dazu hingelaufen, auf die einen Seitenspiegel einmal so hingetappt irgendwie, sodass er nach hinten geklappt ist, das hat die Polizisten schon mal nicht gefreut, dann sind sie so ein bisschen ausgestiegen, dann ist er ein bisschen weggerannt, dann haben sie sich gedacht, lassen wir den doch rennen, ist der Typ aber sehr noch motivierter zurückgerannt und hat einen anderen Seitenspiegel gehabt, dann was vorbei ist, oder dann ist der gelaufen und sie sind danach. Also das ist das Einzige, was ich so wirklich direkt mitbekommen habe. Hat er braucht, ne? Anscheinend. Er wollte es dann noch Polizei, aber auch. Diese Polizeiprovokation. Ja, genau. War wieso steht die auch da? Zu provozieren. In der Falkensteiner Straße. Ja, so viel cool, zum ersten Mal. So, erster Punkt. Jetzt können wir... Anna, du schwelgst die ganze Zeit. Ich versuche mir gerade dieses Kreuzberg, was ich ja jetzt letztes Jahr erlebt habe, vorzustellen, so wie du das gerade beschrieben hast. Ich kenne es ja nur mit diesen Mutis halt, mit diesen Kreuzberger Mutis, ja genau. Kannst du für Nicht-Berliner das Klischee ein bisschen erklären? Ja, ich finde, das ist ganz schwer zu beschreiben, dieses Klischee. Das sind reiche Leute, die in einem ehemals armen Viertel wohnen, habe ich das richtig kapiert? Ich würde eher sagen, es sind erwachsene Kinder reicher Eltern, die in einem hippen Viertel wohnen und nur in Boutiquen einkaufen. Diese Boutiquen tun aber dann so, als wäre das alles irgendwie selber gemachte Sachen. Und das ist alles ein bisschen, ein bisschen zum Fremdschämen, wenn man dran vorbeiläuft. Und so, da von der Art Leuten habe ich ganz viel in Kreuzberg erlebt. Und diese Stimmung, so wie du die beschreibst, die kenne ich von vor 20 Jahren. Und habt ihr eigentlich jetzt vermisst, also so, dass es einfach so ist im Alltag? Ja. Die Ausschreitungen? Also nein, keine Ausschreitungen, aber dass diese Leute spontan einfach mal Party machen oder irgendwie sich lustige, nette Sachen ausdenken oder so, das habe ich wirklich lange nicht. Darf ich dazwischen fragen, hast du Kinder gesehen oder war das? Ja, natürlich. Also im Görlitzer Park waren auch Kinder unterwegs und so. Und es stimmt schon, die Berliner stöhnen ja selber darüber, irgendwie über das Phänomen der Gentrifizierung. Und auch in dem Podcast kriege ich das mit. Das ist wirklich das beschäftigt sie. Und das wird auch über jeden Laden, der dann noch halt Kaffee verkauft und irgendwie was anderes, das total selbstgemalernes und so. Also diesen Style, das gibt es. Aber wenn man links und rechts natürlich schaut, es gibt noch immer genug Ecken, wo es Ding ist. Also was mich zum Beispiel am letzten Tag noch so partytechnisch bezaubert hat, da gibt es einen Club der Visionäre, der ist selber jetzt nicht mehr so interessant, weil der ist sehr überlaufen, da kommt man nicht mehr rein. Das ist so ein Musikbar-Club direkt am Wasser gelegen. Und ein Wasserkanal weiter, da war früher ein Lokal namens Heinz Minke, und da haben wir jetzt ein paar Clubs aufgesperrt und da hat ein Club aufgesperrt namens Johnny Knüppel und da waren wir dann auch gemeinsam. Und da hat elektronische Musik gespielt, also einerseits sehr partymäßig und andererseits irgendwie so ein Auftritt von künstlerischen Elektronikern und so. Und da war ich halt wieder total bezaubert, weil sie diesen Bretter-Zusammenbau-Style dort hatten. Also dort haben sie irgendwie sehr viel aus
alten Schrott und alten Brettern zusammengebaut. Und damit kriegen sie mich halt immer, die Berliner, mit diesem putzigen Style, weil da komme ich sofort in so diese Kinder vom Bullabü-Style, so eine Stadt, Kinderstadt für Erwachsene, aber mit Erwachsenen-Partyprogramm. Und auf der Toilette ist alles irgendwie schön zusammengesteckt, aber liebevoll, aber du schaust dich irgendwie in so einen Lastwagen-Seitenspiegel auf der Toilette und wäschst die Hände und so. Und es gibt dort mehrere Floors, aber die sind ganz, ganz winzig, jeder steckt nur so drinnen und ja, es ist, also irgendwie, wenn man schaut, es gibt beides, aber wie gesagt, die Gentrifizierung ist nicht so lange. Aber ich sehe schon, ich muss mal von dir dann mal eine Liste mitgeben von Clubs und Cafés und Dings, wo ich hingehen soll, wenn ich wieder nach Berlin fahre, weil ich finde sie nicht mehr. Ja. Lass mich raten, wo du wohnst. An der Schnellbahnstrecke Atzgersdorf? Nein. Auf dem Schrottplatz? Auf dem Schrott? Nein, das ist nicht echt? Meine Adresse. Aber für meine Faszination für Schrott oder was? Ich kenne eine Person, die wollte immer dort auf den Schrottplatz, weil sie das toll, also toll fand, den ganzen Schrott. Okay. Als kleines Kind und irgendwann war sie dann auch mal auf dem Schrottplatz, diese Person, und hat sich riesig gefreut über den ganzen Schrott in Sonntagsklamotten. Ja, das muss wohl ein schönes Erlebnis gewesen sein. Einmal am Schrottplatz. Ja. Nein, es muss schon gebastelt werden, nur Schrottplatz für mich. Ja, das heißt also aus dem Schrott irgendwas zusammenbauen. Ja, genau. Und die Wohnung einrichten. Wenn es nur ein Turm ist, ein schmaler, so, ja. Oder irgendwas, was nicht nur ein Haufen ist. Ja. Ich kann vielleicht anschließen mit Party. Ich war am Donaukanal, ich wohne in der Nähe, und da ist, fällt mir jetzt auf, jetzt seit es warm ist, ist wirklich jedes Wochenende, aber auch so an lauen Abend gesteckt voll mit Menschen, die eigentlich sehr sich unkommerziell verhalten. Mhm. Die setzen sich einfach mit Sackerl mit Bier und manchmal Fertigpizzas an den Kanal, an die Promenade, und sitzen dort in Gruppen herum. Manche haben dann so Musik, manche spielen Gitarre. Und es gibt dort auch so Innenlokale, die sind auch voll, aber es ist einfach alles voll. Mhm. Also sowohl der Community-Garten, die Wiese, die noch nicht bebaut ist, die Promenade selbst, also wo man die Beine so runterbaumeln kann, und ja, nirgends Polizei gesehen, einfach nur sitzen, trinken. Das entwickelt sich, machen, ja. Du hast das von letzten Jahr auch schon erzählt. Dass ja, und ich bin ja aufgewachsen im zweiten Bezirk, und ich kann mich nicht erinnern, dass das 80er, 90er Jahre irgendwie stattgefunden hat. Also das muss ein relativ neues Phänomen sein. Ja, weil es die Leute nicht gemacht haben, meinst du, oder war das auch nicht zugänglich? Also ich ist man in depperte, verrauchte Lokale gegangen und überteuert und hat dort überteuert Bier getrunken. Oder wenn du auf Spahn unterwegs warst, bist du auf Privatpartys gegangen, bei einem Freund. Ne? Ja. Aber es hat jetzt irgendwie keiner... Dieses, wir besetzen jetzt den öffentlichen Platz und machen da ein Picknick mitten in der Stadt. Diese Geisteshaltung habe ich nicht gekannt. Vielleicht war ich in den falschen Kreisen, aber es war auf jeden Fall kein Massenphänomen. Mhm. Es gibt auch hier eine Menge Slackliner. Das ist ja auch ein Modephänomen, ja. Mit dem Slacklining. Und die sind ja auch dort. Reden wir jetzt von selten, dieses... Ja. Rosengarten. Ist das dieses Gummiseil, was du zwischen zwei Bäume hindest und was so umbalancierst? Ja. Ja, und ich finde es toll, weil es zeigt einfach speziell beim Station Schottenring, beim Otto-Wagner-Schleusenhaus, da ist neben eine unverbaute Wiese, wo, ist eine politische Geschichte, wo halt so ein Vergnügungstempel hätte hingebaut werden sollen, und gab es große Demos, dass das frei ist, und derzeit ist es noch unverbaut, und die Wiese gehört sozusagen allen. Okay. Und wird einfach auch genutzt. Schön. Ich denke, es ist ein schönes Beispiel, dass Stadt ist halt einfach die Leute, die in der Stadt wohnen. Und da musst du den öffentlichen Raum auch erkämpfen und ihn benutzen. Mhm. Sonst so ist er halt weg und gehört irgendwem, und da ist ein Zaun drum und du musst für alles zahlen. Mhm. Also konsumfreier Spaß mit Bier am Wasser. Ja, und wobei es ist ein harmonisches Miteinander. Also auch diese Innenlokale, die es ja gibt, es gibt ja nicht weniger das Tel Aviv und noch ein paar, sind das auch alle gesteckt voll. Und es wird ja die Donauinsel immer mehr benutzt. Die Donauinsel wird mehr genutzt. Immer mehr genutzt. Ja. So für Party machen und, und grillen. Vor allem an den Wochenenden. Mhm. Letztes Jahr war ich sogar auf der Donauinsel auf dem Spielplatz mit einem Kleinkind. Das war eigentlich ganz nett, dieser Spielplatz. Also Donauinsel als Ausflugsziel. Das ist viel los. Und aber ansonsten ganz nett. Ich war ein, zweimal grillen dort. Da muss man sich früh anmelden für die Grillplätze. Das ist das Einzige, was man... Man darf nicht wild grillen. Ja. Hm. Und auch, was du gesagt hast, von Berlin so fliegende Bierhändler, also das kenne ich von Wien eigentlich wenig. Ja. Und am Donaukanal habe ich jetzt auch welche gesehen. Die halt
Ich habe es nämlich auch nicht gesehen, aber bald findet ja wieder hoffentlich das Science Fiction im Park statt. Dort gibt es ja, aber das ist der einzige Ort, wo ich in Wien das erlebt habe. Im Bruno Kreisky Park. Im Bruno Kreisky Park. Das ist ein vier Margaretengürtel. Genau, da steigt man. Das Bruno Kreisky Haus oder wie das heißt? Das ist direkt am Margaretengürtel. Auf dieser großen, in diesem großen Park, wenn man aus dem Margaretengürtel aus der Ökologie rauskommt. Also eigentlich gar kein aufregender Park, ganz klein. Genau. Ja, benannt nach dem ehemaligen österreichischen Politiker, den kaum sonst jemand kennt. Ja, war das für richtig. Mir ist der jetzt schon ein Begriff vielleicht. Ja, aber der fällt dir auch nicht so auf. Es ist so, dass immer im Juni... Der Park. Genau, ich wohne doch da, ich kenne den Park, ich wusste noch nicht, dass der so heißt. Mhm. Ja. Genau, der hat ein schönes Science-Fiction-Festival, was ich auch sehr empfehlen kann. Ja. Trifft noch den Gregormann. Ja, das sind fünf Tage meistens und gratis. Und es ist ja gar nicht aufregend. Sie stellen ein Papierbankchen auf. Bei erfolgreichen Filmen ist es relativ voll, aber das macht auch nichts. Zwei Bierstandeln gibt es auch und da kann man sich halt so meistens Science-Fiction-Filme aus den 70ern, aber auch manchmal moderneres oder Zeichentrick wird auch manchmal, so Manga zumindest wird auch manchmal. Und es ist relativ früh, gell? Also immer zu... Ein roter Dunkelheit, ne? Ja. Nein, ich meine im Monat. Also, ja, genau. Es ist Mai, Juni irgendwann. Weil es ist ja der ganze Sommer voll mit Obmeer Filmfestivals und das ist immer so eins der ersten und das ist wirklich noch eins der unbekannteren. Yep. Also als ich war jetzt einmal dort, da haben sie THQ gezeigt. Ah, das war super. Das war nicht voll, das war rappelvoll. Also die Bierbänke gab es ja schon einige, die waren alle besetzt und davor war nochmal fünfmal so viele wie auf den Bierbänken Platz gehabt haben davor. Und ansonsten war der ganze Park auch noch voll. Also, aber es kommt wirklich drauf an, es gibt immer zwei Faktoren, ist Wochenende und was für ein Film wird gespielt. Das ist jetzt so Sachen. Aber es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ja. Es gibt jetzt auch genug so Fressstandeln dort. Von der U-Bahn-Station, wenn man so weitergeht, also man kann nicht verhungern. Ja. Das ist ein Ding. Und das ist wirklich, finde ich immer relativ früh. Leider ist doch kein Programm. Ich hoffe, möglicherweise werden wir Shownotes schreiben. Ist schon drin. Und es gibt immer ein Kinoprogramm über alle Sommerfestivals, wird auch immer regelmäßig herausgegeben. Und wie gesagt, das ist meistens ein bisschen zu früh für dieses Programm. Ja, genau. Aber falls du noch mehr Betriebsausflüge planen willst. Mhm. Aber dieses Programm haben wir nämlich tatsächlich dieses Open-Air-Kino im Bruno Kreisky Park überhaupt gefunden. Damals ist es dabei gewesen, okay. Ja, ja. Allerdings auch nur mit dem letzten Konzert oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, darüber sind wir drauf gestoßen damals. Ah, okay, dann. Also letztes Jahr. Ist meine Information ein bisschen outdated. Ich muss. Ja. Ich hätte auch noch eine Terminankündigung. Ja, bitte schön. Nachdem wir 1. Mai und Ausschreitungen hatten, zu Pfingsten findet wieder das WGT statt. Da WGT gibt es ist die Gothic Wave. Wave Gothic Treffen in Leipzig. In Leipzig. Leipzig? Ja. Okay. Leipzig. Okay. In der ehemaligen Täterei. In Leder und Satin gekleidet, oder? Leder und Satin? Na, Lederhose lasse ich wohl zu Hause, weil sie mir zu eng geworden ist. Aber ich dachte, ich wäre der einzige Weg. Allerdings habe ich jetzt bemerkt, dass ich keine schwarzen Hosen mehr hatte. Mhm. Ich habe jetzt seit einem Jahr fast keine schwarzen Hosen mehr getragen. Wahrscheinlich, weil der C&A sie mir nicht mehr verkauft. Jetzt habe ich eine neue schwarze Hose, aber nur eine. Es ist wirklich unglaublich, wie sich es verändert hat, nur weil die Geschäfte keine schwarzen Hosen in meinen Größen zu meinen Konventionen verkaufen, habe ich keine schwarzen Hosen mehr getragen. Und jetzt habe ich ein großes Problem. Skandal. Ja, definitiv. Nur bunte Dose kaufen. Aber du wirst. ja, ich muss hin. Das wäre eher was fürs Punk-Festival. Die Spraydosen, Maria. Man kann sich ja auch Hosen aus Flüssiglatex aufmalen. Wer? Ich hasse Latex. Das ist so ein ekelhaftes Material. Wie kriege ich die Bilder wieder aus meinem Also, Leder ist kein Problem, aber Latex und Gummi. Musst du dann was sagen? Das Satin geht wenn auch klein. Wenn ihr jetzt erzählt, wie das funktioniert, dann klingt das ja so, als hätte ich schon ausprobiert, oder? Ja, nein. Okay, jetzt gehen wir sowieso davon aus, zu spät. Jetzt kannst du mal ich
Ich muss jetzt erstmal die Kurve überstricken. Moment. Nehmen, weil nämlich das gleiche. Ich schreibe die Shownotes freiwillig für die erste Stunde. Das mache ich freiwillig. Und ich weiß jetzt, was bei Minute 48 steht. Der Dennis schreibt relativ selten Shownotes, aber wenn er Shownotes schreibt, haben wir so eine schöne Parallelität zum Audiostream. Also es ist nicht ganz das Falsche, aber auch nicht ganz das Gleiche. Also es ist dann so ein gewisses Meta-Erlebnis. Also so. Kann nur sehr empfehlen. Wenn Dennis, wenn man ihn nicht kennt, einfach mit Dennis Show, besondere Hörgenuss. Und, oder Lesegenuss. Ja, also, wir waren alle beim geistigen Bild, dass du dir eine Sprühdose Latex auf die Beine gesprüht hast, damit du eine Hose kriegst. Nein, nein. Ich war ja schon wieder beim Stricken, und wenn man zum Beispiel Hüttenschuhe oder sowas macht, dann möchte man, oder Socken, wenn man zu Hause anzieht, dann möchte man ja nicht zu Hause auf seinen Socken davon rutschen auf den Boden. Und dafür gibt es zum Beispiel flüssiges Latex, was man einfach mit dem Pinsel unten drauf pinselt. Und dann wird das so fest. Ein Anti-Rutschbelag. So ein Anti-Rutschbelag. Und es gibt aber dieses flüssige Latex eben auch, damit man sich quasi Körper, also Bekleidung, also ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert, aber es scheint so zu sein, dass man sich mit irgendetwas nicht haftendem eincremt, irgendeiner Bodylotion. Und dann kann man sich quasi anmalen mit dieser, und je mehr Schichten man halt sich über sich drüber malt, desto dicker wird das Kleidungsstück. Und das kriegst du dann nachher auch wieder weg? Ja, ich funktionieren. Also ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber es soll funktionieren. Also es härtet einfach an der Luft aus? Naja, es wird halt dann wie so ein, keine Ahnung, ich habe es nicht in der Hand gehabt. Ich habe mir nur Bilder im Internet angeschaut, also es ist schon. Aber ja, das hat mich genügend fasziniert, dass ich mir das angeschaut habe. Also ich habe nur von gehört, Schwimmanzüge, nämlich die professionellen Schwimmer brauchen stundenlang, um ihre Kleidung anzuziehen, weil die so mega eng ist. Die ist noch enger als das, was du beschrieben hast. Ja, aber die ist ja dick und fest und stabil und eng, glaube ich, diese Schwimmkleidung, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da total abgefahrene Kostüme, also das kann man sich mal ergoogeln. Ja, du sagst, du weißt schon, wo ich bin. Ich habe noch nie von gehört. Nee, aber technisch kann ich mir vorstellen, dass es funktionieren könnte. Es ist ja... ja, ich muss so blöd fragen. Ich schaue ja gelegentlich, also eigentlich nie Männermagazine, aber das sind ab und zu so Bilder, wo dann Frauen sind, die so tun, als ob sie was anhaben, aber das ist nur aufgemalt und das ist dann so ein optisches Rätsel. Das ist aber ganz was anderes. Das ist ein Bodypainting. Bodypainting. Genau, und das findet jedes Jahr am Wörthersee statt, ne? Die Weltmeisterschaft. Das aber Bodypainting und die Sprühlatex. Die kann man abwaschen. Was du ja. Nee, Sprüh. Nein, noch nicht. Latex ist natürlich dann eine Schicht. Also das beschützt mich dann, das Latex. Ja, das ist eine Schicht. Das ist okay. Und kann man anscheinend wieder ausziehen? Kann ich mir gut vorstellen, dass das möglich sein könnte. Und du kannst es auch anschließend wieder anziehen, wenn du nicht zugenommen hast. Oh. Und bitte, ich krieg das Bild aus meinem Kopf nicht raus. Was würde passieren, wenn ich vergesse, mich einzuloschen und mich einsprühe? Habe ich dann so einen ewigen Latex-Handschuh? Ja, hast du schon mal ein Pflaster von der Haut gerissen? Ja. Ich glaube, das ist eher ist wie Uhu. Vielleicht unromantisch, aber Haut fettet nach. Also, irgendwann würde ich den Panzer abstoßen, wie so ein Und vielleicht, wenn du dicker bist, kannst du deine Jacke erweitern, indem du dich immer ein bisschen ein Stückchen weiter anmalst. Okay, na gut, das passt jetzt wirklich gut. Du kannst dir auch einen Knopf an die Backe nähen und ein Klavier dranhängen und wenn es zu schwer wird, leichte Musik spielen. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden, sehr gut. Seriöses Thema. Ich war auf noch einem Fest in Wien. Und zwar war ich, dass ich es jetzt richtig zusammenbringe, auf einem Genuss-Fußgängerfest im Stadtpark. Genuss-Fußgängerfest? Okay. Auf jeden Fall Genuss. Das Fußgänger ist vielleicht eine Einbildung von mir. Klingt nach Essen. Klingt nach Essen, weil wenn es in Wien Moment die Leute mal herumgehen, brauchen sie Essen. Stadtpark? Ja. Stadtpark. War das direkt beim Dings, wie heißt es, beim Steirer Eck? Ja, das ist das. Ja. Ah, okay. Und ich war zum ersten Mal dort.
Und das war relativ hübsch. Das war so ganz, das Ganze hat funktioniert wie ein Rathausplatzfestel, also was diese ganzen Essstandeln gibt. Mhm. Aber das Ganze halt verteilt über die Größe des Stadtparks. Das heißt, man ist mehr spazieren gegangen und es gab mehr Sitzgelegenheiten und mehr Grundflächen dazwischen. Okay. Und es war das eh nicht so neue Konzept, dass jede Genussregion Österreichs, also jedes Bundesland, hat mehrere Standeln so in Gruppen platziert. Das heißt, man ist so durch die Genussregion Burgenland, über die Genussregion Oberösterreich, zur Genussregion Wien geschlendert. Und vom Tiroler Speck zum und überall gab es Speckbrot und ja, und zuerst habe ich mir gedacht, wer, der seine Sinne beisammen hat, ich muss sagen, ich war nicht alleine, kauft überteuertes Speckbrot für nahezu 5 Euro und irgendwelche super teuren Öle und lauter halt so Sachen, die relativ viel Preis haben für wenig Volumen, sonst zahlt es sich ja nicht aus für die Standler, die müssen ja auch Miete zahlen. Leute, die Geld haben. Ja, aber da war so die breite Volksmasse, also so, das waren jetzt nicht so die, es war kein, wie soll ich sagen, kein Bioladen, wo nur reiche Leute einkaufen. Das war wirklich so Familien und Kunst und Kunst gemischt. Ja. Und ich habe, und es gab irgendwie so kein Produkt, was man jetzt auch um 2 Euro kauft. Also einfach so ein kleines Essen. Und das witzigerweise billigste, was du dort kriegst, das hat nämlich standardmäßig 3 Euro gekostet, war alkoholisches Getränk. Und dann haben wir halt, wenn man eh schon in Gruppen dort war, angefangen, dann hier den Spritzer und dann noch einen und dann noch einen und dann einen Wiener Spritzer und lalala. Mhm. Und nach so circa 4-5 Spritzern war ich dann so voll, Safranhonig, ja, das kann man sicher brauchen. Und, Kärntner Speck vom so und so Schwein, ja, das kann man. Also plötzlich habe ich kapiert, wie dieses Prinzip funktioniert. Wenn du genug getrunken hast, dann. Deswegen ist der Alkohol auch so. Kommt man so ins Reden mit den Verkäufern, die alle nett sind. Ja, und, ja. Hast du dir also auch ein bisschen Kulinarik mitgenommen? Nein, das meiste haben wir vor Ort verzehrt. Also, meine Kollegen haben ein oder zwei Sachen dann wirklich nach Hause geschleppt und ich war eher darauf spezialisiert, dass wenn man schon was trinkt, dass man dann auch was dazu isst. Also, es gab so Süßigkeiten oder so, Brote und so. Ja, aber es war ein sehr schöner Tag, 5 Stunden an der frischen Luft, reichlich gedüdelt nachher. Ja. Ich bin dort auch vorbeigekommen, ich bin nicht hineingegangen, ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Ja. Und zwar hast du ein Haus überfahren. Zum Rails Girls Event, was am gleichen stattgefunden hat, wo ich Coach war, aber ich erzähle euch nicht davon. Aber du hast einen Tweet geschrieben. Ich habe einige Tweets geschrieben, aber ich erzähle euch nicht davon. Weil wir auch schon eine Podcast-Episode dazu aufgenommen haben. Oh. Und das Ganze ist also jetzt ein Cross-Posting. Ihr sollt Hour of Code holen. Hören. Die Episode 4 beschäftigt sich mit dem Rails-Girls-Event, das stattgefunden hat, was sowas ist und wie das stattfindet und wie sich das dann so anfühlt, wenn man dort ist und so weiter. Und du hast das mit der Anna gemacht, oder? Die Aufnahme. Ich habe den Stefan ausgequetscht, weil ich war nämlich nicht auf dem Event. Also du hast die Fragen deswegen gestellt, habe ich dann bei dir alle Fragen nochmal gestellt. Das heißt, mittlerweile haben wir schon 5 Episoden aufgenommen und langsam wird es was. Wahnsinn. Können wir überleiten zum Podcast-Cross-Promoten? Erzähl mal vom Hour of Code, wie läuft es denn? Du hast ja Hörerzahlen, die, glaube ich, in Echtzeit... Die Hörerzahlen explodieren. Und zwar? Explodieren. Weil du schon Prominenz ins Format geholt hast. Ihr seid schon im einstelligen Bereich? Wir sind schon im zweistelligen Bereich. Ach, Frechheit, keine 5 Folgen. Wir haben uns einen Stargast geholt, den Daniel Messner. Und haben damit unsere Hörerzahlen vom einmal aufs nächste Mal verdoppelt. Also das kann man nur empfehlen. Gut zu wissen. Das war auch eine ganz lustige Episode über die Mauer. Wer von der Mauer hören will beim Programmieren, der hört sich die Episode mit dem Daniel Messner an. Und ich spoilere schon ein bisschen an die nächste Episode, die noch nicht einmal aufgenommen ist. Das ist die Episode Nummer 5. Da wird es wieder einen Stargast geben, aber ich sage noch nicht mehr. Spannend. Die Folge mit der Mauer ist voll, ich habe es jetzt schon gehört. Ja. Ich glaube, wir haben vorher etabliert, ich bin es nicht. Noch nicht. Er hat ja auch von Stargast geredet. Von Programmierkönnern. Wie machst du das mit den Stargästen? Du ladst ihn in deine Wohnung ein oder ihr trefft euch wo oder ihr macht es so über Headsets? Wir machen unterschiedlichste Modi, wobei remote aufgenommen haben wir noch nie, aber jetzt haben wir angefangen und ausprobiert, ob wir auch im Freien aufnehmen können. Mhm. Das hat jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert. Mhm. Also mit so einem Zoom-Audio-Recorder, mit 2 Mikrofonen dran, die wir als Headsets aufgesetzt haben, funktioniert es auch im Freien aufzunehmen.
und stört nicht allzu sehr. Also wir sind jetzt das Summa 6. Summa 6. Wir sind jetzt mobil und können bis zu 6 Mikrofone parallel anstöpseln und aufnehmen. Mhm. Habt ihr so aufgenommen oder habt ihr so Windbrecher noch drauf? Ja, wobei die sind gar nicht so aufregend. Also das sind relativ kleine Shure Kondensatormikrofone oder sonst dynamische. Also die man sich mit einem Kopfbügel hinten um den Kopf wickelt sozusagen, und die kommen dann so wie ein kleiner Schwanenhals vor zum Mund, und da ist dann über dem Mikrofon ein kleiner Schaumstoff drauf. Spuckschutz. Ja, eigentlich das, aber es funktioniert auch als Windschutz ausreichend. Also es waren ein paar leichtere Böen und da funktioniert es auch noch. Bei Sturm wird es wohl nicht funktionieren, aber bei leichtem Wind so funktioniert es noch gut. Und die Nebengeräusche sind auch niedrig genug. Man hat natürlich so ein bisschen Ambient Noise, aber es ist alles noch im Rahmen. Kann ja angenehm sein. Ja. Sehr cool. Also wir sind jetzt mobil beim Aufnehmen. Ja. Auf euer Code. Na, aber auf. Ja, aber auf. Das ist mein neuer Podcast. Ist auch richtig gerade ankündigt. Klebemuster? Ja, sollten wir jetzt mal an. Ich will die ganze Zeit schon aufmachen. Erklärst du mir, ob das ist vom letzten Mal? Oder nein, heute? Wir haben wieder vom Klebemonster Post bekommen. Ich check das ja gar nicht. Ja, es ist noch nicht offen. Dann warte, ich mache wieder ein Video auf Unboxing auf Klebemonster. Vielleicht sollte es jemand anderes diesmal aufmachen? Ja. Ich dachte, du willst es aufmachen. Ja, ich will es auch aufmachen, aber... Okay. Ich wollte nur jemanden die Illusion nehmen, es aufmachen zu dürfen. Wir haben wieder mal Klebemonster Geschenke bekommen. Das ist ja freut. Und die Spannung steigt. Weil... Ja, also die Verpackung ist schon mal sehr schön. Wir haben hier zum Beispiel, ich halte es mal in die Kamera, ganz unscharf, wie man das richtig professionell unboxt, nämlich dass es unscharf ist. Hier, also mit so einem schönen Aufkleber. Post von Klebemonster. Ein Post von Klebemonster. Also es kommt an einem sehr schlichten braunen Karton im DIN A4 Format. Circa 40 x 20 cm. Genau. Da kommt dann das erste Kuvert. Oh. In einem schönen, ökologischen, mit blauer Engel-Kuvert. Ach, lass mir das sein, ich finde das immer so nett. Schüttel mal, ob es sich bewegt. Ah, lieber nicht schütteln, das könnte ja schon zerbrechlich sein. Ah, es lässt sich leicht öffnen. Spannung. Moment, hä? Nein! Ja, wir verraten jetzt nicht, was es ist. Man muss das Video anschauen. Man muss okay? das Video anschauen. Okay, das warte, Moment, ich mache noch ein Foto davon. Das ist jetzt wirklich. Oh mein Gott! Diese darfst du haben. Diese darfst du haben. 5 Jahre Podcast und endlich kriegen wir was dafür. Ja, weil ich das gut brauchen kann. Mal gucken, was sonst noch drin ist. Ah, ich kann es jetzt schon tasten. Also ich nehme dieses Säckchen dann für mich. Neidisch wie ein kleines Kind, wo man den großen Bruder geschenkt hat. Und für unseren Gast. Oh, danke. Das ist wirklich toll, ne? Ja, da kommst du dann das erste Mal hier hin und zack, bekommst du einen Piep. Ja, vielleicht sollte man es doch sagen. Ja. Nein, nein, nicht sagen. Wir sollen das Video anschauen. Okay, dann auch nicht. Auf welchem Videoportal eigentlich? Mögen ja, brauchen nicht. Lass es jetzt mal. Oh! Die Wand hängen. Tun wir vielleicht noch alle zusammen für ein Foto? Das geht ja für eine ganze Kategorie von. Alle 16 Stück. Also danke, liebes Klebemonster. Ja, danke. Ja, vielen Dank für die. Das ist eine super Idee. Wirklich so passend. Aber habe ich leider noch nicht überreden können, mitzumachen. Ja, aber ich habe gehört, du bist dem Klebemonster begegnet. Ja, der hat ja gewartet auf uns, mit dem Träger. Ach so, ich habe ihn nicht gesehen. Also der. Er wartet immer an der Ecke. Aha, du hast wahrscheinlich schon scheinbar nur nicht. Also, so ein Mann in unserem Alter, ein bisschen älter als wir. Ja, ich habe ihn schon mal getroffen vor ein paar Wochen. Und das war's. Also, was ich rausbekommen habe, er hat eine Firma eben, die aber kein Business-to-End-Consumer-Sache macht, sondern Business-to-Business. Also, du könntest bei einem Kunden werden. Theoretisch, ja, gute Idee. Aber das lassen wir ihm vielleicht selber erzählen. Lassen wir ihn selber erzählen, ja.
Achso, er kommt dann vielleicht. Doch mal. Ich arbeite daran, dass er neu kommt. Es geht sich mit den Zeiten leider schwierig. Ja, das hat er beim letzten Mal. Ja, aber auf jeden Fall großes super Dankeschön. Einfach Video gucken und das ist ein geniales Geschenk. Ja, ja, super genial. Ja, die Idee. Spontanabstimmung kriegt einen der Garib. Ja, ja, okay. Okay. Was sich freut, gerne. Ja. Okay. Dann hätten wir einen zu wenig. Ich verzichte. Achso, du verzichtest. Okay. Nein, ich kann darauf nicht verzichten. Ja. Ich kann darauf nicht verzichten. Ich hab's vorher schon argumentiert, warum. Wieso? Das kann man jetzt nicht sagen. Ja, das kann ich sagen. Aber wir haben vorher drüber geredet, ja, bevor wir aufgezeichnet haben. Ja, warum ich das nicht brauchen kann. Ah, ja, genau, ja, natürlich. Okay. Jetzt weiß ich wieder. Ah, okay. Was ich fragen wollte, wir haben jetzt gerade seinen Hour of Code Podcast promotet, der uns heute geflattert wurde. Ja, ja. Zweifach sogar. Zweifach? Ich bin ganz hin und weg. Zweifach geflattert. Sehr gut. Ich habe es da an als Suchspiel geschickt, aber es jetzt nicht erkannt. Dieser Blick kann eigentlich auch sehr verdutzt gewesen. Ich wusste doch, dass ich irgendwas nicht. Das ist nämlich ganz verblüffend für mich gewesen. Wir haben uns heute eingetragen, auch auf BitLove. Das ist so eine. Ja, die vom Team BitLove, die Sache, ne? Initiiert, ja, betrieben, nicht. So also ein Podcast-Torrent-Maschine. Plattform, wo man es dann als Torrent eben auch runterladen kann. Mhm. Und interessanterweise sieht man dort auch die Flatter-Klicks. Wie das technisch funktioniert, dass die den richtigen Flatter-Klick über die URL. Der Flatter wird ja einer gewissen URL zugewiesen, wenn du das Flatter-Klick hast. Ja, das schon. Ich finde es doch sehr interessant, dass die Auflösung funktioniert. Na, das kriege sogar ich jetzt zusammen, nachdem ich den HTML-Code jede Woche tippe. Aus dem Feed raus den richtigen Flatter-Link nicht zu erraten, aber sie haben nur den Feed zur Verfügung. Also haben sie wahrscheinlich das Skript, das aus dem Feed ja, wieder das richtig macht. Ja, extrahiert. Ja. Also irgendwie sind sie geschickt. Wir haben eine Zeit lang auch auf BitLove. Wir sind auf BitLove und zwar hat uns der Florian draufgetan und ich habe heute dank von Stefan, habe ich mich jetzt selber draufgetan. Jetzt auch findbar. Ja. Darf ich den Trick verraten, den du mir verraten hast? Also wer gerne einen Podcast hast und auf BitLove gefunden werden möchte, soll sich dort nicht mit seinem Standard-Username anmelden, sondern neu registrieren, einen neuen Account erstellen mit dem Namen seines Podcasts und dann pro File-Format, das man hat, einen Feed anlegen. Und das Schöne ist dann, dass dann so eine hübsche Liste kommt mit allen Sendungen und da habe ich jetzt dann selber gestaunt, wir haben ja einen OGG-Feed und einen MP3-Feed. Mhm. Und dann noch ganz kleinen Feed, oder? So? Nein, für den haben wir keinen Feed, da haben wir nur die Dateien. Okay. Feed-Dateien haben wir nur zwei. Mhm. Und das ist so intelligent, das Skript, dass dann diese Liste von Episoden generiert, dass das dann pro Episode einen Button macht, lade den MP3-Torrent runter, lade den OGG-Torrent herunter. Ich habe geschaut, es gibt Leute, die machen noch MP4 und alle anderen Formate. Also er kann aus mehreren Feeds zusammenmischen wieder eine Episodenliste. Habe ich mich noch klar ausgedrückt? Oder? Ja. Und das ist dann auch ein Torrent? Oder sind das Jeder, du hast dann jede Episode bleibt der einzelne. Jede Episode ist eine Zeile in der Liste und jeder Torrent ist ein Button zum Downloaden. Ja, aber du kannst nicht einfach einen Torrent abonnieren und kriegst dann jede Woche den letzten. Das habe ich zumindest nicht gefunden, wie das ginge. Da sind so kleine RSS-Icons wieder. Ja, das ist aber wieder nur RSS und nicht Torrent. Was ich auch bemerkt habe, wenn zwei Leute denselben Podcast als Feed reintun, zum Beispiel Florian und ich haben Biertaucher reintun, hat das zur Folge, wenn du dann auf Biertaucher klickst, kriegst du jede Episode zweifach. Okay. Das ist dann wieder ein bisschen komisch, aber das es schadet jetzt auch nichts. Ne? Wir werden Florian. Ja, aber der ist schon in so vielen 100 Biertaucher-Folgen jetzt verlinkt. Ich habe keine Lust, den Florian da jetzt rauszuhaben. Also es bleibt einfach. Schaut ja nichts. Ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn mehrere Leute denselben Feed reintun, dass das öfter gefunden wird. Und was du mir beigebracht hast, es gibt eine schöne Übersichtliste. Ne? Genau. Und die wird automatisch generiert unter dem Username, mit dem man sich anmeldet. Mhm. Deshalb ist wichtig, dass man als Username den Podcast-Namen macht. Und dann halt zum Beispiel das Feed-Name MP3 und OGG oder sowas, damit der da steht auch, Slug steht dann, ne? Slug, ja. Slug. Der URL ist dann eben bitlove.org/username/slug vom Feed. Und damit kann man kurz halten. Aber jetzt möchte ich endlich über deine Podcasts wissen. Ja. Ah, sehr gerne. Ich habe früher einen Podcast über den österreichischen Film gemacht, der hieß Filmfrühstück. Und ich bin einer von denen, die nur 10 bis 15 Episoden durchhalten, was die Wissenschaft sagt. Ich habe also 11 Episoden gemacht. Und da bin ich zum Podcasten gekommen, weil ich mir gedacht habe,
ich würde das gern hören, aber ich will nicht darauf warten, dass irgendwer macht, also mache ich es einfach. Ja. Okay. Und, hast du den alleine gemacht? Oder? Na, das Konzept war, dass ich, also ich habe ja Filmproduktion studiert vorher, mhm, und das Konzept war, ich nehme immer einen Klassenkollegen, eine Klassenkollegin, und wir reden drüber. Und tatsächlich beim Frühstücken, also ich habe mir am Sonntagvormittag oder so, meistens war das, eingeladen und Frühstück gemacht und wir haben halt über den Film geredet, der am Donnerstag gestartet ist, also wo die Filme immer starten. Das heißt, auch es gab immer einen Zeitdruck, mhm, dass beide den Film sehen. Das heißt, bei österreichischen Filmen das Problem, die laufen nicht überall. Yeah. Und ja, das war dann immer koordinativ ein bisschen schwierig. Und das war noch spezialisiert auf österreichischen Film. Genau, also das war einfach so meine Nische, wo ich einfach, mhm, ich habe durch das Studium, bin ich einfach so da reingekommen, mich damit auseinanderzusetzen, und dann habe ich irgendwann beschlossen, so, jetzt setze ich damit einmal auseinander, weil es gibt doch sonst irgendwie keine Medien oder so, kaum Medien, die das irgendwie intensiv betreiben. Und ich habe halt dachte mir, ein Podcast, ein Plauder-Podcast ist irgendwie das richtige Medium dafür, weil einfach mal drüber reden. Weil es gibt Kritiken, klar. Mhm. Es gibt das ein oder andere Interview mit mit irgendeinem Regisseur, Regisseurin, klar. Aber mehr gibt es nicht als Film, Auseinandersetzung mit Film, mhm, und vor allem nicht mit österreichischen Film. Und da fand ich das ein gutes Format. Es gibt auch keine Radiosendungen. Nämlich. Und zu mehr oder alleine gemacht? Alleine gemacht, also alleine verantwortet und alles. Und, aber Gäste eingeladen. Geschaut, dass ich variiere, und die Gäste waren hauptsächlich eben aus der Klasse heraus. Also Leute, die A, Fachkenntnisse haben, B, auch tatsächlich daran interessiert sind. Ich habe einmal alleine einen Podcast begonnen und habe das Gefühl gehabt, dass ich halt ziemlich allein bin und deswegen eigentlich, glaube ich, hauptsächlich wieder aufgehört. Also mir hilft es jetzt schon sehr, dass wir zu zweit sind, und damit ist es ein gegenseitiges Anstoßen und man tut dann halt auch weiter und zwingt einander dazu, dass man weitermacht. Also. Ja, nein, das war eben darauf ausgelegt, es muss jemand dazukommen. Also ich organisiere es, ich veranstalte es bei mir und ich zahle das Essen, also ich koche das Frühstück, oder ja, die meisten haben keine Lust zu frühstücken. Mhm. Und Sonntagvormittag war auch kein Problem bei für die meisten Leute. Es ist einfach halt 10, 11 gemütlich ausschlafen. Und dadurch, dass ich mit den meisten studiert habe, wusste ich, was die am Montag vorhaben. Das heißt, ich konnte das auch immer planen. Aber das war halt ja zum Scheitern verurteilt. Das war mein erster Podcast. Warum zum Scheitern verurteilt? Na eben, weil Zeit, Verfügbarkeit der Filme, Verfügbarkeit der Leute, ja. Interesse des Publikums. Aber trotzdem, du hast deine 11 Episoden oder so gemacht. Sehr genau, cool. Ja, die gibt es noch. Ja. Kann man auf archive.org, liegen die alle noch. Okay. Zur freien Entnahme. Ja, schön, weil das ist eine, an für sich ist eine schöne Nische, weil österreichische Filme ist auch nichts Bekanntes. Das Einzige, was ich mit österreichischem Bezug in Sachen, war nicht Film, aber Serie, mal gehört habe, war dieses Re-Cottoning. Das war aber auch nur abgeschlossen, wo jemand sich alle Folgen von Cottern mit Freunden angeschaut hat und die dann besprochen hat. Ja. Ja. Alles gut. Ja. Auch das ältere wäre noch spannend. Also ältere österreichische Filme, das kann man ja auch, könnte man ja auch. Ich habe nur aktuelle Filme wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt angeschaut. Genau, immer was im Kino war. Also es ging auch ein bisschen darum, dem österreichischen Film Aufmerksamkeit zu verschaffen, dass die Leute in der zweiten Woche ins Kino gehen. Mhm. Also, dass die, am Sonntag ist er da, am Montag, Dienstag, Mittwoch können sie ihn hören, und dann ist die zweite Auswertungswoche und dann gehen sie ins Kino. Das ist eine weil, schöne Idee, weil dann spitzen hast du ein bisschen österreichisches Feedback bekommen, habt ihr Hörer gehabt? Oder? Nein, weiß ich nicht. Also ich habe die Zahlen bei Archive, siehst du Zahlen, wie oft das Ding runtergeladen wurde, aber das, ja, ich glaube, mein erfolgreichster war der erste, das waren, glaube ich, 400 oder 500 Downloads waren das. Also die erste Folge war das. Aber das lag, glaube ich, am Gast, dass der das auch nett geteilt hat in seinem Netzwerk. Und der Film war, also es war das finstere Tal, das war doch von all den besprochenen Filmen der populärste. Also insofern, genau. Und jetzt bin ich dann umgestiegen, also ich bin vom Film weg, viel mehr noch mit Film noch gemacht und habe dann immer wieder überlegt, Projekte, Podcast, hat mich einfach fasziniert, ich mag das. Und dann habe ich begonnen, ich würde gerne sagen, ich mache es beruflich, aber ich schreibe für ein Magazin über, ein Online-Magazin über Serien, also ist meine aktuelle Leidenschaft. Und TV-Serien. TV-Serien, ja. Genau, als neue große kulturelle Erscheinungen, ja. Mhm. Und dort mache ich auch Podcasts und wir machen dort sowohl Themen-Podcasts, also jetzt über irgendein Thema jetzt im Sinne von Politikserien zum Beispiel, also irgendwie gruppiert, oder wir machen
Staffel- oder Serienreviews oder also Reviews oder Halbbesprechungen und Episoden-Podcasts machen wir auch zu ausgewählten Serien, ausgewählten Staffeln. Und da mache ich gerade Game of Thrones, weil da haben wir Hörer. Und das habe ich heute schon gemacht, die Folge von Sonntag in den USA, Montag bei uns. Die haben heute, machen wir immer Dienstag die Aufzeichnung und ich schaue, dass es Mittwoch früh online geht. Spätestens habe ich heute schon online gestellt. Wie machst du das? Du warst allein oder hast du auch Gäste? Nein, wir sind also bei diesem Serienmagazin sind wir in verschiedenen Ländern verteilt. Also wir sitzen, einer sitzt in Warschau, einer sitzt in Düsseldorf, einer sitzt in, also wir sind in Wien, sind wir zwei, einer ist gerade in Los Angeles, aber der wohnt sonst in Innsbruck. Und wir machen das über Skype. Das ist globalisiert. Und zeichnen das halt auf, jeder bei sich, und dann schicken wir uns die Datei zu und einer fügt das dann zusammen. Da ist die Aufnahmequalität relativ gut, weil das jeder versucht und wir nehmen nicht das Skype-Gespräch auf. Und jeder nimmt sich selber auf und dann mischt es dann. Also das ist unsere, deswegen ist die Qualität wirklich immer sehr gut, also weil, also finde ich im Vergleich zu vielen anderen, das mögen wir auch. Also es klingt doch manchmal ein bisschen steril, also manchmal, wenn man es beim Bearbeiten ein bisschen übertreibt, aber ja. Und jetzt im Moment mache ich mit dem Kollegen, der sitzt in irgendeinem kleineren Ort, den ich jetzt vergessen habe, mit Olaf heißt er, mit dem mache ich jetzt gerade Game of Thrones eben jede Woche. Der hat auch die Bücher gelesen, ich habe die Bücher nicht gelesen, also wir machen so eine... Also du schaust euch die Serien an und redest. Wir schauen die Folge an, also Folge, und es geht um die Folge und wir wollen immer ein bisschen mehr. Also es geht nicht darum, das nachzuerzählen. Mhm. Es gibt ja irrsinnig viele Nacherzähl-Podcasts. Ja. Mhm. Wir wollen mehr. Ja. Hintergrund. Mehr. Also mein Spezialgebiet ist halt immer die Produktionsseite, also die wirtschaftliche Seite, die mich immer interessiert. Mhm. Und mein Kollege, mit dem ich das die fünfte Staffel gemacht habe, die vorige Staffel, der war... Der ist auch Regisseur und Kameramann, also dessen Seite, wenn man die technische Seite. Mhm. Und der war überhaupt super Fan, der kannte alles auswendig. Und ich war einer, also ich schaue es halt so zum Genuss. Und ich bin halt Gelegenheitsschauer, bin ich so der Fan, ich lese, habe auch die Bücher nicht gelesen. Und deswegen habe ich immer dumme Fragen gestellt, weil es einfach verwirrend ist teilweise. Oder nicht dumme Fragen, aber Fragen gestellt. So also das Konzept, einer kennt sich nicht aus und der andere erklärt es. Und ja, jetzt in der sechsten Staffel der Partner hat gewechselt. Mhm. Und jetzt, wie viele Folgen hast du jetzt aufgenommen? Na, heute war die dritte Folge der sechsten Staffel. Ja. Also es wären dann 10. Wie die Staffel. Also ich glaube, die Staffel hat auch 10 Folgen. Ich muss auch dazu sagen, du hast ein sehr interessantes T-Shirt an, nämlich von Archer. Von Archer, TV-Serie, ne? Von 2009 ist die. Die läuft noch immer. Gerade eben ist die siebte Staffel rausgekommen. War ja die letzte schon ein bisschen so special, aber das war Weiß oder was? Das war die fünfte, war das. Ja. Archer Weiß, das war super. Die geteilten Comic-Serien. Kenne ich auch manchmal hinterher. Genau. So. Republika, du hast noch viel, oder? Oder haben wir dich auch geschlafen? Nicht sehr. Hast du da abgesehen von Game of Thrones noch irgendeinen Serientipp auf Lager oder so, irgendwas, was dich gerade zur Zeit huckt oder beschäftigt, technisch? Ich schaue gerade Penny Dreadful, die dritte Staffel. Okay. Kann ich nur empfehlen. Habt ihr das? Kennt ihr das? Nein. Sag ich was? Also Penny Dreadfuls sind diese Groschenmagazine, die sie früher verkauft haben, so mit Horrorgeschichten in London und so weiter, also im englischsprachigen Raum. Und aus denen sind dann diese ganzen Romane hervorgegangen, Frankenstein, Dracula, Dorian Gray und so weiter. Mhm. Und auf Basis dieser großen Figuren, die jeder kennt und die auch Public Domain sind, haben sie eine neue Serie gebastelt, diese heißt eben Penny Dreadful, wo sie entweder von denen inspirierte Charaktere einfach zusammentreffen und eine komplett neue Geschichte gemacht haben und in London. Und Eva Green spielt die Hauptrolle in dieser Serie. Die ist halt so eine fiktive, also Hexe will ich sie jetzt nicht nennen, aber sie hat auf jeden Fall Fähigkeiten und ist oder besessen oder wie auch immer. Und Timothy Dalton, der ehemalige James Bond Darsteller, spielt den ehemaligen Afrika-Forscher, der auch noch seine Dämonen hat. Also das soll so eine Art Alan Quatermain sein, aber schön. Und Dorian Gray gibt's und jungen Dr. Frankenstein und die arbeiten alle zusammen. Beziehungsweise haben halt ihre eigenen, also sind so eine Art, wie soll ich sagen,
kommen halt zusammen. Also sie sind nicht eine Clique, nein, überhaupt nicht, sondern sie haben alle irgendwie, sind in diesem London halt irgendwie verankert und haben ihre eigenen Geschichten und die kommen immer wieder zusammen. Und es ist sehr viel Horror. Mhm. Also es ist auch, also es sind sehr viel so billige Scares drinnen. Mhm. Also es ist aber sehr toll. Josh Hartnett spielt auch mit übrigens. Der spielt einen amerikanischen Wild West Darsteller, der in England gerade gelandet ist und der wird angeheuert als Revolverheld, weil sie suchen nämlich die Tochter von dem Timothy Dalton und diese Tochter ist Mina Harker. Also so werden diese Geschichten, die wir alle kennen, zusammen verwoben und es ist wirklich, wirklich lustig. Ja, es klingt schön. Und gut gemacht. Also es ist eine Showtime, das heißt, sie sparen auch nicht an Gewalt und Brüsten. Also es ist alles dabei, was man haben will. Wer macht den? Der Mann heißt John Logan, das ist der auch die letzten James Bond alle geschrieben hat. Okay. Skyfall und der ist der. Genau. Es erinnert mich konzeptionell ein bisschen, also nicht an den Film, sondern an die Comic-Serie von Alan Moore, The League of the Extraordinary Gentlemen. Ja, genau. Ja. Da kommt dazu, dass der Quarterman vor, der Dorian Gray kommt auch vor und so. Klingt cool. Den Vergleich habe ich auch eben. Wir haben einen Podcast über die zweite Staffel gemacht, die sehr lieben und haben auch den Vergleich gebracht, ja. Mhm. Stimmt, aber es ist mehr, ja, nein, der Vergleich ist absolut zutreffend, nur es ist halt länger. Und es ist länger, es ist jetzt die dritte Staffel, läuft gerade, kommt jeden Sonntag, wird die, also super, das heißt schon 22 Stunden und es wird schön. Mehr. Ja, ich kann es eh nicht, ich habe mich leider selber in die Hölle katapultiert, ich schaue gerade ganz unoriginell Deep Space Nine. Ich halte es nicht mehr aus, die Karesianer, sie gehen mir alle auf die Nerven. Du schaust weiter. Solange das Dominion nicht auf die Nerven geht. Ich verzweifle gerade ein bisschen dran, aber... War meine Lieblingsstar. Zwei Serien, es ist schon die dritte Serie, die mich auf meiner Ding ist. Was mir jetzt viele Leute empfehlen, ist Vinyl. Eine Serie über die 70er Jahre, über Goldgräberzeit, über Musik und so. Gefällt dir nicht so? Kannst du wieder streichen. Sind aber viele begeistert. Das andere, wo sie gemeint haben, das soll wieder seit langem gute Science Fiction sein, The Expansion. Sagt dir das was? Nein. Ja. Oder The Expanse. Bin ich mir nicht sicher. Expansion, The Expanse, glaube ich. Ist Expanse, ja. Danke. Es gibt auch Ascension. Nein, es gibt, Ascension, das kenne ich auch. Es gibt sehr viele, die so gleich heißen. Okay, Expanse, okay. Und ja, das kann man gut sagen. Dazu. Also bei Serien. Fortsetzung.tv heißt die Seite übrigens und auch der Podcast. Ach, das ist gut, dass ich das noch unterbringe. Ja. Ah, jetzt reden wir die ganze Zeit. Ich liebe es jetzt. Danke, hör schon auf. Ich will nicht frech sein. Und schönstes Podcast-Erlebnis bisher? Also einfach so, hast du nette Leute kennengelernt? Ja, wir haben beim Finale von der. Bundesverdienstkreuz der Republik. Leider, noch nicht. Noch nicht. Republik Kugelmuggel-Auszeichnung. Und in der österreichischen Filmbranche, glaube ich, wird es auch nicht, falls ich das wieder mal aufnehme, weil ich bin da eher kritisch immer gewesen zu den Filmen, die werden mir auch keine Ehrenmitgliedschaft verleihen. Mhm. Aber ja. kriegst du Geld dafür, dass du Filme nicht kritisierst? Oder? Das wäre mal eine Meinung. Nee, ja. Bist du schon Journalist des Jahres? Aber den nein, den den österreichischen Film kann man eigentlich eh nicht mehr schaden, weil es so wenig Leute, so schlecht du redest, ob jetzt 400 oder 370 Leute sich den anschauen. Okay. Also der österreichische Film, der findet in Bayern ja durchaus seine Freunde, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, genauso wie, wie heißt es nochmal, Teletubbies und der Erwachsenen. Anders lässt sich nicht. Das ist ein völlig valider Vergleich. Ihr Bayern-Bashing. Jetzt in Deutschland ist immer alles viel zu positiv, was aus Österreich kommt. Das fällt mir schon auf. Das ist bei Serien genauso. Ja, vielleicht weil der Mist gar nicht erst drüber kommt, weil die nur die guten Sachen sehen. Na. Aber nicht. Nein, also ich führe diese Diskussion mit den Kollegen da öfter. Also dann meistens über Serien, die sagen, oh, Braunschlag ist so toll, Altes Geld ist so toll. Und ich sage, ja, mehr gibt's auch nicht. Und das findet sie jetzt wirklich gut. Ja, super, großartig. Kommissar Rex. Die mögen die Italiener wenigstens. Ja, die haben sie auch übernommen dann. Soll aber wieder zurückkommen. GoF hat den, glaube ich, wieder. Gerade zur Zeit Kommissar Rex. Ja, die letzten Jahre gemacht. Und ich habe nur die ersten zwei, drei Staffeln, wenn überhaupt, gesehen. Nein, die Italiener haben den übernommen und da weitergeführt.
Und es gab Pläne, dass der ORF ihn wieder zurückholt und wieder neu auflegt. Ist der nicht inzwischen schon tot? Hunde kann man Hunde austauschen. Achso. Wahrscheinlich wäre schon vier Hunde. Oder meinst du den Gideon Burkhardt und den Tobias Moretti? Der Moretti, weil ich da, als der rausgestiegen ist, habe ich auch nur ein bisschen weiter geschaut und ist wirklich immer schlechter geworden. Wurde dann irgendwann wirklich nicht mehr erträglich. Besonders als dann der erste Film, abendfüllende Film gedreht worden ist, das war da, okay, da war es für mich nicht. Aber man darf nicht vergessen, Karl Markovic, die Beginner irgendwie, damals in der Serie, dann Spin-off mit Stockinger und jetzt mittlerweile ein guter Schauspieler und hat ja auch mit Atemlos eigentlich einen ganz passablen... Atmen, danke. Hat habe ich es nicht mit den ganzen Begriffen. Ja, also, ja, genau. Wer weiß, was du uns in den letzten 250 Episoden Deswegen sage ich auch immer, das bin ich ja nicht müde, es zu betonen, das ist der Podcast, eine Anleitung zum kritischen Denken. Schaut alles nach, überprüft alles und glaubt uns kein Wort. Ich beispielsweise setze mich zum Podcast hören in der Nationalbibliothek irgendwie und schaue mir das dann alles an. Das ist besonders lustig, wenn dann ein Witz erzählt wird und du lachen musst. Also ich wünsche mir zwar, ich hätte gern das Wichtigste von der Republika, dass ich weiß, was ich mache. Ja, bitte. Genau, bitte. Ich hätte auch gerne eine Nachguckempfehlung für die Republika. Ja, die 10. Republika hat stattgefunden. Wieder in gewohnten Gefilden, wie von den letzten Jahren. Bahngleis, Gleisdreieck heißt das. Das ist ein großes Gelände. Und dieses Jahr war es noch einmal größer, weil sie haben noch Gebäude, die dort im Gelände sind, geöffnet, die vorher nicht geöffnet waren. Und auch ein Freiluftterritorium, das hinten rausgeht, was früher nicht zugänglich war, auch geöffnet. Also es war noch mehr parallele Tracks, noch mehr Workshops, 8000 Leute waren dort, also wirklich eine Riesenveranstaltung. Hast du Biertaucher getroffen oder Österreicher? Ja, das auch, dazu komme ich dann gleich. Also es ist auf jeden Fall, also das, was ich nur zum Ausdruck bringe, ich bin ja schon zum 6. oder 7. Mal dort. Und muss sagen, also mittlerweile ist es wirklich gigantisch. Also selbst für Dinge, das hat man dieses Jahr auch wirklich, wirklich gespürt. Ich habe Bierdacher Gäste und Gästinnen getroffen. Also die Zuckerbäckerin habe ich dort auf jeden Fall getroffen. Tag 1 und Tag 2, es war immer nett, immer so zwischendurch, wenn man gerade sich kulinarisch verköstigt hat oder sich eine Mate zur Erfrischung gegönnt hat, hat man sich dann getroffen und konnte sich austauschen, was für Drecks man geschaut hat. Und Daniel habe ich nur ganz, also wirklich einen Satz geredet, der war ziemlich eingespannt im Sendezentrum. Ah. Das Sendezentrum, das war im Hauptraum, den es dort gibt, so ein Bereich, wo sie Stühle aufgestellt haben und auf die Stühle so Kopfhörer drauf. Und sie haben so direkt eigentlich mitten in dieser Veranstaltung gepodcastet. Und das Konzept, also einerseits haben sie das eigene Sendungen produziert, der Daniel zusammen mit dem Ralf Stockmann natürlich, der Claudia Grell, der Tim Pritlaffer auch mal da, dann die Podcasterin vom, glaube ich, Kulturkapital, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, und Exposition. Ich bin halt nicht gut mit Namen, deswegen selber nachschauen, beziehungsweise Exponiert ich werde es in Berlin. Genau. Wir helfen gerne. Die Crowd. Ja, es ist also wir sind nicht die Bierschwimmer, wir sind die Biertauch. Die Nele Heise habe ich auch immer wieder gesehen in den Feeds. Die Nele Heise habe ich auch immer wieder gesehen. Genau, genau. Die war auch dabei. Ja, und das Konzept Podcast-Partinnen ist so, dass sie sich dorthin gesetzt haben und Leute, die noch keinen Podcast produziert haben oder einfach damit anfangen wollten, hatten dort eine Anlaufstelle und konnten sich dort hinsetzen, sich beraten lassen, was für Equipment sie sich anschaffen sollten. Und es gab auch so eigene Sendungen, da habe ich mir einen Track dazu angeschaut, wo der Daniel auch dabei war, wo sie erklärt haben, auf was für Plattformen, wenn man nicht selber jetzt WordPress aufsetzen möchte oder nicht selber das hosten möchte, was für Plattformen und Technologien es gibt, das fremdhosten zu lassen. Genau. Und da ist auch natürlich auch Phonik zur Nachbearbeitung erwähnt worden und das ganze Tuch, das war eigentlich ziemlich gut. War die Tine Novak auch dabei? Ja, war sie auch dabei. Ja, war auch dabei. Die ist da auch sehr, sehr aktiv bei den Podcast-Partnern. Und die Diana, die Zuckerbäckerin, war auch als quasi hat ihren Podcast vorgestellt oder ihre Idee vorgestellt in so einer Episode davon. Ach, genau. Sie hat jetzt doch einen angefangen? Nein, sie hat die Idee vorgestellt, so habe ich das verstanden. Also da gab es so eine Folge bei diesen Podcast-Partinnen, wo eben drei, glaube ich, waren es, so halt
die dürften dort auf dieser Couch gesessen sein, genau, und im Live diesen Podcast gemacht haben, der 8 Minuten lang ist, und 3 zukünftige Podcasterinnen stellen ihr Ding vor. Genau, und Diana war da auch dabei, und das wurde auf dann Soundcloud veröffentlicht. Mhm. Also das kann man dann in den Shownotes verlinken, da habe ich sogar drüber getwittert, glaube ich, also den Link. Und sie hat auch jede Menge Sketchnotes gemacht. Ja, da gab es ja mindestens 2 Vorträge dazu. Mhm. Den ersten hat sie nicht, sie hat einen zweiten da besucht, aber sie hat auch abseits von den Sketchnote-Workshops hat sie auch von sich aus einfach Sketchnotes angefertigt und dann immer wieder auch vertwittert. Also lohnt sich, in den Twitter-Feed von der Zuckerbäckerin reinzuschauen und dann nachzuschauen. Sie hat auch einen großen Blogpost geschrieben über die Republika. Ja, also da gibt es schon einiges nachzurecherchieren. Und ich finde auch die Idee von dem Podcast recht nett. Es ist mit Leuten, die in Wien leben, sich an ihren Lieblingsorten in Wien zu treffen und über diesen Lieblingsort zu sprechen. Also das kann so ein bisschen ein Wien-Stimmungspodcast werden, den man ganz nett vorstellt. Das ist jetzt... Mich kann man aber nur als Gast gewinnen, wenn es um den Ort geht, wo man sich am unwohlsten fühlt. Sie ist begeistert. Die Begeisterung. Dennis Holt. Podcast. Also dieser Wohlfühlort Wien-Podcast ist von der Jana jetzt, oder? Das ist die Idee, das ist das Konzept von mir, okay, ja. Als Podcast was umzusetzen. Machen. Bitte. Ich würde es mal anhören. Please. Kleine Umfrage, kann nur jeder sagen, wie viel Podcast er gerade selber macht? Du bist auf, inklusive Biertaucher, du bist auf 2. Ne? Gar keinen. Nein, du machst Biertaucher. Ja, okay, ja. Ich mache 2, du machst 3. Du machst 2? Ja, International Open Podcast. Ach so, okay, stimmt. Du machst 3? Einen. 3? 2. Was ist dein zweiter? Das ist das, was noch nicht öffentlich ist. Achso, das ist dein dritter. Ach, das wird noch rausgeschnitten. Wir haben ja jeden Podcast ab, weißt du? Ja, ja. Denk mal immer, warum bist du immer so freundlich und so nett? Ja, ja. Dann saugst du da die ganzen Leute weg. Ja, ja. Aber es gibt schon Folgen, oder was? Aber es gibt noch keinen. Ja, es gibt schon 2 Folgen, aber die werden wir so ein bisschen am Blog rausbringen. Es gibt noch keinen Namen, oder was? Das stimmt überhaupt nicht, dass du hoppen die nur. Ja, ja. Ich höre gar nicht. Das wollen wir jetzt hören. Sie haben ja Test-Sounds mit dem Mikrofon auf der Toilette gemacht. Es gibt nur einen Arbeitstitel. Ja. Arbeitstitel haben wir schon. Und den habt ihr beim Aufnehmen eingesprochen und dann sprecht ihr es drüber. Wenn es schon Folgen gibt, nein. Gute Frage, man kann ja auch einen Jingle produzieren dafür. Ich fürchte jetzt einfach, dass wir bis zum nächsten Dienstag irgendwie was bieten müssen, weil sonst glaubt uns das kein Mensch. Ja, okay, dann bis nächsten Dienstag dann mal ein bisschen veröffentlichen. Ja, was ist die grundlegende Richtung? Kannst du nicht schon reden drüber? Die grundlegende Richtung ist, wie findet man Freude an der Fotografie, ohne sich mit Technik auseinanderzusetzen? Das ist ein Fotografie-Podcast. Sozusagen. Ja, aber halt kein Fotografie-Technik-Podcast. Das ist ein Fotografie-Lebensgefühl-Podcast. Ach so. Fotografie, wie habe ich Spaß dran, Podcast. Ah, okay, das heißt also, ihr schließt die Technik nicht in dem Sinne aus, dass sie sagt, um Gottes Willen, ich will nichts mit Technik zu tun haben, sondern in dem Sinne, ihr redet nur nicht drüber. Wir wollen vor allem Leute, die eigentlich ganz gerne mal fotografieren würden, nicht erst mit Technik erschlagen, weil dazu gibt es genügend Podcasts, dazu gibt es genügend Blogs, sondern so kleine Aufgaben, also ich habe jetzt dem Gregor immer so kleine Aufgaben gestellt, die so ein bisschen mit Bildgestaltung zu tun haben und wo man eher noch Spaß dran hat, wenn man einfach von der Technik keine Ahnung hat. Ja. Also bei Fotografie trifft das bei mir auch zu 100% zu, weil ich bin ein unbeschriebenes Blatt in Sachen Fotografieren und ja, also bis auf. Und wir haben uns auch darauf konzentriert, das mit dem Smartphone zu machen, weil es eben nicht um die Technik gehen soll. Das wird jetzt zeigen, wie. Achso, mit dem Smartphone, du meinst den Podcast nicht aufnehmen, sondern die Fotos. Genau, die Fotos machen. Smartphone. Weil das ist halt die Kamera, die jeder immer dabei hat. Und dann gibt es halt auch die Leute, die sich oft denken, ich kann nicht fotografieren, weil ich habe keine Spiegelreflexkamera. Oder ich kann nicht fotografieren, weil mir ist das Motiv schon wieder aus dem Bild gelaufen oder so. Und darum soll es gehen. Wie fängt man die Ameise ein? Naja, wir haben mit Blumen angefangen, mit Ameisen. Achso, du meintest nur, dass wenn es bewegliche Ziele sind, ist schon etwas schwieriger. Ja. Das erkenne ich immer wieder, wenn die Katzen weglaufen.
Wer sich für Analogfotografie interessiert, der folge dem Emi. Das ist eine recht interessante Persönlichkeit, die ich aus Metalab und Sektor 5 von verschiedenen Veranstaltungen kenne. Wenn wir auch verlinken in den Shownotes seinen Twitter-Handle, den Emi. Dann kann ich noch ergänzen, es gibt noch die Nahlinse. Die fotografiert auch viel analog und podcastet auch drüber. Okay. Mir fällt noch ein Termin, den ich vergessen habe, ein. Ich war am Donnerstag beim Show and Tell, war das in wahrscheinlich Metalab. Wieder, im Metalab mit und von Sven Guckes. Und es stellt sich wahrscheinlich jetzt heraus, oder kristallisiert sich heraus, dass man das doch jetzt mal in Wien etablieren möchte, Show and Tell. Letztes Jahr schon hat Sven Guckes jeden immer angeschrieben, ja, mach das regelmäßig. Und jetzt, also das letzte war nicht wirklich ein Show and Tell. Und es ist geplant, am 22. Mai im Metalab, ich glaube um 17 Uhr, ein Show and Tell mal zu veranstalten, ohne Sven Guckes. Aber mit den anderen Leuten, die interessante Sachen zu zeigen haben. Jeder ist eingeladen, Dinge zu zeigen und zuzuschauen. Die Dinge muss man selber produziert haben oder das kann auch einfach jetzt eine Software sein oder was, von dem du begeistert bist? Das kann alles möglich sein. Und wenn du davon begeistert bist, wie schön dieses Braun des Glases einer Bierflasche ist. Gut, ich habe ein Thema. Ja, komm. Also es geht um Dinge, also seine Begeisterung. Wo, ja, seine eigene Begeisterung. Vielleicht gibt es ja auch andere, die dadurch begeistert sind. Mhm. Zeigen und drüber reden. Show and Tell. Cool. Und ja, eigentlich geht es hauptsächlich um Computerthemen und so weiter. Surprise. Wie wieder? Das kennt man eigentlich so aus amerikanischen Serien, oder? Das machen das nicht immer so die Schulkinder dort. Also ich, ursprünglich, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ah, aber wahrscheinlich. Daher kenne ich es irgendwie. Das ist mein Hund. Ja, das genau, ist richtig. So. Ah, cool. Das ist mein Kuscheltier. Ja. Mehr Republika. Mehr Republika, ja, generell kann man ja mal erklären, oder? Für den Nicht-Insider, was die Republika ist. Gibt es schon seit, weiß ich nicht, späte 2000? 10 Jahre. Ja, 10 Jahre sind es nicht ganz. Also der Philipp Banz hat jetzt einen Podcast darüber aufgenommen und erklärt, schlüsselt das eh auf, dass es eben nicht 10 Jahre sind. Hat früher in der Kalkscheune stattgefunden, war relativ klein, ist eben jetzt riesengroß geworden und setzt sich nicht so auf einer technischen Programmierebene mit Technik auseinander, sondern gesellschaftlich. Eigentlich war so ursprünglich, hat man dazu gesagt, so das Klassentreffen der Blogger und der Podcaster, aber mittlerweile umfasst das eigentlich das komplette Spektrum. Mittlerweile sind ja auch die ganzen YouTuber dazugekommen und die ganzen anderen an Leute. Und das Interessante ist, jetzt wo wir schon so lange dabei sind, damals wo alle hingegangen sind, waren sie 30 Jahre alt, jetzt gehen sie alle auf die 40 zu. Also sie werden 40, älter. Sie werden älter. Mhm. Und man merkt es dieser Veranstaltung auch an, nicht im negativen Sinne, aber es gibt halt auch schon so Phänomene, die jetzt auch so extra erklärt werden müssen. Also wie zum Beispiel vor ein, zwei Jahren habe ich so, eben waren gerade die YouTuber so ein Thema, ja. Mhm. Und da ist so wie ein ganz berühmter YouTuber, dieser LeFloid, durch die Republika gegangen und wurde halt nicht erkannt, weil es einfach keine Überschneidungs- gegeben hat. Der war da und er hat so einen eigenen Dreck gehabt und hat sich selber gemeint, erstaunt, ja. Keiner erkennt mich hier. Das finde ich total lustig, weil ich war vor zwei Jahren in diesem Talk drin, aber ich habe den nicht erkannt. Oh. Wie gesagt. Und dieses Jahr hat es auch wieder so Vorträge gegeben wie Snapchat für Erwachsene beispielsweise, wo man sich das halt noch erklärt. Die Bandbreite ist irrsinnig groß, es gibt verschiedene Tracks. Beispielsweise war ein Track Musik und Technik und Musik. Eines war Politik, sehr großes Thema war natürlich im Zuge der Flüchtlingskrise Hasspostings, Rassismus im Netz, wie geht man denn mit um. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel, es waren sehr viele Vorträge zum Thema Afrika, oder also Internet in Afrika. Einen habe ich mir davon angeschaut. Das war ein Social Media Shutdown in African Elections oder so, mit der Leute nicht meiner Titelwahl vertrauen. Wo es darum gegangen ist, was ist in Afrika passiert, wenn Wahlen sind, dass dann auch soziale Medien abgedreht werden, dass es dort eben nicht ganz selbstverständlich ist, dass solche Technologien erhalten bleiben, wenn etwas politisch auf dem Spiel steht. Und ich finde halt noch immer, man kann natürlich, also wenn man so reingeht und im Hauptraum ist,
Die Anna hat das ja schon gemeint, dann ist es schon ein ziemliches Spektakel. Man sieht auch so viele Fernsehfuzzis, die sich selber aufnehmen. Und das ist halt schon ein bisschen, bisschen so in diese Richtung. Und die Medienelite. Genau, das kann man so sehen. Das ist gerade so bei, also Tag 1 kommen alle an, alle sind aufgeregt und so. Tag 2 sind die Medienfuzzis ganz, ganz aufgeregt. Da machen sie die, weiß nicht, die Hauptproduktion oder so. Und Tag 3 sind dann auch die Müden, die 2 Tage Partys dort gefeiert haben und abgehangen sind mit den letzten Vorträgen. Da geht es schon relativ gemütlich zu, zumal auch am Tag 3 muss man sagen, ab Mittag reisen die Leute schon ab. Also es sind nur 3 Tage sozusagen. Es sind 3 Tage, wobei der dritte, den kann man schon so, ist schon etwas enger, genau. Aber das ist unter der Woche, habe ich das richtig erwähnt? Montag, Dienstag, Mittwoch hat das statt. Man muss reinnehmen sozusagen. Es ist nicht immer Montag, Dienstag, Mittwoch, aber immer während der Woche, oder? Ja, also ich war am Wochenende, glaube ich, fast nie. Kann ich mir erinnern. Genau, also dieses Jahr war es Montag, Dienstag, Mittwoch, ansonsten, ja genau, das kann durchaus sein, dass an anderen Tagen waren. Was mich dann eben reizt, das ist immer wieder verhandelt über das Thema Gesellschaft und Technik und jeder hat Blickwinkel darauf. Und wenn ich dann immer so, am Abend gehe ich dann halt oft einmal fort und dann sind eher so die Programmierer und Technikerriege und die belächeln das oft oder so. Aber genau das ist eben nicht auf dieser Programmierebene, sondern eben auf so einer gesellschaftlichen Ebene das verhandelt irgendwie. Das finde ich das Spannende daran, weil das ist so, wie die Science-Fiction-Autoren, die trauen sich jetzt auch nicht mehr so in die weite Zukunft zu greifen, oftmals, so wie der William Gibson, sondern so 5 Minuten in die Zukunft und da kocht jeder mit demselben Wasser irgendwie und dann finde ich halt spannend, was man sich herauspickt und man findet einfach auch viel interessantes Zeug und man muss sich nicht immer in den Saal 1, also es sind wirklich wahnsinnig, wir haben glaube ich 700 Vortragende dieses Jahr. Man darf nicht in die Falle geraten, dass kannst man eh nicht alles schauen. Ja, dass du in den einen Vortrag hockst, denkst du, ist ein bisschen fad, das sind zwei andere Tracks, schnell rüber, aber wenn du rüberläufst, dann kann der andere Vortragssaal vielleicht voll sein oder du findest den Vortragssaal nicht gleich und dann versäumst du nochmal 3 andere Sachen. So wie in also, nicht stressen lassen, genau. Das Ganze sich ein bisschen. Und waren viele Stand und so oder locker. Im Foyer so Gruppen? Oh ja, Stand und gibt es auch. Also es gab auch, also neben der Musik gab es auch eine eigene Ausstellung zu Virtual Reality in einem eigenen Gebäude. Und im Hauptraum gab es auch ganz vieles Zeug. Also man hat genug zu tun zum... Genau, die Strickmaschine. Wo ich neidisch drum war, dass du die sehen konntest und wahrscheinlich vielleicht sogar stricken durftest. Nein, aber die Zuckerbäckerin hat sich da was gestrickt. Das kann man in ihrer Timeline dann sogar noch nachsehen. Die hat sich da das habe ich verpasst. Genau, muss ich das kann man, die hatte da wirkliches Hands-on. Also es tut sich total viel eigentlich. Ist man auch schon nach so 2 Tagen reizüberflutet. Aber ja... Was habe ich mir angeschaut? Kurze Zwischenfrage. Ja. Ist das, weil du jetzt sagst, du warst schon oft dort, 7-mal oder so, ist das so eines von diesen Events, das einfach in der Größe irgendwann hin wird? Ach, das ist eine gute Frage, ja. Man könnte, insofern würde ich für mich persönlich es mit Nein beantworten, weil ich immer noch Vorträge dort finde und das mehr als ich sehen kann, die wirklich interessant und am Punkt und die ich auch. Ich finde das noch ein Alleinstellungsmerkmal davon sind. Aber wenn man so Anfang von den Anfangsjahren, also ich habe jetzt, wo es nur in der Kalkscheune war, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Bei mir waren schon andere Locations in der Nähe von der Kalkscheune nur zugeschalten. Aber ich habe halt damals war es schon relativ schon klein, man hat noch leichter die einzelnen Podcaster und Blogger entdeckt irgendwie. Das und es war mehr Community. Ja. Und das ist halt einfach bei 7000 Besuchern ist das einfach schon groß. Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, wenn ich heute jetzt den Einstieg dazu finden würde, würde ich den überhaupt finden? Oder würde ich da auch nur so das Mediengeflirre sehen und mich, wenn ich da ein paar falsche Vorträgen hocke, vielleicht keinen Zugang finden zu der Veranstaltung? Weil du gesagt hast, die werden jetzt 40 und älter, die Leute, die dort sind, kommt die Jugend auch? Also gibt es die 20-somethings oder hast du das Gefühl, die Jugend ist da jetzt schon nicht mehr dort und interessiert das nicht? Es kommen schon Junge nach, aber man muss sagen, überwiegend sind da doch so die above 30s. Das heißt, irgendwann wird es wohl ein ganz cooles Event geben, von dem wir nichts mitkriegen, nur noch 17-Jährige sind. Die Veranstalter sind in den späten 40ern, glaube ich, oder so Anfang 50. Und ich denke mal, dass die, wenn die keine Nachfolger suchen, dann wird es wahrscheinlich eine Parallelveranstaltung irgendwo entstehen. Das
Wir versuchen ja selber schon eine Parallelveranstaltung zu schaffen. Mhm. Insofern, das war eigentlich die große Ankündigung beim Willkommens-Event, dass es eine zweite Republika geben wird dieses Jahr, mhm, im Herbst in Dublin. In Dublin, in, ja, Irland? Ja, schauen wir mal. Aha, also so, sie gehen europäisch, oder? Ja, also ja, das noch nicht. Dann noch mal. Ja, genau. Ja. Von ihrer Perspektive macht das ja durchaus Sinn. Zweite Frage. Ja. Wie schaut es mit der Verfügbarkeit von den Vorträgen dort aus? Also, gibt es die auf YouTube? Gibt's die? Ja, also das ist, glaube ich, einer der bestdokumentiertsten. Also bei den ganz kleinen Sälen und Workshops bin ich mir nicht sicher, aber es sind wahnsinnig viele Vorträge. 50%, 60%. Ja, wird schon, okay, abgedeckt. Wird schon abgedeckt sein. Also. Cool. Das macht mir auch so ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich all die Jahre immer geziert, etwas dort aufzunehmen. Weil das so wahnsinnig dokumentiert wird, dass es fast ein schlechtes Gewissen hat, ein Mikro da rauszuzücken, weil jeder eigentlich dort so mit einem Mikro bist da. Bist du interviewt worden oder hast du dann... Was ist denn, eigentlich war so die Idee entstanden, irgendwie so wie im Gespräch mit der Zuckerbäckerin, mit der Jana irgendwie. Und die am zweiten Tag hat sie das nochmal irgendwie aufgebracht und dann haben wir uns hingestellt und haben einen 20-Minüter aufgenommen und den werden wir am Ende dieser Folge heranschneiden, würde ich sagen. Das heißt, du hast wirklich eine Außenreportage gemacht? Ja, yeah, erstmal. Yeah. 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 Sehr ja, cool. Also praktisch so ein Audio-Tagebuch. Oder ja, genau, ja, was für Vorträge super, uns da angeschaut haben. Und wie's, ja, ich bin begeistert, Gregor. Na super. Ja, ich kann euch noch einen kurzen Abschluss geben. Irgendwie, was habe ich mir noch angeschaut, was mir noch im Geiste ist. Ich habe mir als zweiten Vortrag angeschaut, What's in a Game? Das war für Gaming-Einsteiger ein Vortrag von Markus Richter, den habe ich mir angeschaut, welchen Markus Richter eigentlich sehr gerne macht. Er macht einen Podcast namens Der Weisheit und ein paar andere Gaming-Podcasts und der hat halt über Games erzählt, die die Vorteile ein bisschen abbauen sollen. Also nicht so diese Ego-Shooter, sondern immer so Geschichten erzählen, die ein bisschen besonders sind. Das war eigentlich recht amüsant. Aber jetzt für mich, dadurch, dass ich anscheinend doch mehr Spiele als ich zugebe, war schon einiges bekannt. Snapchat für Erwachsene habe ich mir nicht ganz angeschaut, das war mir dann doch irgendwie zu dieses Snapchat erklären lassen. Jetzt erschließt, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber jetzt erschließt sich mir, warum plötzlich meine komplette Twitter-Timeline mit so über Snapchat geredet hat. Schlagartig allein im gleichen Moment. Ja, das war auch ein Running Gag. Also dieses Snapchat war ein eigener Vortrag, aber auch jeder, also viele der Vorträge haben einfach diesen Scherz gemacht, ja, und was ist eigentlich dieses Snapchat und wer kennt es und warum macht man das? Also das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Was ich mir dann noch angeschaut habe, wir müssen reden, warum Rassismus im Netz noch immer Alltag ist. Mhm. Die sind sehr interessant, diese Vorträge über Rassismus und diskutieren im Netz. Es kommt halt nie irgendwie so der Schluss raus, weil es nicht diesen Schluss gibt. Das ist halt das. Es ist etwas, was man sich vom Alltag und persönlicher Befindlichkeit und Einstellung und Zugehen auf anderen Leuten immer selbst ausmachen muss und immer aufs Neue ausprobieren. Es ist trotzdem interessant. Ich habe natürlich von Sascha Lobo, ganz am Ende gab es am ersten Tag The Age of Trotzdem. Ja, Sascha Lobo irgendwie. Klassensprecher der Netzgeber. Ja, ja. der spielt ja auch selber damit irgendwie. Und das war ja auch ganz sympathisch. Also sein Konzept wäre so gewesen, irgendwie, er erzählt uns irgendwie so, was ist schlecht im Netz und hätte dann so gerne gehabt, dass das Publikum im Chor antwortet trotzdem. Ja, komplett in die Hose kein Mensch machen. Das ab dem zweiten Mal war das auch irgendwie Thema. Aber ja, ich meine, der Sascha Lobo, das muss man ihm schon sagen, hat auch ein Talent dafür, damit gut umzugehen. Also, das war Ding. Am Tag 2 habe ich mir angeschaut, eine weitere Bekanntheit von auf der Republika, der schon oft gesprochen hat, Gunter Dück, so ein Ex-IBM-Manager, der jetzt so Lebensweisheiten, Gesellschaftskritik. Wurde, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt. Ja, es gibt übrigens einen Podcast, der aber leider schon seit über einem Jahr nichts mehr veröffentlicht hat. Die Welt fragt, Gunter Dück antwortet. Und ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Er hat über Cargo-Kulte gesprochen. Cool, ja. Ja, dir sagt das was, gell? Ja, Cargo-Kulte. Er hat das halt im Kontext von unserer Gesellschaft. So, kannst du das erklären? Also Cargo-Kult, falls wir jetzt vom selben reden, ist, glaube ich, in der Karibik entstanden oder in gewissen spätkolonialisierten Inseln, wo halt sozusagen eine europäische Macht mit extrem viel Fertigwaren und Cargo hingekommen ist und damit sozusagen das komplette Glaubens- und Wirtschaftssystem der Einwohner auf einen Schlag in Frage gestellt hat.
Und wenn du sonst halt, was weiß ich, als Fischer jahrelang arbeiten musst, um halt ein bisschen einen Wohlstand anzusparen, und du merkst dann, dass dein Schiff kommt und das ladet einfach viel mehr Wohlstand aus, als du jemals im Leben mit deiner Händearbeit erwirtschaften könntest, dann tut das halt auch die religiösen Vorstellungen über den Haufen werfen. Und dann haben Westler beobachtet, dass die Einheimischen dann angefangen haben, so kleine Tempel zu machen mit Flugzeugen oder mit Schiffen und die dann anzubeten, wo sie halt einfach beten, dass jetzt bald wieder ein reiches Flugzeug kommt und halt ein paar Container da lässt. Also genau. Ich glaube, das war auch ein bisschen im Zuge von den Weltkriegen, wenn da so Stützpunkte angelegt wurden, wo dann halt plötzlich sehr viel Surplus-Cargo eben da war. Genau. Und also, seitdem ist das auch so ein bisschen eine Metapher für Aberglaube oder. Ja. Genau, ja, das ist eh sehr dankbar umgelegt auf die Firmenwelt, wo eben gewisse Taktiken irgendwie angewandt werden, ja. Und erwartet sich davon Erfolg, aber es wird das Grundproblem ja nicht irgendwie verstanden, ja, und wird auch nicht versucht zu bearbeiten, sondern von den Beratern wird Händchen gehalten, ja, und sonst nicht. Sehr gut. Also, er kann sehr gut vortragen, ja. Ich mag den Günther Duck, er kann sehr gut reden und er erinnert mich an einen alten Prof, den ich gehabt habe, in einer Einführung in Informatik früher zu gegeben, den der Schweizer? Na, es war ein Deutscher. Helge Schild hat er geheißen. Der Schild? Ja, der Schild. Von Siemens? Ja, genau, richtig. Und das war eigentlich ein guter Duck, nur statt IBM Siemens. Und er hat auch immer seine Vorlesungen oder oft seine Vorlesungen begonnen mit absurden kleinen Anekdoten aus einem Riesenkonzern. Und ungefähr so macht es der guter Duck auch immer ein bisschen. Also den Schild mochte ich wirklich sehr gerne. Aber der hat auch manchmal richtig Quatsch erzählt. Naja, das ist halt wieder... MS-DOS wäre jünger als Linux. So, ja, na gut. Aber er hat immer ziemlich cool, das war noch die Zeit, wo Overhead-Projektoren, hat er auch noch bei euch schon eine Sonnenbrille getragen für den Overhead-Projektor? Nein, bei uns hatte er schon einen Beamer im Einsatz. Okay. Das war 2008, 2009. Was ich mir noch angeschaut habe, ist zum Thema Podcast beispielsweise von Ralf Stockmann und Claudia Krell, Zurück in die Podcast-Zukunft. Die halten das auch eigentlich quasi jedes Jahr, so eine Lage der Nation, was ist los. Da haben sie nochmal so die Aufdröselung zwischen Podcaster, die erfolgreich werden wollen, und Laber-Podcaster und Radiosendungen, die auch verpodcastet werden, in denen sie im Feed gestellt werden, dass das so drei Kreise sind, die sich kaum berühren, dass sie da mehr Berührung haben wollen. Und die beiden, die haben ja früher Wikileaks gemacht und sind jetzt eher im Hintergrund tätig. Der Ralf Stockmann macht beispielsweise für eine Audio-Software namens Reaper so ein Podcast-Verhübscherung des Frontends, so kann man es nennen. Und sie haben diesmal ein neues Postulat, nämlich 2016 wird das Jahr der Podcasts mit guter Audioqualität, und das richtet sich an die Podcasts, die an entfernten Plätzen aufnehmen, und sie haben da auch eine Technologie vorgestellt, StudioLink. Also das soll besonders wenig Latenz bieten und gute Audioqualität bei Aufnahmen, wenn man nicht eben am gemeinsamen Ort aufnimmt. Ich hoffe, es ist aber besser zu bedienen als Reaper. Verwechsel ich das gerade? Ist das nicht irgendwie hardwaregebunden, StudioLink? Das kann ich nicht unbedingt. Oder schmeiße ich da gibt, was durcheinander? Ja, es gibt im Prinzip in zwei Varianten. Die eine Variante wäre eben fix fertig installiert auf einer Hardware. Das ist auch das Businessmodell, das dahinter steht, dass der, ich habe mal den Namen vom Entwickler nicht gemerkt, dass er einerseits die Hardware verkauft, andererseits steckt dahinter auch ein kleines Service, das wahrscheinlich kostenpflichtig sein wird, auf längere Sicht gesehen. Es ist aber auch einfach ein Audio-Plugin, das in die Standard-Plugin-Architekturen sowohl vom Windows Audio Stack, da heißt das, glaube ich, LLVM, also das ist die Standard Audio Plugins unter Windows, und dann die, und in der Mac-Welt, glaube ich, die heißen VST Plugins. Das ist eigentlich die Windows-Welt, VST. Okay, das ist Steinberg. Wie heißen die unter Mac dann? Also zwei Plugin Standards unterstützen sie, wo man es installieren kann, und so ist es dann einfach nur ein Plugin in die jeweilige Audioschnittsoftware, die man hat, und der Zweig ist kostenlos, dieser Plugin-Zweig ist kostenlos, so dass es auch eben als reine Softwarelösung funktioniert. Technisch ist es WebRTC, das ist im Prinzip die gleiche Idee, die sich verbirgt hinter dem Google Hangouts, dass man für sich zuerst eine Verbindung zu einem Server aufbaut, von allen Endpunkten her, und dann diese Verbindungen kurz geschalten werden als Peer-to-Peer-Verbindungen zwischen den einzelnen Teilnehmern, um grob gesagt auf die Art und Weise die Latenz zu halbieren, weil sie eben direkte Verbindungen sind.
hat aber wieder den Haken, wenn es über den Server nicht drüber geht und mehr als zwei verbunden sind, dass nachdem es End-to-End-Verbindungen dann wären, dass man sozusagen nicht nur eine Verbindung zum Server hat und da alle Streams kriegt, sondern zu jedem wieder einen einzelnen Stream aufbauen würde. Also bräuchte man wieder ein bisschen mehr Bandbreite, also in Ausgleich für die Latenz, die man drin, das wäre dann wieder der Drawback. Und als Audio-Codec verwenden Sie nicht die Codecs, die Standard sind in Google Hangouts, was jetzt so mehr oder minder die Paradeinstallation ist. Und die zweitbekannteste ist vielleicht noch, in Firefox ist jetzt eingebaut auch ein Mechanismus, mit dem man Audio-Chats machen kann, der auch auf WebRTC basiert, aber auch das verwenden Sie nicht, sondern Sie verwenden Ogvorbis als Audio-Standard. Opus. Gar nicht Opus, ja, Opus ist ja ganz so das. Was Opus? Post-Agent wird schon Opus sein dann. Also für ja. Sprache ist natürlich Speaks am besten, aber Opus ist der beste Kompromiss zwischen allem möglichen. Und es ist aber eben eine Grundbedingung, das stört mich ein bisschen daran zurzeit, ist, dass es absolut über den die Verbindungen aufgebaut werden müssen, über den Audio-Server oder über den zentralen Server vom Entwickler. Das heißt, es steht und fällt mit dem einen, dass der das Service weiter betreibt. Es ist die Frage, ob das auch einmal Open Source wird, sodass das dann, dass man sowas dann im Prinzip wieder selber hosten kann. Aber es hat eine zentralisierte Komponente und es ist auch schon von ihm jetzt angekündigt werden, es wird in der Zukunft auch mal Downtimes geben müssen, einfach um Wartungsarbeiten durchzuführen. Also das wird sich dann herausstellen, wie praktikabel das dann das Ganze ist. Und die Hardware ist bisher verteilt in Form von Prototypen an einzelne Menschen, aber noch nicht kaufbar. Also es ist ein Kickstarter oder Indiegogo, weiß ich nicht mehr genau, Projekt, wo man sich registrieren kann. Ich habe mich dort registriert, aber es ist noch nichts dazu gekommen, denn wann man denn wirklich sozusagen Geld drauf werfen kann, um das Ding zu kriegen. Und die Idee wäre dahinter, dass das Ganze möglichst einfach zu bedienen ist in dem Sinn, wenn man mit einem Interviewpartner spricht, der kein Technik-Afficionado ist, dass man ihm quasi per Post dieses kleine orangene Kasterl schickt. Der stöpselt sich dort mit seinem Kopfhörer an und mit seinem Headset an, das man ihm auch mitgeschickt hat. Und das Gerät selber stöpselt er über Netzwerkbuchse, über Ethernet einfach an seinen Router und muss nichts mehr konfigurieren, sondern man als Hauptpodcaster verbindet sich dann mit all diesen Kasteln sozusagen aus der Ferne und kann auf die Art und Weise mit nicht technikaffinen, über garantierte geringe Latenz und gute Audioqualität sich verbinden. Und vielleicht ein letzter Satz dazu, ist Technik dahinter, in dem orangenen kleinen Kastel ist ein Digiplon Black verbaut, auf dem die ganze Software vorinstalliert ist, die notwendig ist und vorkonfiguriert ist. Studiolink.de ist, glaube ich, der URL. Ja, schon eine elegante Idee. Also. Absolut, ja. Also die ersten, die es getestet haben, sind ziemlich begeistert. Also ich kenne ein paar, die es ausprobiert haben schon. Frage zur Republika jetzt noch. Hast du vor, irgendwie aufzuschreiben, so eine Republika-Video-Anguck-Empfehlung für nicht Also ich habe schon die Liste auf der Themenliste begonnen, ich werde das noch weiter verlinken. Irgendwie. Oder wirst du einfach in den nächsten Folgen auch erzählen, welche Sachen du dir dann angeguckt hast? Ja. Ich hätte auch noch eine Frage an dich, eine konkrete. Ich frage mich immer, ob ich dorthin will. Ich bin jetzt so ganz sicher. Ich frage konkret, warum willst du immer dorthin? Ja, wie gesagt, also dieses... Ich mag die Bandbreite erstens. Zweitens verbinde ich damit jetzt mittlerweile, weil ich schon zum sechsten Mal dort war. Und ich mag, wie gesagt, es ist nicht nur Gesellschaft und Technik, das ist zu allgemein. Es ist dieser Ansatz, wir wissen alle nicht, wohin es führt und es gibt sehr viele Blickweisen darauf. Aber wir können uns zumindest anhören, was Leute darüber geforscht haben oder in Workshops miteinander arbeiten, was für Blickwinkel da überhaupt drinnen sind. Und da kommen halt verschiedenste Leute dran. Das sind halt irgendwie vom Blogger, von irgendwelchen Leuten, die das halt auf wissenschaftlicher Ebene sich angeschaut haben, von irgendwelchen Journalisten. Und da kann man sich nach Geschmack auswählen, was man davon haben möchte. Man kann es auch nicht irgendwie, muss auch nicht immer so gesellschaftlich schwierig irgendwie politisch aufziehen. Man kann sich dann auch, weil dazwischen die Bandbreite ist groß genug, sich dann auch wieder mal zwischendurch, was auch sein muss, irgendwie
amüsieren bei einem leichtgewichtigen Vortrag. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut noch, das kann ich als letztes erwähnen, Euler Deppertab ist auch kein Shitstorm auf Österreichisch. Yeah. Das ist etwas, das ist aufgelegt. Das war in Österreich auf Twitter zu sehen. Ja, natürlich. Das ist aufgelegt, sie haben es aber auch gut gemacht. Sie haben es auch einiges. Ja, wahnsinnig gut angekommen. Das war relativ spät schon irgendwie. Ja. Und das war aufgelegt. Das war wirklich, es war auch gut gemacht. Sie haben sich einiges überlegt irgendwie auch dazu. Es war nicht einfach nur die Bonbons, sondern so ein bisschen schon gut drumherum gebaut. Und mir geht das auch ab. Also für mich ist das auch eine Möglichkeit, so einmal im Jahr wirklich auch in einem Stück auch so wirklich in dunklen Räumen Vorträge und mich voll zu halten. Ich mag das einfach. Mir geht das seit der Uni ein bisschen ab. Aber du bist dort nur als Konsument. Eigentlich. Nein, jetzt warst du auch Produzent. Ich war schon Produzent, aber ich bin da auch schon ziemlich, also ich mache mich rar, ich bin oft in Vortragssälen und bin passiv und genieße das. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte nächstes Jahr jetzt dann. Ich habe mir ja gedacht, die ganzen Medienfuzis irgendwie muss ich nicht haben, und dann wollte ich ja eigentlich noch ein paar andere Veranstaltungen und dachte, so viel unterwegs. Aber dann habe ich euch alle twittern gesehen und dann hast du jetzt erzählt und da denke ich mir, ich glaube, ich mag dann doch wieder hin. Es ist vor allem für mich auch so, dass ich dann Leute treffe, die sehe ich das ganze Jahr nicht. Aber auf der Publika finden wir es dann wieder. Ja, das. Dann bleibt zwar der Kontakt nicht, aber dann tauscht man sie doch mal aus, und ich finde es eigentlich doch ganz schön. Und das mit den Vorträgen, die sind relativ breit gefächert. Also ja. Das ist jetzt so mein Eindruck. Und auch sehr viel Praktisches dabei, wie zum Beispiel dieses Sketchnote, also so eine Anleitung. Also das ist ja so ein richtiger Vortrag. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, wo man lernt, Sketchnotes zu machen oder so. Es war sehr viel Praktisches bis jetzt immer dabei. Also mein Bruder ist drinnen gesessen in dem Vortrag, hat wieder so, das hat es beim vorigen Jahr auch schon gegeben, bekommt man gleich zwei Stifte, darf man sich dann auch behalten, und zugleich mit Anfangsübung so zeichnen sie mal ihren Nachbarn irgendwie zum Aufwärmen. Also da kommt man, also wenn man möchte, kann man da wirklich so aktiv reinsteigen in verschiedene Sachen. Also das, mir gefällt das eben, dieser gesellschaftliche Ansatz, was macht das Internet mit der Gesellschaft und was können wir daran bewegen. Und nicht nur, also natürlich viel auf der Drüberreden-Ebene, aber nicht nur, wenn man nicht will. Und es ist eine coole Location, wo man sich auch ein bisschen treiben lassen kann. Es ist so ein alter Rangierbahnhof, glaube ich. Ja, sowas. Genau. Es ist wirklich, und jetzt mit dem, wo sie den hinteren Hof auch geöffnet haben, und es gibt halt natürlich da, wo die Steckdosen sind, das nennt man so Affenfelsen, da haben sie halt so Kisten aufgebaut, da kann man sich drauf setzen. Sehr viel Kulinarik natürlich auch irgendwie. Freie Bierverkäufer? Ja, naja, freie Bierverkäufer nicht unfrei, aber Bier gibt es trotzdem und das wird auch konsumiert, so ab späteren Nachmittag. Es ist total nett, irgendwann geht es in eine Party über, da war ich jetzt auch mal einen Abend irgendwie. Es ist, ich finde es noch immer sehr nett. Berlin eine Reise wert. Ja. Wunderbar. Ich bräuchte eine Überleitung, ich würde gerne mal ganz was anderes reden. Schau mal. Ja, ich habe den Leuten gefolgt auf Twitter, war dann ein bisschen neidisch, habe mir gedacht, jetzt brauche ich irgendeine Belohnung. Ich habe mir dann ein Flugticket und Hotelticket für den CCC im Winter gekauft. Oh, aber hast du noch gar keine Eintrittskarte? Nein, ich riskiere. Wow. Ist aber gescheit, dass ich jetzt schon mal. Jetzt sind auch die Hotelpreise noch niedriger. Und die Flüge gibt es interessanterweise auch schon. Zugtickets gibt es ja noch nicht, aufgrund dieses Wechsels immer, dass die Eisenbahnen im Dezember den neuen Fahrplan einführen. Schon kriegen wir auch keine Zugtickets. Bitte? 8. Dezember ist es. Ja. Aber es steht eben noch nicht fest, wie das dann sein wird, aber Flugtickets. Danke für den Tipp, Stefan, das ist Atom. Ich habe das ja gelesen, wollte dann auch Hotel buchen, das Hotel, wo ich immer war, und da kann man aber noch nicht buchen. Ja. Aber kurz. HRS hat viel schon, viel buchbar. Diesmal bin ich ein bisschen näher dran, das letzte Mal war ich so 3 Kilometer weg. Das heißt, ich bin immer in der Früh 3 Kilometer hingelatscht und am Abend 3 Kilometer zurück, einfach um ein bisschen Frischluft zu haben. Aber es war dann schon ziemlich weit, teilweise und ziemlich kalt. Jetzt bin ich auf 2 Kilometer. Also ich möchte kein Risiko eingehen, das Hotel kann ich jetzt schon. Ja, wenn man das Thema Reisen sieht. Ja, hat super gepasst. Ja. Die Filme mache ich nächstes Mal. Aber
Oder interessiert dich Kinofilme? Nein. Wir haben noch vorher gescherzt, weil irgendwas gesagt, er will seine Filme besprechen und ich dann so, werden die immer verschoben, die auf seiner Liste standen. Ja, ich hätte auch noch. Ich habe auch einen Film aufgeschrieben, ich dachte, ich habe keine Ahnung, was ich auf die Themenliste schreiben soll, aber mit Filmen aufgeschrieben habe. Ich hätte nur gern diesen Herzog Lynch-Film irgendwann mal besprochen. Naja. Fritz also Lang nicht hatten wir auch mal geplant. Ja, aber da würde ich gerne noch einen zweiten Film zu Fritz Lang, nämlich noch dazu schauen. Okay. Und dann schaue ich auch mir noch Die Frau im Mond oder so, habe ich mir gedacht, habe ich letztens in einem Podcast gesprochen. Muss ich ja noch reinschauen. Ja, Thema Reise. Ja, und es ist so, ich kann nicht so viel Couchsurfer hosten, wie ich gerne würde, weil ich in einer Beziehung lebe und kriege dann so Sachen zu hören, wie dann soll ich auch selber die Wohnung mehr putzen, wenn ich dauernd Leute einlade und sowas. Wie unpraktisch. Wie unpraktisch, ja, wirklich. Ja. Und naja, und jetzt habe ich Folgendes gemacht, habe ich so eine Couchsurfer-Anfrage gekriegt von einem chinesischen Weltreisenden und das hat halt interessant geklungen. Die Cleveren schauen ja dann ein bisschen das Profil an und schreiben, ja, I would love to chat with you about this and this topic oder could we meet in a coffee? Und dann habe ich dem halt geschrieben, ja, du, ich kann dich nicht hosten, aber wir können uns gerne in einem Café treffen. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht und bin als Wiener endlich wieder mal in ein Wiener Kaffeehaus gegangen und habe dann beschlossen, ha, das sollte ich öfter tun. Welches? Ich war im Café-Museum mal in Karlsruhe. Oh, das schaut jetzt total anders aus als ich es von früher. Ein bisschen kaputt renoviert, aber naja. Ja, aber war okay. Schon. War das letzte Mal im Studium. Ja. Das heißt, ich merke mir das einfach mal vor, weil ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Welches Café? Café-Museum in Karlsruhe. Okay. Wenn du aus der Opernpassage rausgehst, findest du das. Aus der Opernpassage. Aber in Wien ist eh wurscht, in welches Café. Also nicht ganz wurscht, aber es gibt viele Kaffeehäuser, wo man sitzt. Und das Ideale ist, und das gehört ja zum Kaffeehaus sitzen dazu, du musst dort sein, wenn du eigentlich arbeiten solltest oder so, oder irgendwas anderes tun solltest, was dich viel weniger freut. Und das ist ja dann das Coole am Kaffeehaus, dass man sagt, haha, jetzt treffe ich mich da mit Leuten im Kaffeehaus und tratschen und was trinken und was essen und anstatt das und das zu machen, was ich eigentlich tun sollte. Und dann habe ich mich halt mit dem chinesischen Weltreisen getroffen und wir haben dann einfach getratscht über Gott und die Welt, haben uns ganz gut verstanden. Ich habe mein Mikro mitgenommen, haben mir gedacht, haha, für einen Podcast nehme ich den gleich auf. Aber was ist passiert? Er hat mich aufgenommen für ein Videoprojekt. Das wird gnadenlos gegen gepodcast. Ja, ich wurde gegen. Und er hat sein Kunstprojekt gehabt, dass er von jedem Land, wo er ist, Leute über das Land zu gewissen Themen erzählen lässt. Und am Schluss habe ich dann noch so einen Wir sind die Welt chinesischen Sticker hochhalten müssen und dazu etwas sagen. Also wahrscheinlich habe ich jetzt so einen Religionskult mitgegründet. Oder keine Ahnung, es war chinesisch. Ich habe ihm vertraut. Oder Mao beleidigt. Ja, was auch immer. Es war ganz cool. Aber wir haben recht viel über Politik geredet und das für mich Praktische, also waren zwei Erkenntnisse. Das eine ist, auch wenn man jetzt aus diversen Gründen nicht jemanden hosten will oder kann, weil halt die Wohnung gerade voll ist oder nicht aufgeräumt, ist es nett, wenn man den Couchsurfern, die einem anfragen, nett zurückschreibt. Und da gibt es sogar so einen Button, dass man sagt, man hat nur Zeit für Kaffeehaus und das ist halt auch nett. Du sparst jetzt kompliziert wohin fahren und mit Leuten tratschen, du kannst das alles zu Hause machen, speziell wenn du in einer größeren Stadt wohnst, wo eh von der ganzen Welt Leute herkommen. Es gibt einen dedizierten Button dafür, dass du einfach nur so. Ja, es gibt so einen Button, ich hoste, ich kann mit dir die Stadt zeigen und ich kann auf einen Café gehen und so, aber man schreibt es halt hin. Und das war für mich jetzt halt das erste Mal, dass ich nur mit wem auf einem Café war. Ja, fast das erste Mal. Ja, und wir haben dann sehr viel über Politik geredet, Tiananmen-Massaker, wie Internet funktioniert in China, wie Zensur funktioniert, wie Internetzensur funktioniert und so weiter. Und dann über Demokratieverständnis oder seine Vorstellungen halt. Und, wir haben uns einfach gut verstanden, wir Gedanken. Und ich kann es jetzt hier nur zusammenfassen, ich will es nicht so ausführlich machen, aber ich habe halt gefragt, was wird passieren, wenn es in China freie Wahlen sind? Wer wird gewählt werden oder wird überhaupt jemand gewählt werden oder würden die Leute wissen, wen sie wählen soll? Und er hat dann sehr lange darüber nachgedacht und hat gesagt, also was er glaubt, dass er keinerlei demokratische Tradition jetzt gibt mit Mehrparteiensystem, wird am Ende eine relativ autoritäre Regierung gewählt werden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die jetzige Partei ist, aber im Wesentlichen sich nicht anders benimmt. Die wird genauso happig sein, dass die Grenzregionen, also Tibet und diese chinesischen Provinzen, wo es Unabhängigkeitsbestrebungen gibt, dass die
gewaltsam sozusagen beim Imperium gehalten werden. Mhm. Und er hat also sehr viele Länder von ehemaligen Jugoslawien und ehemaligen Ostblock bereist und dort mit Leuten geredet, also die den Umbruch noch erlebt haben in den 90er Jahren. Und er hat gesagt, das Fazit war halt, er in China hat geglaubt, ja, also Demokratie ist das Beste und wenn das kommt, dann ist alles leiwand. Und er hat halt in Europa durch Reden mit den Leuten gelernt, dass Demokratie wertlos ist, wenn die Leute keine Jobs haben und kein Essen. Das ist für uns eine Non-Anet-Erkenntnis, aber es war bald nett, das zu sehen. Ne? Ja. Und was er glaubt halt, wenn... wertlos ist halt. Ja, wertlos, die Leute sagen dann, was nutzt man das? Schön und gut, ich kann mich melden, aber nichts zu essen. Ja, also es führt dann eher dazu, wenn du geschichtlich interessiert bist, dass dann eher sehr autoritäre Regionen gewählt werden, die versuchen, das halt... geschichtliche Bedingungen, anderes Thema. Okay, ja. Und das andere war, ich habe gefragt, wie Zensur funktioniert, und er hat gesagt, also es ist schon so, dass er viel mehr politische Freiheiten hat als seine Eltern. Also er hat gesagt, seine Eltern, wenn die blöd über Mao geredet hätten, wären sie im Arbeitslager gelandet. Und er ist so, er kann jetzt seinen Freunden schon sagen, er findet die Regierung macht das und das schlecht und da passiert auch nichts. Auch wenn das jetzt ein Polizist zufällig überhört in der Bar, also das ist kein Problem. Ja. Aber wenn er jetzt das in so einem chinesischen Chat schreibt, und zwar haben die keinen, also die haben praktisch alle westlichen Service gespiegelt. Es gibt kein YouTube, sondern einen chinesischen Service dafür. Mhm. Ja? Und wenn er dort schreibt, dann wird das halt intern vom Zensurmechanismus gekillt. Ja. Und er wird sozusagen daran gehindert, das zu publizieren. Und wenn er es dann ständig probiert, mehrmals, wenn man das jeden Tag macht, dann ruft halt die Polizei an und warnt einen. Und dann, wenn man sich dann noch einmal mehr blöd aufhört, kann man es verwarnen. Das ist ein... Man in die Richtung geht es einfach auf den anderen weg, sozusagen. Nein. Aber du... Ja, und wenn man es scharf nachdenkt, gibt es ja auch in Österreich Mechanismen, wo das ähnlich läuft. Also ich kann auch nicht... Es gibt Sachen, die ich hier nicht schreiben kann im Internet. Ich möchte das jetzt nicht die Zensur in China kleinreden, aber es war für mich interessant, dass da eigentlich gewisse Dinge sehr vergleichbar sind. Ja, das... Zum Beispiel ein erdoganisches Schmähkritik. Genau, da sind wir bei dem Thema eigentlich, ja. Ja, und sonst, wir haben einfach so plaudert über, er hat sich scheiden lassen von seiner Frau und jetzt, wie das halt ist, und er hat einen schlechten Job gehabt, also einen Job, wo er gut verdient hat, aber wo ihm langweilig war, und dann hat er gekündigt und es hat der Frau dann nicht passt und so weiter und so. Also sie draufkommen, egal wo du wohnst, die Probleme sind eigentlich sehr ähnlich und sehr vergleichbar, und wir haben uns einfach gut in die Richtung verstanden. Ja. Ja. Bekommst du das Soundfile? Wirst du das veröffentlichen selbst? Nein, ich könnte ihm jetzt anschreiben, aber er hat gemeint, er macht das mal nur für sich, er hat nicht vor, das zu veröffentlichen. Okay. Und was er vorhat, das war für mich auch sehr interessant, dass er in einer Bank gearbeitet und dann als Manager von einem Kraftwerk, glaube ich, oder in der Verwaltung. Mhm. Und er hat gesagt, er möchte jetzt irgendwas machen mit Cultural Exchange. Also er möchte sozusagen sein, er ist sich bewusst, dass er einer, der ist von der privilegierten Klasse sozusagen, die Auslandsreisen machen dürfen, die das Geld haben, die jung sind, also die Englisch können, die sozusagen Zugriff auf Weltinformationen haben. Und er möchte das halt nutzen, um in China dann eine Art Business- oder Kulturaustauschverein oder Vorträge zu machen. Also er hat darüber geredet, dass er TED-Talks nach China halt holen will. Dort seinen TED-Talk machen. Und das war für mich einfach sehr interessant. Also auch, dass wir die gleichen TED-Talks schauen und so. Ne? Ja, und ich kann halt nur empfehlen, bei Couchsurfing auch das Feature zu nutzen, dass man einfach mit fremden Leuten aus anderen Ländern oder Kulturen einfach nur auf einen Kaffee geht. Ja, klingt passt gut. Ja. Klingt passt aus. Kino? Ach, war jetzt noch Kino. Ich mache den ganz schnell. Den einen Film, der so lange dasteht. Ja. Weil ich mich schon kaum mehr daran erinnern kann. Da war so gut, den habe ich erst bei der Zweitsichtung so wirklich gut gefunden. Das ist nämlich eine Co-Produktion von Werner Herzog und David Lynch. Kennt man ja beide wahrscheinlich. Den einen von Twin Peaks, das ist eine bekannte Serie. Werner Herzog, der so viele Filme mit Klaus Kinski gemacht hat, beispielsweise, aber jetzt auch in letzter Zeit große amerikanische Produktionen gemacht sind, wobei die ja ein bisschen wechselnd aufgenommen werden. Ich habe auch nur zum Teil gesehen.
Auf jeden Fall hat er da eine True Story, haben sie da verfilmt, in der Hauptrolle mit Michael Shannon, einem Typen, den ich bei einer Serie, nämlich bei Boardwalk Empire, sehr zu schätzen gelernt habe. Da hat er nämlich so einen FBI-Agenten gespielt, der aber so immer weiter abrutscht. Sorry, nochmal, wie heißt der Film jetzt? Das habe ich noch nicht erwähnt. Achso. Ich immer meine Dramaturgie. Ja, ich glaube, das ist das ist nicht. Na gut, fangen wir nochmal an. Also, David Werner Herzog und David Lynch. Na, also, der Film heißt My Son, What Have You Done? Genau. Und basiert, wie gesagt, auf einer wahren Begebenheit, wo ein Typ irgendwo, wo haben wir das schon genau, wo ein Typ mit einem. Mit seinen Freunden nach Peru oder so, nach Südamerika irgendwo hinfährt, ja, auf eine Rafting-Tour. Und die wäre zu Beginn der Regenzeit ungünstige Zeichen und dieser Typ hat so die Eingebung, ich fahre nicht mit auf diese Tour. Und warnt seine Freunde noch, die lachen ihn aus irgendwie und er sagt, na, macht es lieber nicht. Sie ziehen los und keiner dieser Freunde kommt zurück. Das Erlebnis verändert diesen jungen Mann sehr und er kehrt zurück nach Hause, lebt bei seiner Mutter, arbeitet bei einer Schauspieltruppe an einem Theaterstück und ist sehr seltsam drauf. Also mein Wikipedia-Artikel ist so ein bisschen in Richtung religiös-Jesus-mäßig, aber einfach, man könnte sagen, entrückt. Er wirkt einfach entrückt. Und der Werner Herzog und der David Lynch fangen das auf sehr gute Weise ein, finde ich, weil der David Lynch beispielsweise so Standbilder sehr gut kann. Und es gibt so Bilder, wo dieser Typ mit seiner Freundin bei der Mutter ist. Die Mutter serviert gerade Götterspeise und man sieht da so gemäldeartig die unglücklichen Gesichter und die Mutter, die die Götterspeise hält und das Ganze irgendwie sehr dramatisch einfängt. Das ist alles. Ach, es ist schwer zu beschreiben. Es gab eine Szene, die fand ich so großartig, ja, die ganze Entrücktheit von diesem Charakter so einfängt. Ja. Es gibt natürlich ein dramatisches, das ist natürlich nicht, aber es endet relativ dramatisch, kommt aber schon am Anfang vor. Aber es gibt dazwischen drin eine Szene, wo dieser Typ ein Haus sucht für sich und seine Freundin. Ja. Und das macht er so, indem er rausgeht aus dem Haus seiner Mutter und auf jedes Haus drauf zeigt und sagt, so das ist das Haus, kaufe ich jetzt. Ja. Die Freundin sagt, da liegen Leute drinnen, ja. Irgendwie das Ganze kannst du nicht jetzt kaufen und einfach reingehen, das gibt keinen Sinn. Und das Einzige, was er sagt, ist, so what? Aber dermaßen mit einer Überzeugung und mehrere Male hintereinander, ach, muss man gesehen haben, ja. Also ich. Und seine Fingerzeit, ich kaufe das Haus Methode funktioniert dann oder nicht? Also er kauft dann wirklich das Haus? Nein, oder? Das hat also nichts mit zu tun. Das ist einfach nur die Drücke. Der hat auch ein teilweise, er baut sich so ein Gestell aus Brillen und lässt sie über einer Lampe rauf und runter kreisen irgendwie. Und die Freundin fragt ihn halt auch, naja, was soll das irgendwie? Ja. Und er meint nur so, er fängt irgendwie das Licht des Himmels und der Engel ein irgendwie und so bewerkstelligt er das. Na, wie gesagt, also wenn man die mit Lynch und Herzog so kennt, also, kann man sich auch vorstellen, warum sie sich diesen Stoff ausgesucht haben. Und es spielt beispielsweise, was immer ein gutes Indiz für einen Film ist, ich bin ja ein großer Udo-Kier-Fan. Er spielt einen Schauspiellehrer von dieser Theatergruppe, wo er mitspielt, dieser Typ. Und ja, schwierig zu beschreiben. Ist sehr geschmäcklerisch, wenn man die beiden Filmemacher mag, auf jeden Fall sehenswert. Anschauen. Ein komisches Stückchen Film, was mir aber beim zweiten Mal schon sehr viel Freude gemacht hat. Also komisch jetzt im Sinne von seltsam oder auf heiter komisch? Nicht zwingend heiter, obwohl nicht zwingend ich gut. Es auch heitere Momente dabei. Also eher in Richtung absurd oder schräg? Absurd, ja. Und du warst aber, also du vergibst eine Biertaucher-Empfehlung? Ich sollte mich zurückziehen mit vielen Empfehlungen. Ich fand ihn bemerkenswert. Auch wenn man die Stile von diesen beiden Filmemachern irgendwie so gut heraussieht irgendwie und von der Dialoggestaltung. Der ist einfach gut. Und der Michael Shannon ist einfach
Ich hoffe, der kriegt noch ein bisschen Screentime in guten Filmen. Ja. Bis jetzt durfte er, glaube ich, nur der Bösewicht bei Superman spielen. Ich wollte schon sagen, ich habe das gerade vorgestellt, was du da erzählt hast, mit Michael Shannon. Ich kenne ihn gut. Und, boah, Hilfe. Ja. Das muss gut ausschauen. Muss gut, der ist gut. Der ist gut. Ja. Und creepy. Ja, also das kann er. Ja. Wir haben seit ein paar Wochen eine Altlast auf der Liste. Einen Kommentar eines unserer Gäste vom Voldemort. Ich lese mal nur vor, nachdem du auch eine Meinung dazu hast. Vielleicht ein bisschen zu politisch, schreibt, aber schon bedenklich. Jetzt werden wir politisch. Wie man auch schon zu Lugner als Präsidentschaftskandidat stehen mag. Er hat 6.000 Stimmen abgegeben. Und dann im ORF... Bekommen. Abgegeben oder nicht? Abgegeben beim Einreichen. Unterstützungserklärung? Ja. Okay, schon. Ihn dann beim ORF bei den Zweiergesprächen zu ignorieren, ist höchst unneutral. Also da geht es um die österreichische Bundespräsidentenwahl, wo man eben 600 Stimmen vorher Unterstützungserklärungen haben muss, dass man überhaupt antreten kann. 6.000, ja. 6.000. Und dann eben die Problematik war, die auch in einigen Medien kritisiert worden ist, dass er vom ORF in den Zweiergesprächen diskutiert worden ist. Ich werfe dir das entgegen, Harry. Du hast doch eine Meinung dazu. Ich habe das aufgegriffen, weil ich mir gedacht habe, ich habe geschaut, zu welchem Thema ich was dazu sagen kann. Ich habe ihm eine Unterstützungserklärung gegeben. Du warst einer der 6.000. Ich war einer der 6.000. Du wolltest, dass Lugner zur Auswahl steht. Ja. Mhm. Some people just want to watch the world burn. Nein, mir ging es um tatsächlich, also ich habe es ihm in der Nachricht gegeben. Und zwar aktiv, also ich bin auch wirklich hingegangen, weil ich wohne auch direkt neben meinem Amtshaus, also das war für mich kein Umweg, weil ich einfach wollte, dass nicht jemand an 50 Unterschriften einer Kandidatur scheitert. Was ich nachher erfahren habe, diese eine andere Kandidatin, die Ella Vidala, oder wie sie heißt, die hatte auch schon über 5.000 Unterschriften, aber die hat die Nachfrist nicht in Anspruch genommen, also... Da ist halt auch die auch nicht zutraut oder offenbar nicht. Also, und du musst ja auch ein Geld zahlen für die Nachfrist. Der Lugner hat es in der Frist nicht geschafft, seine 6.000, und hat dann die Nachfrist genutzt, um die paar Unterschriften noch zusammenzubringen. Genau. Und dabei hast du ihm geholfen, weil du das auch medial erfahren hast. Ja, ne, und weil ich wollte, dass nicht jemand wegen ein paar Unterschriften nicht antreten kann. Und weil ich das generell mache, also ich finde, eine Unterstützungserklärung gebe ich eigentlich immer, wenn mich jemand fragt. Also egal wem. Also auch wenn das jetzt nicht deine... Nein, ich habe noch nie jemanden gewählt, der mir eine Unterstützungserklärung gegeben hat. Ich wohne am 20. und dort ist die Homebase von der Sozialistischen Linkspartei zum Beispiel. Mhm. Und deswegen stehen die immer vor dem Amtshaus und ich komme halt dann vorbei. Mhm. Und die haben regelmäßig eine Unterstützungserklärung von mir bekommen und die schaffen das aber nie. Oder treten nur am 20. an bei einer bundesweiten Wahl oder so. Und ich finde es demokratiepolitisch irgendwie interessant. Ich finde es schon gut, dass es so Grenzen gibt, aber... Ich finde, wir sollten da irgendwie einen Prozess, es sollte mehr Auswahl immer geben. Mhm. Und ich wollte, dass er nicht alle ein paar Unterschiede. Vielfalt demokratisch ist so ein Anliegen. Genau. Eine Vielfalt, eine Auswahl zu haben. Mhm. Weil viele, ich habe das auch nie bestritten oder habe das offensiv gesagt, ich tue das, also ich nehme schon in diesem Punkt, in dem politischen Prozess teil, aber eben nicht bewusst, weil ich will, dass jemand antritt, sondern also ich will, dass jemand antritt. Mhm. Ich will nicht, dass jemand bestimmter antritt, notwendigerweise. Vielfalt, Demokratie, Auswahl, wichtig. Und aber würdest du Leuten deine Unterstützungserklärung verweigern, weil die jetzt total wirre Ansichten vertreten, mit denen du nicht einverstanden bist? Oder unterstützt du Kritik? Ist noch nie so weit gewesen. Also ich die wirrste Partei, der ich jemals eine gegeben habe, waren die Christen. Okay. Die mich gefragt einfach. Und ich sage einfach, wer mich als erster fragt, kriegt sie. Und es hängt natürlich davon ab, dass ich nicht gerade am Weg wohin bin und einen Termin habe. Und also es hängt schon ein Chaos-Element ist schon dabei. Ja. Du darfst nur eine abgeben, also darfst dann nicht... Man darf nur eine abgeben. Okay, ja. Und das Interessante ist ja... Fragt, kommt bei dir. Und das Interessante ist ja auch, jedes Mal, wenn eine Wahl ist und es geht darum, Unterstützungserklärungen zu sammeln, am Land hat man vor allem ein Problem. Weil dieses Unterstützungserklärung abgeben ist ja eine Art Deklaration. Für mich ist es keine Deklaration und ich kann das auch de facto anonym machen. Also natürlich muss ich mich ausweisen und muss im Wählerregister sein und wahlberechtigt sein, damit ich das machen kann. Aber am Land draußen zum Beispiel allein, also ich meine, ich denke nur an Geschichten wie die Grünen. Ja? Für heute ist es wahrscheinlich kein Problem mehr, aber
den Grünen eine Unterstützungserklärung zu geben draußen am Land, nur damit sie einfach in Niederösterreich antreten können. Ja. Mhm. Und das, selbst das ist wahrscheinlich in manchen Gemeinden noch. Und sowas finde ich halt echt problematisch. Und da, ich persönlich hätte da gerne irgendeine andere Möglichkeit, antretende Parteien und Personen zu selektieren, als so einen sehr hochpersönlichen Akt mit Ausweisen und persönlich hingehen, glaube ich. Ja, persönlich hingehen ist es auch noch. Dieselbe Kritik ist ja beim Volksbegehren unterschreiben. Da musst du auch was genau, meinen. Also da denke ich dann immer an all diese technische Entwicklung, die wir haben und Bürgerkarte, solche, warum nicht sowas wie eine Bürgerkarte zumindest geht, dass man das wenigstens online machen kann. Dass man den, weil dann ist es egal, dann zählt das Innenministerium, was in meiner kleinen Heimatgemeinde passiert ist, aber die zählen dann auch wieder nur Stimmen, weil es dann irgendwo dazwischen verschlüsselt, anonymisiert wird. Also idealerweise. Ja. Ja, es wirft die Frage auf, wenn du mehr traust, ein elektronisches System, das dann von einem Hersteller wie Diebold gemacht wird oder deiner lokalen Gemeinde, auf die du noch einen politischen Einfluss hast. Ja. Das ist einfach auch eine Frage des Souveräns. Ne? Prinzipiell finde ich schon gut, dass wir noch auf Zetteln wählen. Also, dass wir das nicht mit Computern machen. Also, dass man tatsächlich seinen Willen durch eine einfache Markierung bekannt geben kann. Aber so, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Also, jetzt sitzen wir morgen noch da. Ich habe jetzt spontan keine Meinung dazu. Also ich finde auch, es ist gut, dass man mit Zetteln wählt. Ich kann auch nur dazu aufrufen, selber Wahlzeuge zu sein und sich hinzusetzen und das zu kontrollieren. Aber ich wüsste jetzt auch kein Verfahren, das sicher ist und trotzdem nicht total in die Beliebigkeit ausufert, dass wirklich jeder, der auch überhaupt keine Unterstützung hat, sich auf einem bundesweiten Wahlzettel reklamieren kann. Und du hast es selber gesagt, dass wird auch einen Sinn haben, dass es eine gewisse Mindestgrenze gibt. Ja, also für mich macht das Sinn, weil einfach, wenn sonst du... Sonst ist ja der Wahlzettel geflutet mit lauter Scherzbewerbungen. Genau. Ich finde es halt schade, wenn jemand wegen ein paar Stimmen dran scheitert. Also, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, der Herr Lüngen hat ja zuerst Kinokarten verteilt. Ja. Und dann, dann die Nachfrist war um Ostern, war Ostereier verteilt. Also ich habe sogar das Ostereier abgelehnt. Das ist absolut unkäuflich. Absolut unkäuflich. Eine Unterstützung geschenkt. Genau, ja. Also praktisch, aber das ist auch demokratiepolitischer bedenklich. Eigentlich mit den Ostereiern hat er versucht, die sich zu kaufen. Na ja, dann nachher so als Dankeschön verteilt. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so groß darüber nachgedacht. Ja. Ich habe einfach gesagt, ich nehme es nicht, dezidiert nicht. Kinokarten hätte er auch nicht genommen. Ja. Also. Aber allein die Aktion zeigt ja, dass er versucht hat, sich was zu kaufen. Ja. Ne? Aber das ist halt sehr spannend. Wir haben sehr viel, also jetzt egal vom Ergebnis, wir haben wir irrsinnig viel spannende Diskussionen an dieser Wahl gehabt, finde ich. Das war wobei Wahlgeschenke haben wir ja als traditionelle Handlung in Österreich, nicht? Also die berühmten Kugelschreiber und so weiter, das gibt es ja. Ja schon, aber da ist nicht direkt nachvollziehbar, ob du jetzt eine Unterstützungserklärung machst. Das stimmt, ja. Die kann jedes Kind auch, jeder nicht wahlberechtigt, also jemand, der dir einen Kuli gibt, kann nicht einmal kontrollieren, ob du wahlberechtigt bist. Ja. Und bei der Unterstützungserklärung könnte er nicht ziemlich genau nachkontrollieren, ob du unterstützt hast oder nicht. Ne? Ja, weil die kriegen ja ein Exemplar. Ja, Parteien, das heißt, da könnt ihr dann sozusagen nachher das Ei wieder zurückfordern oder halt genau. Nachher was aufs Konto. Er kann das auch aufheben. Also ich habe Bild meine, der Lugner hat von seiner letzten Wahl in den 90ern, wo er angetreten ist, noch die... das irgendwo herumliegen gehabt und haben, ich weiß nicht, oder E-Mail-Adressen noch gehabt von damals und Telefonnummern und was auch immer. Also. Und ich habe es nicht verfolgt, wie viele Stimmen hat er im ersten Wahlgang jetzt gekriegt insgesamt? Die Anzahl der Stimmen weiß ich nicht, aber es waren 2,6%. Das muss man kopfrechnen, 1%. Chris hatte 820.000 bei 18 oder 19%. Wer rechnet das jetzt? Wir verlinken das schon. Also, gewählt habe ich nicht. Habt ihr das jetzt so geteilt, dass es mein Part der Show jetzt ist und ich habe keinen Plan? Nein. Du sagst so locker flockig, das verlinken wir den Show und ich hoffe jetzt nur, dass ich das nicht verlinke. Ja, dann ist die erste Stunde. Das ist ja ganz Ja, aber jetzt sind wir schon ganz weit weg von der ersten Stunde. Ja. Bei 2,5 Stunden. Ja, aber der das auf die Tagesordnung gesetzt allerdings, hat. Allerdings unter der Bedingung, dass morgen die Datei zur Verfügung steht, weil ich nur morgen Zeit hätte. Am Server wird es liegen. Wenn morgen die Datei auf dem Server liegt, kann ich Shownotes schreiben, weil Donnerstag schon, ja, bin ich
gezwungenermaßen. Bist du ja dann. Ja, unter Menschen. Ja. Ja, klar, morgen ist am Server, ich werde es hochladen. Da der Gregor jetzt sein Erstbier oder Zweitbier geholt hat, kann ich ja noch viel mehr nachliefern. Ja, genau. Ich hätte noch eine Anmerkung, noch eine kleine Kurz-Zwischen-Anekdote, weil kurz das Wort Bürgerkarte gefallen ist. Ich wurde jetzt nämlich mit zwei Dingen belästigt, die mich gezwungen hätten, postialisch mich mit Behörden in Verbindung zu setzen. Aber ich bin so faul, wenn ich das Wort Kuvert schon höre und Briefmarke, dann schlafe ich ein und knalle mit der Stirn auf die Tischplatte. Genau. Also das eine war Zahnarzt, da habe ich eine Behandlung in Anspruch genommen und da bekomme ich von der Wiener Gebietskrankenkasse das zurückerstattet. Nett. Das muss ich dann, haben sie mir so ein Papier in die Hand gedrückt und das soll ich doch dorthin schicken, ja. Denke ich mir, na, das ist mir aber sehr fad. Und das andere war die GIS, gute alte, kann man, hätte ich auch einen Erlagschein oder eine Bestätigung hinschicken sollen, auch postialisch. Und habe ich mir angeschaut, da gibt es, also die diese Abfrage machen, diese Two-Way Authentification für die Bürgerkarte, das kannst du ja entweder die Bürgerkarte oder eben kannst du ja dein Handy registrieren lassen, das gilt wie die Bürgerkarte. Ich habe die Smartphone-Variante eben und das wird eben von eTrust implementiert und die haben auch eine eigene Webseite, die folgendermaßen funktioniert. Du lädst den PDF hoch, authentifizierst dich und das wird digital signiert und muss dann auch so als solches angenommen werden. Und das kannst du, dieses signierte PDF, dann entweder mit E-Mail verschicken oder runterladen und dann weiter verschicken. Ja. Und ich habe das jetzt mal ausprobiert. Also bin ja am Wiener Gebietskrankenkasse. Da kann man sich ja zwar schon einloggen, aber ich habe dann sozusagen die Zahnarztrechnung dann nochmal digital signiert. Und bei der GIS habe ich einfach mal so ins Kundenservice reingeschrieben, hier mein signiertes PDF bitte mal bearbeiten. Bei Fragen können Sie mir mal zurückschicken. Also ich bin neugierig, ich werde berichten, was aus meiner postialischen Faulheit geworden ist. Aber so ein signiertes PDF als Unterstützungserklärung, das wäre doch schon was, ne? Wenn du das Amt gar nicht bemühen müsstest, ja, eben. Sondern die Partei oder der Kandidat muss es bekommen zum Einreichen, aber ja, du müsstest auch selber sehen, ob es ankommen ist irgendwie, ne? Ja. Oder das könntest du eigentlich über einen Kandidaten machen. Das. Und damit müsste dann der Kandidat es dann wie auch signieren, als Bestätigung, dass er es erhalten hat, du bekommst die. Und damit er weiß, dass du das bekommen hast, musst du auch ihm wieder eine signierte Nachricht zukommen lassen und so weiter. Und dann haben wir ein informatisches Problem, ein bekanntes, das per Induktion nicht lösbar ist. Sagt keiner was hier? Keine Informatiker hier? Ich habe das generelle Problem verstanden, nicht auf Informatikerbasis, aber... Mir fehlt ein Bier, also... Ah, du wartest noch auf dein Bier. Nein, ich habe das Verständnis, gleich viel besser. Die Unterstützungserklärung jetzt nicht für so tragisch ist, dass man das so weit treiben müsste. Man könnte ja einen Lookup haben, wo man schauen kann, ob man eine Unterstützungserklärung abgegeben hat. Ja, und dann kommt raus, ich habe bei der AfD eine Unterstützungserklärung in Deutschland abgegeben. Na dann. Ich bin noch gar nicht wahlberechtigt in Deutschland. Ja, aber super, dass man jetzt prinzipiell mehr als nur... Es gab ja vorher schon diese Plattform, dieses Online-Kündigung, oder ich verdrehe wahrscheinlich die Urne wieder, aber so etwas, wo du schon vorgefertigte Formulare zum Abmelden von diversen Plattformen oder Servicen hast, die du unterzeichnen kannst, aber wenn man jetzt einfach so Zeug abfotografiert, ich habe dann noch weiter recherchiert, angeblich soll eine App kommen, wo du dann direkt am Phone Sachen abfotografieren kannst und unterschreiben kannst, das ist doch nicht schlecht. Aber diese Kündigungsseite ist ja nur, das ist ja nur Textbausteine. Genau. Das ist jetzt nichts Offizielles, sondern es ist einfach nur Adressen hinterlegt mit Textbausteinen und du kannst es einfach direkt rausschicken. Richtig, und aber auch halt mit dieser digitalen Signatur, was das Ganze halt super macht. Das stimmt. Ich fand das sehr elegant, diese eine Seite, die ich da gefunden habe. Wenn man auch gleich schön sieht, diese Textbausteine sich dann. So, es ist gar nicht aufwendig, es ist einfach nur funktional. Ja. Gut, was sind, es sind halt 1000 Adressen hinterlegt. Von A1 bis, was ist mit Z? Irgendwas? A bis Z. Alles dabei.
Also die Sachen, wo man gern kündigen möchte. ZDF. ZDF. Wo es dann nicht mehr zu. Oft mühsam ist, oder sie ist ja besonders mühsam machen und dann gern mal deine Kündigung verlieren und dann, sie haben ja gar nicht gekündigt und so. Dass du es gescheit nachweisen kannst. Aber es ist halt super praktisch. Ich finde es. Und du hast alle Adressen gesammelt dort. Du brauchst es nicht irgendwie suchen. Ich sollte das nächste Mal auch das nehmen. Weil ich habe vor anderthalb Jahren eine Versicherung gekündigt und letztes Jahr haben sie versucht, an einem ungünstigen Tag, wo ich nicht so viel Geld auf dem Konto hatte, wie die abbuchen wollten, haben sie versucht, es abzubuchen. Das war interessant. Ich habe denen dann geschrieben, wir wissen nichts von einer Kündigung, habe ich als Antwort zurückbekommen. Ich habe auch das Ding postalisch denen zugeschickt, aber nicht per Einschreiben oder sowas, weil es mir zu viel Geld ist. Und komischerweise habe ich seitdem, nachdem die mir zurückgeschrieben haben, ja, haben wir nicht bekommen, auf meine Fragen und Antworten, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, im Dezember 2015 keine Antwort oder sonst was von denen bekommen. Also anscheinend scheint ihnen das jetzt wirklich wurscht zu sein. Ich sage jetzt auch nicht die Versicherung. Ich habe ein... Kino? Ja, Kino. Jetzt komm ein See. Ich muss mal vorher kurz einwerfen, weil du sagst, man soll auch Werbung machen. Ich habe endlich einen Blogposting gemacht, wie toll ich bin. Also ich habe meinen Firma-Blog. Ich bin toll, ja genau. Ja, ich habe es ein bisschen länger geschrieben. Das habe ich einmal in einer Episode gesagt. Das hat sie da vorhin. 100. Ja, Episode 117. Werbung stinkt, aber der Stefan hat mich von diesem Marke befreit. Nein, Eigenwerbung ist cool. Also bitte auf spielenprogrammieren.at/blog nachlesen, erfreuliches aus dem Kursleben. Und ja, zwei Kinofilme habe ich, ein Mann namens Ove und ein Königreich für ein Hologramm. Was darf es denn sein? Zuerst mal den Tom Hanks. Ein Hologramm für den König. Ein Hologramm für den König. Passt auf, schön. Ja, eins von beiden. Irgendwas haben sie mit Namen hier. Ja, irgendwie verwechseln wir es. Das wurde übrigens schon von einem Hörer kritisiert, dass wir oft Filme besprechen, deren Titel wir gar nicht kennen. weiß ich nicht mit dem Titel, aber Folgendes kam vor. Und der Film war anonyme Filmspoiler. Wenn sie nächstes Mal ins Kino gehen, wird es dann Gluck machen. Verdammt, wir haben die Titel doch immer alles verraten. Und haben schon vorgewarnt. Genau. Okay, also der Film mit Königreich und Hologramm im Namen und Tom Hanks als Hauptdarsteller ist ein Film über Saudi-Arabien und ich habe mir gedacht, wow, das ist ein bisschen gesellschaftspolitisch und ist eine Analogie auf den Niedergang der USA und das war in der Beschreibung, also dass ein eher abgehalfterter Industrievertreter nach Saudi-Arabien geschickt wird und dort vergeblich auf einen Termin beim König wartet. Das ist jetzt die ganze Handlung in einem Satz. Und das war's dann auch. Okay. Aber es war jetzt nicht das, was ich mir erwartet habe. Es war sehr wenig Politik und sehr wenig Gesellschaftskritik. Okay. Sondern es war eher eine Art Liebesgeschichte. Mhm. Und mit exotischen Schauplätzen und fremde Kultur, also ein bisschen Kulturclash. Also sehr aufs Menschliche runtergebrochen. Sehr aufs Menschliche runterbrochen. Und dadurch hat das Ganze sehr versöhnlich gewirkt und das für mich die Aussage war eigentlich, dass auch wenn eine Kultur komplett anders ist und die rennen dort mit Kamelen herum und Sand und haben zum Teil für uns sehr extrem unverständliche Gebräuche, sind die großen Sachen wie also Liebe, Scheidung, Heirat, dass man halt einen Job hat oder dass man dort lebt, wo man mit den Menschen zurechtkommt, die sind sozusagen gemeinsam. Mhm. Also es war eine sehr versöhnliche, globalisierte, menschliche. Du hast das jetzt gelernt im Kino und bei deinem Computer. Ja, vielleicht genau. Tut das sich auch ein bisschen beeinflussen gegenseitig. Ja. Und ja, wie viel darf ich spoilern? Also, komplette Nacherzählung? Nicht sehr viel. Sagen wir doch ganz ehrlich, gar nichts. Ja, am besten, ich kann auch gar nichts. Das ist schwierig. Ja. Was sieht man? Das ist einfach nur das Objekt, das Subjekt und das Prädikat des Satzes weg. Welche Satzzeichen würdest du verwenden? Bremst mich einfach ein, wenn es zu genau wird. Oh, stopp. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ich werde gerade ein bisschen müde, aber er benimmt. Ja, langsam. Ja, genau, richtig. Und das Bier übernimmt mich Bier vollständig. Ja. Soll ich noch ein Detail? Also, dass du den Wizard of Oz anschaut. Mein Mann namens Ove. Ach so. Genau. Das war der andere Film. Mhm. Da geht es um einen. Stopp! Passt. Um einen Mann? Ja, jetzt hat er schon gespoilert. Ich glaube, ich möchte nicht spoilern. Weißt du, ich werde immer geschimpft von den anderen, dass ich die ganze Spannung aus dem Film rausnehme. Ja, ja, er hat mir auch schon vorher verboten, über Game of Thrones noch irgendwas zu sagen. Ja, ja, kein Spoiler. Also aber es wird schon so ein bisschen. Ich werde dich einbremsen. Achso, wir reden Zeit. Nicht mehr über das Königreich. Okay, ja, Mann Ove. Oder? Mann und Ove. Also das ist mir genau. Wurscht. Diesen Film haben wir schon genug erzählt. Ja. Okay. Okay. Mann namens Ove wesentlich weniger empfehlenswert als der Hologrammfilm. Okay. In meinen Augen, sondern war irgendwie brav. Vieh. So ein skandinavischer Film. Was sieht man? Einen eher ungustiösen Mann, so einen älteren Mann, der halt so sehr pedantisch ist und so. Der eine Art Ordnungspolizei in seiner Wohnsiedlung spielt. Und die Handlung ist, dass er lebensmüde ist, weil Frau gestorben und Firma, also Jobverlust und alles und Pension. Mhm. Und dass er sich eigentlich umbringen will, weil er eher nur auf alle Kantig ist. Und das funktioniert halt nicht, das Umbringen. Das ist dann so der Running Gag, dass er immer wieder einen Selbstmordversuch macht. Und gerade wenn er so weit ist, klopft, kommt dann irgendein süßes Nachbarmädchen bei der Tür hinein oder er muss eine Katze retten oder einen anderen Selbstmörder vom Gleis stoßen und so. Ja. Und was klingt nach schwarzem Humor? Also ja, ist leider nicht schwarz. So. Nein, klingt skandinavisch. Es ist furchtbar brav, das Ganze. Es ist wahrscheinlich für skandinavische Verhältnisse sehr schwarz, aber wenn man jetzt britische schwarzen Humor mal oder Monty Python gesehen hat, ist es nicht sehr schwarz. Es ist einfach, es war für mich so wie ein sehr braver Film, der jetzt im ORF 2 hätte laufen können um 20:15 Uhr. Okay, ich meine, manchmal kann das ja funktionieren, von der Stimmung, von der Musik her. Ja, also es war weder so besonders traurig, noch was besonders lustig, noch was besonders spannend. Ich habe nicht berührt, genau. Nein, es war auch nicht besonders unberührend und so. Es war einfach brav. Also es war jetzt, da kannst du nichts dagegen sagen. Da kommt ein Quoten-Homosexueller vor, der ihm irgendwie geholfen wird. Es ist eine Story über Rollstuhlfahrerin und tragische Lebensgeschichte und alles und so. Und es sind zum Teil amüsante, ja, ein paar Gags waren auch drinnen, also es ist nicht so, dass man nicht schmunzeln darf und im Wesentlichen ist es eigentlich ein Film, wie stirbt man richtig oder wann stirbt man, wann ist Zeit zum Sterben. Mhm. Und jetzt aber auf eine, also so, dass du es auch mit deinen Kindern anschauen kannst. Okay. So familiengerecht hinuntergebrochen. Die Moral war dann halt, dass er dann am Schluss vom Film in Frieden stirbt, aber halt. Ach, jetzt ja nicht. Naja, nun, ah, als alter Mann. Dass er. Ach, ich mach nichts. Dass er halt sein Leben lebt, auch so, dass die anderen was davon haben. Ne? Also nicht als gegen die anderen, sondern mit den anderen und dann funktioniert das auch mit dem Sterben. Mhm. Ein Mann namens Ove. Wo hast du das da angeschaut? Hast du es auf Deutsch oder Original? Ich habe es im Original angeschaut mit Untertiteln. Aber ich glaube, es würde auf Deutsch genauso funktionieren. Also ich habe jetzt keine schwedischen Schimpfwörter gelernt, oder? Nee, aber ich mag es trotzdem, wenn ja, ich es original. Was spielst du denn? Votivkino habe ich es mal gleich angeschaut im Original. Schwedischer Film mit finnischen Untertiteln? Nein, mit englischen. Also. Mit englisch oder deutschen Untertiteln, das weiß ich jetzt mal genau. Und ja, es gibt Witze zwischen Saab-Fahrern und Volvo-Fahrern, das habe ich gelernt. Also, die mögen sich anscheinend nicht so. Ja. Und sonst sind die, glaube ich, durch die Bank alle eher Wortcharakter. Das ist oftmals so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Anna, wolltest du nicht noch erzählen? Ja, ich hätte jetzt noch einen Fiat-Witz. Bitte. Wieso grüßen sich Fiat-Fahrer am Mittag nicht? Weil sie sich am Morgen schon in der Werkstatt gesehen haben. Ah, oh. Also, Fiat. Wird auch noch in der Zukunft dazu verkneifen. Anna, du wolltest was erzählen. Ja, die Anna muss vorausschicken, dass er nach wie vor keine Ahnung vom Programmieren hat. Das ändert jetzt, das hilft alles nichts mit dem
mit dem Programmierpodcast, weil es geht halt doch ein bisschen langsam, die ganze Sache. Jetzt habt ihr mich aber ja letzte Woche auf einen totalen Blödsinn gebracht. Ich habe ja einen Teil der Shownotes der Sendung geschrieben und ich habe dann einen Satz geschrieben, der hieß: Christian weiß, dass Brainfuck? 99 Bottles of Beer in Brainfuck wie eine Bierflasche ausschaut. Und dann saß ich so da und dachte mir so, was habe ich jetzt bitte gerade geschrieben? Und habe mir das dann eben angeschaut, diese Bierflasche. Also habe mir das mal angeguckt und hatte dann ja eben nicht das, sondern die Bierflasche, wie sie halt in Brainfuck ausschaut, wenn sie da geschrieben ist. Und habe zwar nicht verstanden, was da steht im Code, aber ich hatte sofort eben eine Strickschrift im Kopf. Also wenn man... Du hattest eine Strickmuster erkennen. Wenn man Leuten beschreiben möchte, wie sie irgendwas stricken sollen, weil man irgendein Muster entworfen hat, dann gibt es eine Art, das aufzuschreiben mit Sonderzeichen. Okay. Das nennt sich dann Strickschrift und ich hatte bei dieser Bierflasche halt sofort irgendwie, ich habe da drin sofort Muster gesehen und dachte mir, ja, wie geil, das ist ja total logisch. Und dann habe ich mir irgendwie heute mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, rausgesucht, ein Beispiel für Hello World in Brainfuck und habe mir das so angeguckt und dachte mir, das ist wie beim Stricken. Das ist einfach diese Vorgehensweise, es ist einfach total wie beim Stricken. Du kannst eh schon programmieren durch die Strickschrift. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür man Brainfuck brauchen kann, aber ich finde es irgendwie, mich begeistert es einfach restlos, dass es bei mir sofort so also ich habe sofort irgendwie ein Muster gesehen und das war so, ach so, okay. Also die Frage, wofür Brainfuck gut ist, und zwar im wissenschaftlichen Bereich wird Brainfuck verwendet, bei anderen Programmiersprachen zu beweisen, dass sie Turing-fähig sind. Der Beweis sieht so aus, dass man versucht, diese Sprache, bei der man gerade beweisen möchte, dass sie Turing-fähig ist, sie auf versucht in Brainfuck umzumünzen, also irgendwie Analogien zu finden, weil man weiß, dass Brainfuck Turing-fähig ist. Turing-complete. Ja. Cool, dann hätte ich dachte mal, es ist wirklich nur so ein Spielzeug, aber das ist ja ist cool. Es auch. Das kann man ja, das war die Intention. Da kann man ja richtig was damit anfangen. Ja, das ist auch eher Zufall, weil man wollte beweisen, dass Brainfuck Turing Complete ist und das hat man dann halt bewiesen und seitdem geht man hin und zu beweisen. Es ist darum. Ja, offensichtlich habe einiges nachzuholen. Aber wie gesagt, das war bei mir... Jetzt drängt sich die Frage auf, ist die Strickmustersprache Turing Complete, ne? Also da gibt es verschiedene Arten, da kann man stundenlang kann man drin rumnörden, da kann man schleifen, da kann man... Okay, Schleifen sind schon bereits eine... Das ist auf jeden Fall schon mal... Verzweigung braucht man nicht, es reicht Schleifen und na, brauchst... ich glaube Schleife und noch eine Sache fehlt also noch. Ich glaube Plusoperation. Mit Sternen, aber ja, hat man häufig. Also ich glaube eine While-Schleife ist noch nicht Turing-fähig. Da fehlt noch, ich glaube Plusoperation oder sowas. Ja, aber es ist aber ziemlich auch Strickschrift. Ja. Ja. Also auf jeden Fall die Strickschrift so ein bisschen wie Notenschrift vorstellen, eine Notation für Noten. Da hast du auch Wiederholungszeichen und so. Und ich glaube, ich bringe euch einfach mal einen mit. Ja, ich kann es genau. Echt schlecht beschreiben. Okay. Auf jeden Fall war das für mich ein totales Aha-Erlebnis, als ich plötzlich eben nicht irgendwelche Zahlen oder Wörter vor mir hatte, sondern diese Sonderzeichen. Und dann war so, ach so. Ja. Und hast du das Brainfuck gelernt oder dich in den Tutorial gestützt? Jetzt so schnell geht es mit dem Lernen nicht. Ah, ich habe mir das erst heute angeschaut. Ich weiß tatsächlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich damit tun sollte, aber warum jetzt nicht, ne? Was man mit Programmieren tun sollte, ist ja eine philosophische Frage. Wenn wir nicht zahlt würden dafür, das auch nicht wissen. Vielleicht fällt mir irgendwas ein, was ich damit anstelle. Also es ist auf jeden Fall was mich so fasziniert hat, dass ich wahrscheinlich dann noch öfter irgendwie mich damit befassen werde. Ja, ich habe ein Talent für sinnloses Zeug. Ja, sonst habe ich jetzt gerade nichts. Ja. Aktuelles. Kein Film gesehen. Nichts erlebt. Auch schön. Gregor, noch ein Film? Noch ein Film. Du hast noch einen. Dennis, du wolltest einen Fritz Lang Film. Jetzt mach du doch mal einen Fritz Lang Film und ich hänge mich nächste Woche an.
Oh, war ja, okay, gut. Sag mal, welche allgemeinen Plätze über Fritz Lang? Ja, ja, Fritz Lang. Ja. Metropolis. Also, meine Freundin hat ja in ihrer Masterprüfung auch etwas über Filmmusik reden müssen. Da hat sie sich 2001 angeschaut und M, eine Stadt sucht ihren Mörder. Und der Unterschied zwischen Film, bei der Filmmusik, was 2001 und M anbelangt, könnte nicht krasser sein. Denn M hat gar keine Filmmusik faktisch. Es gibt ein paar interessante Szenen. Also zuerst mal zu dem Film. Es war einer der ersten Tonfilme überhaupt und für Deutschland wirklich einer, ich glaube, wenn nicht sogar der allererste Tonfilm. Fritz Lang hat sich halt entschieden, mal einen Tonfilm zu drehen. Das Problem, was er hatte, ist, dass das Equipment dafür ziemlich teuer war zu mieten und so hat er nicht alles vertont. So gibt es Straßenszenen, da ist überhaupt kein Ton vorhanden. Es geht darum, dass ein Kinderschänder Kinder umgebracht hat und die ganze Stadt ist jetzt auf der Suche nach diesem Kindermörder. Und dieser Kindermörder wird eigentlich auch von Anfang an schon gezeigt, sogar wie er die Kinder findet. Und die Stadt rätselt darüber, wer es ist. Ein Blinder bekommt ein bisschen mit, und zwar, weil er das Kind gehört hat und weil er einen Mann pfeifen gehört hat. Ah, ein blinder Zeuge, okay. Ja, und dieses Pfeifen ist die einzige Filmmusik überhaupt, in Anführungszeichen. Ja, dieses Kind verschwindet, ist wahrscheinlich tot. Die Stadt ist auf der Suche, die Polizei rätselt, wer es ist, ist total überlastet. Sie machen Nachtschichten, sie sind wirklich nur noch müde und der Bürgermeister möchte hier nun wissen, ja, was ist denn nun, findet ihr mal. Und der Kommissar Lohmann, der übrigens auch in dem nachfolgenden Film das Erbe des Dr. Mabuse mitspielt, derselbe Schauspieler, dieselbe Rolle. Es ist nicht der Gerd Fröber, es ist nicht der Vater von Fröber, ist es irgendwie nicht ein bekannter Name gewesen? Ja, es ist ein bekannter Name. Ich habe ihn jetzt aber blöderweise auch vergessen. Ja, ich bin schlecht mit Namen, aber ich weiß, dass er ein bekannter Name ist. Der hat halt eine zentrale Rolle und hat sozusagen die Leitung. Und wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach du, so, die Unterwelt. Ist natürlich jetzt auch nicht besonders erpecht, dass da ein Kindermörder herumläuft, weil sie das eigene Geschäft nicht nachgehen können. Sie haben das Problem, dass sie die ganze Zeit mit Razzien konfrontiert werden und so weiter und so fort. Also sie Stadt ist in Aufruhr und sie können nichts. Genau, und sie können ihrem Gewerbe, dem Diebstahl, dem Auftragsmord und so weiter nicht nachkommen. Und für sie ist auch ein Kindermörder insbesondere wirklich ein minderwertiges Wesen. Also sie sehen das als wirklich verwerflich an. Das ist, wir hatten auch in einer anderen Diskussion darüber geredet, dass halt dieser Kindermörder, wenn der in den Knast kommt, auf jeden Fall beim Bücken der Erste ist. Also selbst im Knast wäre der nicht gut weggekommen. Und ja, dieser Blinde erkennt später ihn wieder. Den Kindermörder. Am Pfeifen. Und sagt einem anderen, weil die Unterwelt halt auf der Suche nach ihm ist. Also auch nicht nur die Polizei, auch die Unterwelt macht sozusagen eine Menschenjagd auf den. Ja, die Unterwelt macht überhaupt die Menschenjagd. Das ist er. Und der jagt ihm danach. Dieser Kindermörder ist überhaupt eine interessante Person. Ganz am Ende, ich darf doch spoilern, oder? Nein! Oh, scheiße, ich bin jetzt gerade schon erst in der Mitte des Films. Also bitte, wenn du dann darfst, du mir nie sagen, nee, zeig mir nicht die Mona Lisa. Weil das stimmt. Und zeig nicht die Mona Lisa, Dennis. Das ist ein Kunstwerk, das jeder kennt, das ist Allgemeinbildung, das kann man spoilern. Du meinst, das ist schon so alt zurück. Ja. Aber das wäre ungerecht Das ist aber der Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der ist so gut, wenn du den noch nicht gesehen hast, dann darfst du jetzt nichts spoilern. Ja. Ich überlege gerade, das wäre ein Problem, ich spoilere.
Nein. Ja, okay, gut. Komm, irgendwo hört es auf. Das ist richtig. Na, wieso? Ich möchte noch sehen. Ja, okay, halt, dann will ich jetzt nicht weiter drüber erzählen. Ich habe nur das Testament haben und da hättest du das spoilern können. Ne? Ja, du würdest. Ja, okay, stimmt. Aber ja. Selbst dann nicht, das wäre gegen der Wahrheit. Na gut, okay. Also, es ist jetzt ehrlich gesagt schon eine Hauptsache schon drin, die habe ich ja schon gespoilert. Passt. Versehentlich, aber ja, okay. Es geht auch nicht wirklich darum, sondern das Schauspielerische, dieser Drang zu töten, das ist ziemlich offensichtlich. Okay. Am Ende wird es halt nur einfach ziemlich knallhart gesagt. Mhm. Und das ist eine interessante Aussage. Also ein gesprochener Satz bringt sozusagen dann die. Ja, also ja, er sagt das wirklich ziemlich klipp und klar am Ende des Films. Der ganze Film ist übrigens auch eine Nacherzählung vom Vampir von Düsseldorf, falls jemand das was sagt. Nein, das ist nicht. Nee, auch das wusste ich nicht. Weil dort im Prinzip das, was im Film vorkam, auch passiert ist. Okay. Da gab es einen Kindermörder, der hat die Kinder ermordet und die Nazis 1931 haben ihn dann in einer Nacht- und Nebelaktion, nachdem sie ihn gefasst hatten, hinrichten lassen. Der wurde also über Nacht nach Köln geschafft, umgebracht und damit war die Sache gegessen. Also der wurde verurteilt, aber das wurde alles so schnell wie möglich gemacht. Und das wird natürlich nicht im Film thematisiert, sondern nur die Morde und die Suche an sich. Und was überhaupt die Stadt... Es gibt am Schluss eine Szene, wo so... Ja, ich war wo so Frauen reden über das Gerichtsurteil. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich eine Systemkritik an dieser starken Justiz. Das kommt dann auch noch einfach. Also dieser Film wurde ja auch damals direkt verboten in Deutschland, wegen den Nazis, weil sie diese Analogie sofort erkannt haben zu diesem Fall und wie sie selber agiert haben und dass es eine Kritik ist. Und bei dem Film wurde auch viel mit Bildmaterial verloren gegangen. Es gab eine, der Film wurde, glaube ich, in Ungarn uraufgeführt und wurde parallel für das französische Kino auch gedreht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Szenen ob die nachgedreht worden sind oder vertont, aber es muss wohl etwas Aufwendigeres gewesen sein, weil der ist dann in Frankreich auch ins Kino gekommen. Und in den 60er Jahren gab es dann die erste deutsche Vorstellung. In den 60er Jahren. Das ist, so lange hat die Zensur der Nazis gewirkt. Oh, da wurde es in Deutschland uraufgeführt. Und ja, da gab es viele Szenen überhaupt nicht mehr. Und später hat man dann viele restaurieren können, weil es halt noch diese französische Fassung gab. Okay. Wie fliegen die Dialoge, wenn du mal sagst, erster Ton fliegen? Ich stelle mir vor, das könnte Potenzial bergen, dass es noch etwas hölzern vorkommt. Das ist, ja, hölzern. Nein, eigentlich nicht so direkt, weil das waren alles so Theaterschauspieler. Also die ganzen, der eine Wiener, der den Mörder spielt. Peter Lorre. Danke. Da merkt man, der ist Theaterschauspieler. Die Endszene ist wirklich so brillant gespielt. Das ist großartig, ja. Ja, also der ganze Film, die schauspielerischen Leistungen sind mit dem heutigen hinterher. Ja. Aber wenn es dann Dialoge gab, die waren theaterreif. Besonders bei ihm. Da gibt es eine Szene, sitzt er in einem Shantigarten, glaube ich, würde man es heute nennen. Scharnigarten, ja. Bestellt da etwas. Und er hat halt gerade diesen inneren Drang und er wurde sozusagen gerade gehindert daran, ein Kind zu ermorden. Mhm. Und es zerfrisst ihn gerade. Und diese Szene ist so gut, theaterschauspielerisch gesehen, für einen Film heutzutage redet man ja heute nicht mehr drüber. Das ist nicht mehr Film, sondern das ist nur Theaterschauspielerei. Mhm. Also auf jeden Fall gut gespielt, für einen heutigen Film langweilig. Es wird ein Remake geben. Stimmt. Von David Chalko in Serienform. Also das ist sein nächstes Projekt übrigens. Also das, oder zumindest arbeitet er stark daran. Also noch richtig spruchreif ist noch nicht. Remake. Aber es gab nämlich ein amerikanisches Remake auch schon bereits.
Ich weiß aber nicht mehr von wann. Und wieder, der Film hieß auch ein bisschen anders. Ja. Ich hatte auf der Uni eine Vorlesung über Serienmörderfilme, also Filmgeschichte anhand von Serienmörderfilmen. Mhm. Da kam es auch intensiv vor. Und diese Serienmörderfilme basieren halt auch, weil du sagst, der Vampir von Düsseldorf, den kannte ich tatsächlich als Fall und auch noch vielen anderen, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, aber wenn du es mir sagst, dann ja, kenne ich. Und die natürlich sind da Beeinflussung, also das ist wie das ganze Science-Fiction-Genre sich aufeinander bezieht, das ganze Fantasy-Genre, sind auch diese Serienmörder-Kette, also von wir haben da begonnen mit Stummfilmen, diese Sage vom Blaubart, wenn ihr euch das was sagt, ja. Also ein französisches Märchen, Barbleu, und der wurde auch Dutzende, wahrscheinlich hunderte Male verfilmt und wird heute noch verfilmt, das ist einfach so eine klassische Erzählung, ein alter König, der Kinder frisst oder so. Mhm. Ja, also eigentlich, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Und das haben wir halt durchexerziert bis zu Dexter und über Hannibal Lecter drüber und alles, was halt so dazwischen war. Und wenn wir da über deutsche Zensur von Serienmörderfilmen reden, da können wir ein ordentliches Fass aufmachen. Weil da gibt es zum Beispiel, oder überhaupt Zensur von wie die Leute mit Mord umgehen. Da ist ein Beispiel, der heißt Peeping Tom. Das ist ein grandioser Film mit Karl-Heinz Böhm in der Hauptrolle, aber ein englischer Film. Und das ist so ein... Also der war verschollen und der Martin Scorsese hat den... Also nicht verschollen, aber war einfach in Archiven versteckt. Und der Martin Scorsese hat den dann irgendwann ausgegraben und wieder zu einem hervorgebracht auf seinem Festival gezeigt. Und das ist auch so ein Film, der einfach so massiv über Psyche und ja, also... Wie gesagt, du sagst, das Schöne an dem Film ist ja die Psyche und über die, der Mörder ist eigentlich zwar der Bösewicht, aber der ist die absolut interessanteste Figur mit Abstand. Und das ist einfach das Spannende an diesen Filmen, dass plötzlich der Mörder interessant wird. Und wie gesagt, den Höhepunkt hatte das ganze Dexter, weil auch so einer, also es ist ganz spannend. Kann ich auch ein paar Bücher, ich kann den Link dann reinstellen, die ich damals so gelesen habe, von der Professorin, die das gehalten hat. Die, ja, super. Cool. Überhaupt, die Bösewichte sind das Wichtigste im Film überhaupt. Der Held, das ist wurscht. Wichtig ist nur das Böse. Wenn der Böse gut gespielt wird, Heath Ledger ist das beste Beispiel dafür. Der Film war nur wegen dem Joker gut. Und bei M ist es ähnlich. Übrigens, ja, M das selber ist auch ein Remake. Und die Helden halt oft langweilig programmiert sind, oder? Da ist der schwarze, oft männliche Protagonist. Mhm. Deswegen werde ich das nächste Mal noch von einem Vortrag erzählen. Der nennt sich. Warte, jetzt habe ich den. Ups. Wo haben wir es denn? Tag 3. Change the Story, Change the World von der Laura Penny. Und da geht es darum, wie man auch Protagonisten anders besetzen kann und dadurch die Geschichte auch interessanter gestalten. Aber ich glaube, daher rührt auch oft, dass der Böse oft der interessantere, gebrochenere Charakter ist. So, M ist, wie gesagt, selbst schon ein Remake von einem anderen Film. Davor gab es schon bereits die Story an sich. Es ist nur etwas anders gemacht worden. Und noch eine Sache, der Kommissar Lohmann ist tatsächlich eine Anspielung auch auf eine reale Person. Und zwar gab es am Alexanderplatz einen sehr berühmten Kommissar, der ähnlich gehandelt haben muss und der ziemlich berühmt ist. Ich habe jetzt blöderweise wieder mal ein schlechtes Namensgedächtnis und kann mich nicht erinnern. Das ist in der heutigen Podcast-Folge, glaube ich. Ja, das Thema. Ich werde jetzt nicht davon anfangen zu erzählen, weil davon habe ich habe einfach noch zu wenig gesehen, aber von wegen der männliche weiße Held, ich habe jetzt was angefangen, wo mit diesem Klischee gebrochen wird, und zwar die Serie Luther. Sagt ihr was? Ich habe davon gehört, aber nichts. Ich habe noch nicht mal die erste Folge ganz gesehen, aber ich bin schon sehr beeindruckt, weil es eben nicht so dieser coole, glatte Typ ist. Also erstmal ist er nicht weiß, dann ist er auch kein Sympathieträger, dann ist er aber eine wahnsinnig spannende Figur und der ist eben auch Ermittler. Und ja, bin ich durch einen Filmpodcast draufgekommen und hängen geblieben. Und ja. Schön. Noch eine Serie. Ja, aber eine, die eben mal nicht so diesen ganzen Klischees entspricht. Und da gibt es so eine Frau, die nicht so der Sidekick oder so bloß dieses hübsche Mädchen dabei ist.
Muss ich weiter gucken, kann ich dann erzählen. Cool. Ja, zu M noch. Absolute Empfehlung. Du wolltest noch 2001 machen, gell? Zweiter. Okay, ich würde sagen, dazu können wir einen ganz eigenen Podcast machen. Weil 2001, es ist unglaublich, allein schon die Filme. Da gibt es wahrscheinlich schon genug Podcasts, sollte man nicht. Ja, das kann gut sein. Meine Freundin hat über 2001 die Filmmusik eine ganze Bachelorarbeit geschrieben. Oder was, eine Bachelorarbeit? Nee, ein größeres Schriftstück zu. Diese eine einzige Szene, diese Raumschiffszene, diese, wo sie da, ich weiß nicht, diese eine berühmte Szene, die andocken mit dem Wiener Walzer. Diese ewig lange Szene, die habe ich schon. Ich weiß nicht, welche? Da sind ganz viele derartige. Ja, da gibt es aber noch so eine, so eine ganz die immer, Situation. Immer, ja, genau, wo das Raumschiff. Okay, mit dem Drehen, Walzer. Ja, okay. Genau. Keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Ich kenne nur diese die Affen Szene, kennst du sicher auch. Und auswendig. Ja, die Affen habe ich vielleicht. Und den Monolith. Ja, und die Affen, das, was vielleicht nicht nur ganz bekannt ist. Das rote Auge. Kubrick hat keinen Oscar für die Kostüme bekommen, weil die Juroren dachten, es seien echte Affen. Das ist das größte Kompliment, kein Oscar zu bekommen, weil sie dachten, das ist ein echter Affen. Aber ich wollte damit sagen, ich habe ihn noch nie gesehen. Ja. Unbedingt anschauen. Ja, apropos Musik, da gibt es ja diesen Unterschied, oder bilde ich mir das gerade nur ein. Da gibt es ja diesen Song, den er singt, der Heil, wenn er wahnsinnig wird, ganz am Ende. Ja, Daisy. Daisy, genau, im Englischen. Im Deutschen ist es... Hänschen klein. Ja, Hänschen klein, genau. Ist ja, ich finde, was ja eigentlich die Aussage total wegnimmt, oder? Weil Daisy ja eigentlich der erste Song ist, der... von einem Computer gesungen worden ist. Mhm. Ja, diese Analogie ist auf jeden Fall weg. Den haben sie gekommen. Aber ich finde, Hänschen klein hat dafür eine andere, und zwar dieses Unschuldige. Ja, stimmt. Also insofern Daisy, haben sie den... Man könnte ist das so den Übersetzung, ja. Ja. Okay. Also es hat eine andere Bedeutung, aber es ist ja, qualitativ nur anders, nicht schlecht oder besser. Ja. Das ist meine Meinung. Valides Argument. Ja. Ja. Gut. Lass mal Karik wieder finschen. Ja. Jetzt wollte gut, ich noch verabschieden wir uns bis nächstes Mal. Wissen wir schon, ob wir, wo wir sein werden? Nächste Woche. Und wann wir es machen? Nächste Woche sollen die Eismänner kommen, da werden wir nicht draußen podcasten können, sage ich jetzt mal so. Na gut. Okay, dann weiß ich nicht, also ich sage mal, aber wenn es schön wird. Schreiben wir es in die Shownotes hinein, auf die Bildaucher.de Seite, da steht dann, wo wir sind. Auf jeden Fall wird es Dienstag 19:30 sein. Stimmt. Also da werde ich nicht dabei sein können. Da bin ich noch auf dem Weg, also da bin ich gerade auf der Heimreise. Ja. Studio Link, ne? Das gibt es im Zug nicht. Oder Mittwoch auch aufnehmen, aber das können wir uns ja nach dem Podcast auch machen. Genau. Okay. Also, gut. Schön war's. Ciao. Viel Spaß bei Gregor und Jana. Jana, ja genau. Zu der Karin. Das wird noch O-Töne von der Republik. Ja, genau. Ja. Mahlzeit. Genau. Okay. Tschüss. Tschüss. So, und wie viel haben wir? Nimmt schon auf. Wahnsinn. Sehr gut. Hallo Jana. Hi. Wir sind mal gerade auf der Republika genau. In Berlin. RB10 auch genannt. Aha. Gegenüber von mir steht der Gregor. Mhm. Einer von den Hauptbiertaucher. Ich bin nur bisher einmal spontan Biertaucher gewesen. Ja, war ein guter Podcast. Und ja, wir haben uns zufällig gerade im Hof getroffen und beschlossen, über die Republika zu reden. Ja, wir sind ja jetzt im idealen Augenblick der Republika. Man weiß es zwar nicht, aber das ist jetzt der mittlere von den drei Tagen. Und das ist sozusagen das Filetstück irgendwie so, finde ich. Weil am dritten Tag, der ist zwar auch noch cool, aber man merkt dann schon so ab Mittag, wo die ersten Leute abreisen. Das heißt, heute ist es gerade perfekt. Man ist so richtig bin richtig eingegroovt. Ja, ich finde es auch richtig gut, aber ich habe eigentlich mehr Probleme zu entscheiden, wo ich hingehen soll. Weil einfach, also ich glaube für 18.45 Uhr habe ich mir vier Sachen gleichzeitig vorgemerkt, was absolut unmöglich ist. Ja, so geht es mir auch. Besonders diese halben Stunden Pausen, die man dann glaubt, mit einem Vortrag füllen zu müssen, aber eigentlich schon auf den nächsten blickt. Also, ja, und nur dazu. Und nur dazu, wenn man einfach die ganze Zeit irgendwo steht und einfach Pause brauchst und nur noch Licht und Luft schauen kann. So geht es mir jedenfalls schon wieder.
Ja, was hast du dir heute schon angeschaut? Oder was ist da von gestern hängen geblieben? Fangen wir mal so an. Fangen wir von gestern an. Oh, also ich habe gestern leider die Einführungsveranstaltung verpasst. Die hätte ich schon irgendwie gern gesehen. Am lustigsten gestern habe ich die Elle Nördinger gefunden und ihr Sexy or Sexist Ads on the Facebook Page. Also die Frau ist aber total witzig. Worum ist da genau gegangen? Was hat sie da für eine Gruppe gespannt? Sie hat mehrere Slides vorgestellt, an welche sexistischen oder nicht sexistischen Werbungen sie halt so vorbeilatscht und da halt Geschichten dazu erzählt. Und das ist ziemlich lustig. Ich war außerdem noch im Sendezentrum rumgesetzt und da hat unter anderem der Daniel Messner, der ja auch als Wien podcastet, über Formate erzählt. Dem bin ich auch schon kurz begegnet, aber ich habe ich heute auch noch den Plan, länger vorbeizuschauen beim Sendezentrum. Und sonst, ja, ich wollte, also Sascha Lobo habe ich mir nicht angeschaut, weil man denkt, da geht eh jeder hier, das kann ich auch auf YouTube anschauen, weil sonst viel zu voll ist. Und wollte eigentlich zu 60 Degrees auf Wikipedia, was wegen technischen Problemen nicht funktioniert. Sehr schade. Ja, die hatten auch kein Internet, da geht es ihnen ähnlich wie den Besucher. Es ist eigentlich besser geworden, ich habe es jetzt gar nicht mehr. Du hast ja auch deine eigene. Ja, ich habe eine deutsche SIM-Karte. Ich habe mir jetzt da Datenvolumen gehört, ich weiß nicht, ob es funktioniert, das Wi-Fi. Ich surfe gerade auch mit meinem Datenvolumen. Also Datenvolumen habe ich ja keins, aber die Roaming-Kosten, wenn man es auf 100 MB begrenzt oder so. Das ist trotzdem gut da, oder? Nein, es kostet dann 6 Euro, habe ich mir ausgerechnet, also wenn es stimmt. Okay. Keine 60, hoffentlich habe ich keine Stelle übersehen, aber es wird schon gehen. Ja, ich habe mir den Sascha Lobo gestern angeschaut und ja, er kann gut reden, liefert schon irgendwie und das kann er auch gut. Und du hast aber vollkommen recht, das kann man sich auch sicherlich gemütlicher zu Hause auf YouTube anschauen. Weil es war so proppevoll, wir sind irgendwie am Boden gesessen und ja. Ein bisschen was Politisches habe ich mir gestern angeschaut, so Social Shutdown bei afrikanischen Wahlen. Das war spannend, aber nicht so Diskussion. Es war eigentlich als Diskussionsrunde eingetragen, war aber dann eher so, jeder hat von seiner Perspektive aus erzählt. Wer war da so Vortragende? Die Namen habe ich mir nicht, das müsste man sich anschauen. Es waren drei, die bei den Wahlen, glaube ich, dabei waren involviert oder berichtet haben, also aus der Journalistenperspektive. Ja, von welchem Land jetzt? Ja, welche, genau, Afrika, aber wo, ja. Afrika ist groß, ja. Kann ich auch nicht mehr rekonstruieren, weil es waren auch verschiedene Standorte. Und sie haben halt irgendwie die Problematik aufgezeigt, dass halt irgendwie Internet in Afrika noch immer so als Privileg angesehen wird und dass der ganz schnell entzogen werden kann und vor Wahlen da auch sehr rigoros durchgegriffen wird, was für Informationen rauskommen. Auf die Messe in Mailand kommen. Ja, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, da sind ein paar mehr Talks noch zum Thema irgendwie Politik in Ländern des globalen Südens, ganz politisch korrekt ausgedrückt, da überhaupt ja. So Rassismus und Sexismus ist gut vertreten im Programm. Definitiv, ja. Also gibt es einen eigenen Politik-Track, einen eigenen Virtual Reality-Bereich, den wir gerade jetzt besucht haben, dann diesen Musik-Track, es glaube ich gibt es eigene über Musik. Es gibt auch was mit Gesundheit. Also ich bin gestern an sowas vorbeigelatscht, die haben 3D-gedruckte EKG-Dinger gemacht, damit man für 24 Stunden EKGs nicht mehr ins Krankenhaus muss, sondern halt daheim damit rumlatschen kann. Ja, es ist schon ziemlich cool da. Ja, man ist ein bisschen überfordert schon, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt. Aber man darf sich nicht stressen lassen. Ruhe bewahren, Kaffee schnappen, kurz mal am Abend. Zweifel auf YouTube nochmal den Rest anschauen, den man verpasst hat. Was war, also du warst ja auch auf dem Sketchnote-Veranstaltung, auf beiden, oder? Nein, auf der ersten war ich nicht, weil ich mir gedacht habe, das wird wohl das gleiche sein, wie es eh in den letzten Jahren gemacht haben. Und genau. Das haben wir immer auf YouTube angeschaut. Und das zweite war aber ziemlich lustig. Also es ist darum gegangen, die wichtigsten Wörter aus den letzten 10 Jahren Republika-Geschichte irgendwie darzustellen. Und es ist halt schon schwierig, am Blog zu zeichnen oder am Podcast zu zeichnen. Da braucht man halt schon visuelles Vokabular wie die Sketchnote und all dabei Song. Und dafür war es echt nützlich. Ja, also, gesehen, dass du die einen Sketchnote dann getwittert, oder? Das ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit Sketchnotes getwittert. Ich habe fast immer mitgesketchnotet, aber das überfordert mich total. Wenn ich jetzt einen ganzen Vortrag lang sketchnotet und dann sofort zum nächsten weitergehe, ist es so, als wäre meine ganze Konzentration weggesaugt. Deswegen bin ich jetzt also fertig und locker den Hof rum und nicht auf einmal anders.
Ja, mit Sketchnoten stelle ich es mir auch stressig vor. Ich bin schon manchmal überfordert, einen einzelnen Tweet abzuschieben und nicht meine Konzentration beim Vortrag zu verlieren. Ja, ehrlich gesagt, finde ich aber total anstrengend. Das ist echt nicht so, mein Fall, ihr zeichnet lieber rum, als dass ich so tut. Ich habe heute Vormittag aber schon bei dem Podcast-Panel mitgehen können, weil da war ja erst, ich hatte jetzt die Kursen Sarah Weber von die irgendein Podcast-Newsletter macht. Okay. Das war recht spannend, das habe ich gekürzelt und dann war noch die zwei von Sendegate, erstens Claudia Quell. Und Ralf Krug. Stockmann. Stockmann, danke. Ja, und da habe ich auch mit gekürzelt, aber dann bin ich sofort zum anderen Vortrag gerannt und bin ich wieder zurückgekommen, das zu twittern. Also vielleicht tue ich es jetzt noch, jetzt ist es schon 3 Stunden genau. Später. Macht nichts, echt Zeit genug, sage ich. Ja, den vom Ralf Stockmann und der Claudia Krell, den habe ich mir auch angeschaut, den Panel. Ich mag die beiden ja sehr gerne, ich finde es irrsinnig schade, dass sie einen WikiGeeks-Podcast nicht mehr machen. Aber sie arbeiten jetzt halt viel im Hintergrund und sie haben dann so im Endeffekt eine Software vorgestellt, um die Audioqualität bei Podcasts zu verbessern, wo die Leute nicht im selben Raum sitzen, sondern weit entfernt sind. Das wird also jetzt quasi Skype zu vermeiden. Genau. Und sie wollen, haben irgendwie so dann 2 Tonspuren gezeigt, irgendwie so ein Gespräch über Skype aufgenommen mit so einer relativ kaputten Tonspur und dann halt mit dieser Software, die irgendwas mit Link Studio oder so, Link. Studio Link, genau, geheißen hat, ja. Und dann haben sie noch so ein bisschen gequatscht über die Laber-Podcasts und die Leute, die erfolgreicher podcasten wollen und die Second-Verwerter von den Radiostationen und wie die eigentlich näher zusammenrücken sollten und so. Ich finde das immer ganz nett. Sie sind auch ziemlich selbstreflektiert, weil sie dann noch so die Prognosen der vorigen Jahre gezeigt haben, die ja nicht alle so aufgegangen sind. Und ja, macht immer wieder... Yes. Aber sie haben eine neue Prognose gestellt. So 2016 wird das letzte Jahr mit schlecht klingenden Podcasts, weil jetzt gibt es StudioLink und irgendwelche billigen Mikrofone, die trotzdem gut sind. Ansage, ja. Schauen wir mal, wie viel wir bei den Biertauchern noch an verbessern können. An Tonqualitätsschrauben. Ja. Ich arbeite stündlich daran, naja. Ja, was ist der Ausblick jetzt noch? Hast du noch einen Fixstarter heute in Sachen Vortrag, den wir anschauen möchten? Ja, wie gesagt, ich würde mir um 3 ins Sendezentrum setzen. Stimmt, das wollte ich auch. Und ansonsten habe ich halt mein Problem um 18:45 Uhr, wo ich 3 oder 4 Sachen gleichzeitig sagen wollte. Also viel zu viel vor eigentlich. Ja. Ja. Also da spricht zum einen so eine Runde von Netzpublizisten, das heißt irgendwie Netzpublizisten im Gespräch und das... Der Thilo Jung ist dabei von Jung und Naiv und Patricia Camarata von Das Nuff. Also Podcast-Hörer kennen die bestimmt als Teil von der Weisheit. Ah, ja. Und ich weiß gerade nicht, wer die anderen zwei waren, aber das hört sich spannend an, finde ich. Ja, das ist nicht schlecht. Außerdem gibt es noch einen Vortrag von Die Datteltäter. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Nein. Die waren sich lustig über, halt so, über den Islam im Internet. Also das sind okay. Selbst zur Hälfte Muslime, glaube ich, und sind auf Twitter unterwegs und bei Facebook und YouTube und die sind ziemlich lustig, finde ich. Okay, und da, das Thema? Einfach nur, also ich glaube, da stellen sie mehr oder weniger ein bisschen vor. Also es geht halt darum, dass Islam im Netz nicht immer nur so radikal islamistisch ist, sondern halt einfach normal, weil wie jetzt andere Themen auch uns. Ja, das Ganze ein bisschen differenzierter aufblättern, als es uns präsentiert wird. Ich schaue nämlich gerade, was ich noch irgendwie dabei habe. Das einfach, der ist schon vorbei, freie Software, Missverständnisse gekonnt, aufgeklärt. Aber da bin ich schon dran gescheitert, weil er war als Bühne eingetragen New Thinking. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das müssen irgendwelche Guerilla-Locations sein, keine Ahnung. Ja, Guerilla-Locations, das ist wirklich ein riesiges Gelände da, man kann sich gut verlaufen. Ja, das geht sich aus. Dann habe ich diesen einen österreichischen, das hast, glaube ich, hast du das gestern erwähnt? Ah, ja, das ist einer um 18:45 Uhr. Alter, Depperter, bist du angerannt. Hashtag Alter RP, oder? Genau, Shitstormen auf Österreichisch, das klingt... Das klingt ziemlich verlockend. Lustig. Vor allem für Menschen, die in Österreich wohnen oder auch nur Österreicher sind. Ja, eben. Fabian Lebesorger und Ingrid Kogel. Okay, sag mal beides nichts. Aber das ist noch heiß. Und was ich mir auch, das wäre aber dann schon die letzte Vortragsreihe, 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Viel Schönes dabei, die TV-Karaoke-Show. Aber da gibt es noch was vom Technik-Tagebuch. Ah, okay. Heute Abend. Und das, glaube ich, schaue ich mir an. Weil das Technik
Tagebuch so unglaublich gern lese. Ich finde das echt witzig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Na? Da gibt's, das ist ein Gemeinschaftsblog. Ich glaube, das hat Katrin Passig gestartet. Ah, und da sind mittlerweile unglaublich viele Leute dabei, die halt irgendwelche Begebenheiten posten, die es halt komisch gefunden haben oder bemerkenswert mit Technik. Und der Spruch ist irgendwie so, ja, heute ist langweilig, aber in 20 Jahren. Und die haben also Rückblicke, so wie es, keine Ahnung, 1994 mal eine E-Mail verschickt haben oder so. Und es ist lustig. Und da haben sie halt heute Abend irgendwelche Gegenstände aus der Technikvergangenheit das vorstellen. Und nice. Da irgendwie so raten. Also abends sind ja eher immer die lustigen Veranstaltungen. Ja, und du auch hochkariert, die Katrin Passig ist so eine Miss Republika. Die war bei der Eröffnung, die sie auf der Bühne gestanden hat. Mhm. Zusammen mit Tim Fritlaff. Also die verfolge ich echt gern online. Was die jetzt schreibt, ist so lustig. Ja, ich habe letztes Jahr einen Vortrag gesehen, da hat sie so ein T-Shirt-Service vorgestellt, wo sie Sprüche und Motive, genau, das war ziemlich lustig, weil sie dann auch so erzählt hat, wie verzweifelt die Leute teilweise waren, wenn sie einfach auf nächstes Shirt gedrückt haben und nicht mehr das Motiv zurückholen konnten. War ziemlich gut. Ja, und diese TV-Karaoke-Show habe ich mir eigentlich nur rausgeschrieben, wegen dem Friedemann Karik, der damit spricht, den ich ganz lustig finde. Da habe ich halt auch einen Vortrag gesehen, der ganz launig war. Ja, über so die pubertäre Internetgesellschaft, so also ähnlich. Wie immer müssen wir wieder ein bisschen erwachsener werden, anscheinend. Ein Allgemeiner zieht sich ein bisschen durch. Ich glaube, der Sascha Lobo hat sich auch ähnlich ausgedrückt. Ja, cool. Gut. Na dann, ja. Ein kleines Update aus Berlin. Ja, schön war's und so, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.